ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, 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 da ist zurück, wo du reinkommen willst, da ist Wasser nicht dazu. Aus den Tiefen emporgestiegen. Gelaunt bin, aber eigentlich kriegt man gute Laune davon. Und ja, die habe ich vom Zeuge erst kennengelernt. Und ihr Video ist in der Infobox verlinkt. Hallo Leute und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe und klickt schön, dass ihr da seid. Kurs geht raus an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch gut, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir fangen heute auch direkt an. Wir machen, verfackeln hier nicht lange. Wir fangen hier direkt an. Denn wir haben ja heute 10 Minuten später angefangen als gewohnt. Deswegen ballern wir jetzt durch, weil wir haben heute Abend noch Among Us vor uns. Also, let's go. Keine Zeit verlieren, nicht lange fackeln. Danke an alle, die da sind. Danke an alle im Subchat, danke an alle Nicht-Subchat. Küsse gehen raus an alle Leute, die einen Daumen nach oben gegeben haben. Wir haben schon über 1000 Daumen nach oben, obwohl es ziemlich schon angefangen hat. Küsse. Dankeschön an die Subs und an die Supporter, wie zum Beispiel Malte Fiedler, Tessa K.A. Und grüß doch bitte meine Mutter, sie heißt Daniela. Sie schaut oft, ganz oft ungeklickt mit mir. Oh, Tessa, ich habe scheinbar die erste Donnie verpasst, die kam zu früh. Erstmal Tessa, Küsse gehen raus an dich. Grüße auch an Daniela, deine Mama. Ich schau mal ganz kurz, was ich verpasst habe. Tessa. Da. Hi Junge, ich bin seit Hero-Zeiten ein stiller Zuschauer. Heute ist mein Geburtstag, könntest du für mich singen? Kuss. Geht raus an meine Freundin Suna. Also, Suna geht Küsse raus und an Daniela, an deine Mama. So, Tessa. Natürlich singe ich heute für dich. Happy Birthday, meine Liebe. Und schön, dass du da bist. So, dann Thomas Riva. Hey, Unge, mein Sohn Philipp hat heute seinen 12. Geburtstag. Kannst du ihm bitte gratulieren? Liebe Grüße aus Wien. Oha, das freut mich sehr. Erstmal, Philipp, Happy Birthday. Und auch Thomas, schöne Grüße und vielen Dank für den Support. Natürlich bekommt der Philipp mit einem P und PH am Anfang auch sein Geburtstagsständchen. So. Ilaida, Console, Raffi, Uea, meine Freundin ist gestorben. Was? Meine Freundin ist eine gestorben? Uff. Uff. Also, Uea, ja, wie man damit sowas umgeht. Ja, das Menschlichste, was man da einfach nur sagen kann, ist einfach trauern. Ich sag's häufig, wenn ihr wirklich sowas erlebt, lasst auch die Traurigkeit zu, trauert. Ey, ich wünsche auf jeden Fall mein absolut herzliches Beileid, auch wenn ich euch nicht persönlich kenne, das ist belastend und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft, denk an die schönen Zeiten, lass ruhig die Trauer raus und das ist eine scheiß Situation, einen Menschen zu verlieren, den man liebt, ist es einfach, es gibt da leider nichts, was man sagen kann, was irgendwie hilft. Das Einzige, was hilft, ist wirklich, nimm dir die Zeit für dich, die du brauchst. Nimm dir die Zeit für dich, die du brauchst. Und ja, verarbeite deine Trauer, indem du mit Freunden, mit Familie Zeit verbringst, indem du dir selber auch Zeit gibst und indem du einfach auch traurig sein kannst. Ja, Julia, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Küsse gehen raus. Tiver, hey, du weißt, wir bauen seit circa 1170 Stunden an einer Custom Escape Game for you. Heute will ich meinen Support Nummer 1 danken. Schucks. Immer ein offenes Ohr, kreativer Input, Teamgeist, Top Mods. Hast du da? Küsse gehen raus. Ich danke dir und auch Shax. Küsse, Tiva. Küsse. Ich bin sehr gespannt.
was daraus wird. Küsse, vielen, vielen Dank. Unges Anwalt, vielen, vielen Dank. Lea, Kada, Pfeifeld, hey Unge, wir haben morgen in der Schule Schülersprecherwahl und ich wollte fragen, ob du in unsere, ob du unseren Kandidaten vielleicht etwas helfen könntest. Wenn ja, sag bitte, wählt Justins Partei. Leute, gönnt doch einfach mal Justin. Junge, gönnt ihm doch, er ist sein größter Traum. Lass ihn auch einmal Schülersprecher werden. Küsse. Er ist auch ein Ehrenmann. Gravity Julian, Küsse. Bianca, Bennett, Bad Wolf. Schau es dir für die Mutter. Hast du eigentlich was Spezielles für Halloween geplant? Da habe ich was, habe ich was für euch. Und zwar, viele fragen immer, können wir Horrorspiele spielen? Pipapo. Ich habe jetzt für Halloween noch nichts geplant, aber für kommendes Wochenende eventuell ein Horrorspiel. Und zwar ein Multiplayer-Horrorspiel zusammen mit Miki TV. Mehr will ich nicht verraten, aber an diesem Wochenende wird es wahrscheinlich ein Horrorspiel geben. Ob es Halloween auch Horrorspiele gibt? Vermutlich. Ja. Seid gespannt. Julia, Küsse gehen raus. Marc, Kuss geht raus an dich und den Ehrenchat. Und bitte pack Ali auf die Geburtstagsliste. Ali, Küsse gehen raus. Ich habe dich heute gesehen, Marc, in den Kommentaren vom neuen Video von Anton. Ah, da habe ich dich erwischt. Ich sehe dich überall, Marc. Sehe dich überall. The Ophilos Ephraimiaidis. Oha, sehr komplizierter Name auf jeden Fall. Theophilos Ephraimiaidis. Okay, so jetzt mittlerweile geht's schon einfacher. Küsse gehen raus. Hey Junge, ich habe vor kurzem ein Video zum Thema Depression gemacht. Es wäre mir wichtig, dies mit Menschen zu teilen, dass es ein wichtiges und ernstes Thema ist. Auch auf YouTube einfach Theo Fire. Dann kommt es direkt. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ich werde es mir auf jeden Fall aufschreiben. Wir werden den nächsten Tag auf jeden Fall reinschauen. Küsse gehen raus. Spektakulär. Danke für deinen tollen Streams. Wusstest du, dass es mittlerweile einen offiziellen Among Us Song auf Deutsch gibt, der heißt Unter uns auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn du ihn mal anschauen würdest. Oh, den werde ich mir auch mal aufschreiben. Küsse gehen raus. Spektakulär. Küsse gehen raus. Erik Test, Unges Anwalt, wollte mich mal bedanken, dass du mich immer happy machst. Freut mich. Danke, dass du mich immer vor Gericht gut verteidigst. Danke. Danke, mein Anwalt. Tommy, hey Unge, wolltest du nicht vorgestern auf eine Donation hin, auf das Video von Creep Galaxy, die Tiermisshandlung von Fastfood-Ketten reagieren? Wäre nice, wenn du es heute oder bald machen könntest. Ist auf der Liste? Kommt. Küsse, Tommy. Küsse. Blue Ota, wann kommt endlich das Merch? Sollte diesen Mord kommen. Sei gespannt. Fongi MG, Snibo, Herr Simon, Moment. Machen wir kurz jetzt noch die restlichen hier ohne Song. Wir sind ja schnell durch. Herr Simon, meine Schwester Shanice, wird heute 24. Kannst du bitte für sie singen? Schauen dich jeden Tag und freuen uns immer auf den Stream. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Shanice. Falls ja, Happy Birthday, liebe Shanice. Und ich singe natürlich auch heute Abend für dich. Küsse gehen raus. Skilliger, vielen, vielen Dank. Ehre, dass du auch schon hier die Krone hast. Björn, Küsse, vielen, vielen Dank für den Support. Konsul, Raffi, kannst du bei Waren vorbeischauen? Grüße dich und deine Community. Mag ich sehr, sehr gerne. Küsse gehen raus. Link und LOL, vielen, vielen, vielen Dank. So, ich würde sagen, jetzt nochmal ganz schnell ein großes Dankeschön an die Tippis. Jan, okay, Lea, Skirmante, danke euch. Küsse gehen raus und wir legen los. LOL und Psychoprox. Wir haben heute viel auf der Liste und wir müssen uns ein wenig beeilen, weil wir gleich ja direkt zu Among Us switchen. Kurz nach Pipapo 21 Uhr, ist das, ihr wisst Bescheid. Und deswegen fangen wir heute ganz gediegen an mit einer Runde. Wir fangen eine Runde Jurex an. Let's go. Eigentlich wollte ich heute unsympathisch zuerst angucken, weil eigentlich soll ja Mittwoch und Sonntag immer ein Video kommen, aber es ist kein neues Video da. Ist nicht jeden Sonntag, ja, aber ist nicht mittlerweile jeden Mittwoch und Sonntag? Es ist schon wieder kein neues Video da. Also langsam frage ich mich, was ist da los, Sascha, was ist da los? So, dann gehen wir rüber zu Excel. Küsse gehen raus. Deutsche Memes, die lauter als eine PS4 sind. Oh, das ist aber eine Menge. Das ist aber eine Menge Lautstärke. Als ob das 18 ist, okay. Ey, Excel, dann gucken wir das Video heute leider nicht. Dann gucken wir das Video heute leider nicht, weil ich gleich noch Gaming mache und ich will nicht, dass mein Stream ab 18 geschaltet wird. Dann schauen wir da erst morgen rein. Küsse gehen raus oder schneid die Stelle raus. Dann gehen wir jetzt zu Xuna rein. Xuna hat nämlich deutsche Memes, die Jizzes aus dem Knast befreien. Bitte sag nicht ab 18. Als ob ihr beide Memes hochgeladen habt, die ab 18 sind. Was ist denn mit euch? Xuna ab 18? You looked ex ab 18? Oh, Jungs. Okay, wir haben noch ein einziges Meme übrig. Und zwar kennst du nicht. Jetzt sag bitte nicht, das Video ist ab 18. Deutsche Memes, die Justin zum Ende bringen. Ich dachte gerade, es wäre auch ab 18. Okay. Let's go. Das von gestern. Let's go. What the fuck?
Was habt ihr denn hochgeladen wieder? Irgendwelche Prons oder was? Du hast meine Domi verpasst, kannst du mal nachschauen. Oh, Gabsi werde ich nachholen. Futz, Küsse. Warte eine Sekunde, ich hole mal ganz kurz die Nachricht von Gabsi nach. Sorry, Gabsi, sorry. Gabsi, da. Moin Meister, könntest du mir ein Profilbild aussuchen? Wäre mega. Und danke für deine Streams, helfen mir immer bei schweren Zeiten. Oha. Okay, wir müssen, ey Leute, Chat, wir müssen ganz kurz zusammen für Gabsi ein Profilbild aussuchen. Okay. Was ist das hier, was Gabsi drin hat? Kann es jemand erkennen? Ist das, danke für deinen Beitrag auf dem Mobile-Kanal. Hat mich sehr gefreut. Kannst du jetzt auch Melissa Thoma grüßen? Melissa Thoma, Küsse und Grüße gehen raus. Ja, habe ich reingeschaut. Ich fand das Video sehr nice. Ich habe das Video angeschaut mit diesem Truck, wo du alle Berge hochgekommen bist. Krass. War sehr wild. Gabsi? Ist jemand von euch Anime-Experte oder so? Ist das aus dem Anime oder ist es einfach so ein gezeichnetes Bild? Sieht aus wie ein Anime. Was für ein Bild sollen wir nehmen, Leute? Was für ein Bild sollen wir nehmen? Ich werde jetzt, eure Vorschläge werde ich jetzt hier, Mario Küsse. Ein Among Us-Profilbild schreiben viele. Mond wäre stark. Oh, ein Mond? Warum sagst du Mond? Liebe deine Among Us-Streams. Küsse, die gehen auch gleich los. Kein Plan, ich schaue schon Animes. Steve. Ein Bild von Knubbel. Jesus. Toyota Supra. Death Note. Bro, wenn du family-friendly Memes brauchst. Sein Name googeln und kommt, was kommt. Okay, sein Name googeln und gucken, was kommt. Ist eine gute Idee. Gabs Y. Ich gebe einfach mal ein Gabs. 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 Mal gucken, was da für Bilder kommen. Oh, das kannst du nicht zeigen. Gabs Y. Ja, okay, das ist nichts Vernünftiges. Gut, dann gehen wir jetzt auf, ja, weißt du, was du nimmst? Weißt du, was für ein Profil du nimmst, Gabsi? Du nimmst das Profil mit hier. Du nimmst das Profil mit hier, Gabsi. Und zwar, dieses Profil mit hier nimmst du. Einen Enderman. Und weißt du warum? Weil am 13.10., also in ungefähr einer Woche, kommt der Enderman in Super Smash Bros. Raus und du nimmst dieses Profil mit hier. Dieses Profil mit hier nimmst du. Wenn du Enderman eingibst, dann das Profilbild, wo draufsteht von Eurogamer.net, dieses hier. Ich weiß nicht, ob du jemals Minecraft gespielt hast. Wo ist das Bild? Hä? Wo ist dieses Bild? Ich will das Bild in groß sehen. Okay, ich will das Bild in groß sehen. Open Image in New Tab. So, ich weiß nicht, ob du jemals Minecraft gespielt hast, aber dieses Enderman-Bild, das muss rein. Ja, auf Ehren in Enderman. Okay, gab's? Küsse gehen raus. Such dir das Enderman-Bild raus. Küsse. So, wir gehen rein in die Bücher. Let's go. Let's go, Alter! Dieses Video soll jeden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Hä, wofür ist es denn dann? Wie findet ihr eigentlich mein Profil? Überlege es auch zu ändern. Oh, Bedwolf, ich finde dein Profil sehr gut. Da kann ich mich gut immer dran erinnern, wenn ich dich sehe. Aber kannst natürlich auch was anderes machen. Musst du überlegen. Lach mal Memes, Küsse. Hey, ich schaue dich schon seit 7 Jahren und du hast mich in letzter Zeit sehr motiviert, Videos zu machen. Heute ging mein erstes Meme-Compilation online. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Oh, das ist ein sehr guter Vorschlag, weil die anderen beiden Memes kann ich heute nicht angucken. Ich werde reinschauen, lach mal Memes, Küsse. Die Armbitterwetter. Oh nein, nicht dieses. Warte mal kurz. Was ist das? Achtung, eine Kunde. Nein. Nee, dieses Meme, das ist zu böse. Was in Gottes Namen ist falsch mit dir? Ich hab den... Mach eine Sache im Unterricht falsch. Mein Lehrer... Gottes Namen ist falsch mit dir. Ich hab den Respekt vor dir als Menschen verloren. Du bist für mich gestorben. Für mich bist du gestorben als Mensch. Meine Güte, dass es doch Menschen wie dich gibt. Unglaublich, unglaublich. Komm, Druck auf der Profil, komm. Druck auf der Profil. Ja, Druck auf Insta. Like das Foto. Like das Bild. Ich möchte auch. Warte kurz, bevor wir reingehen. Simon B., was ist eigentlich mit dem Minecraft-Projekt? Warte ab. Ginny, hey, ich werde, aber kannst du tief fragen, dass er mich eventuell auf Insta entblocken kann, ist Jahre her, dass er ihn geblockt hat, I don't know why. Oha, ich werde jetzt mal direkt an T weiter. Oh, ich glaube, Tadel ist wahrscheinlich morgen bei Ungeschickt dabei. Ich schicke ihm mal diese Nachricht. Warum hat er dich geblockt? Was hast du ihm denn da geschrieben?
Was hast du ihm denn da damals geschrieben? Einfach nur Till, hey Junge, kannst du bitte MC Squared grüßen? Ist auch ein YouTuber und erzählt immer, wie sehr er dich feiert. Ey, Ehre. MC Squared, Küsse gehen raus. Küsse. Da Beagle und Jonas, Küsse. Ich würde heute Abend lieber eine Salami haben als ein Mädchen. bitte? Das war nicht vegan. Ach so, das sind die verschiedenen Sprachen, wie Thaddäus schreit. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Okay, hier in Portugiesisch, also brasilianisches Portugiesisch. Spanisch. Holländisch. Ey, ich dachte, es wäre einfach real und es ist einfach Knossi. Oh mein Gott. Ich dachte einfach real, da kommt einfach Knossi. Lilly, oha. Sind Tio oder Adi auch mal irgendwie dabei? Solange nicht gesehen. Solange sie auf Madeira sind. Ich denke, ja, Lilly. Die Sache ist die, Tal wird wahrscheinlich morgen mit, also wir werden wahrscheinlich morgen einen Smash-Abend machen und dann könnte ich mir vorstellen, dass Tal dann wahrscheinlich hier eh chillt und dann könnt ihr theoretisch mitmachen. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Ich frage ihn später mal bei Gelegenheit. Aber ich denke mal, morgen passt es zeitlich ganz gut. Wir waren jetzt die letzten Tage viel unterwegs und so. Aber Lou und Adi haben ja ein Baby dabei. Deswegen gehen die mal relativ früh ins Bett und so. Und deswegen ist ihr Time, also ihr Rhythmus ein bisschen anders. Die haben ja gerade ein ganz kleines Baby dabei. Ne? Also Lou und Adi haben ein Baby bekommen vor 3 Monaten. Und es ist jetzt ein drei Monate altes Baby. Und deswegen ist natürlich alles muss ein bisschen gediegener ablaufen, ne? Akio, Küsse. Küsse. Werde ich noch machen? Küsse. Ich kenne ihn sehr gut, Bro. Ja? Wirklich? Ja. Magst du den? Was hältst du von dem? Ich habe vor 2 Jahren mit ihm ein Geschäft gedreht. Der schuldet mir bis heute 10.000 Euro. 10.000 Euro schuldet er dir? 10.000 Euro. Ich finde ihn nicht. Du findest ihn nicht? Echt, ja? Der soll irgendwie immer im Betting sein. Ich finde ihn aber nicht. Was für 10.000 Euro drin? Hat der gerade gesagt, ich schulde ihm 10.000 Euro? Ja. Weißt du was? Was? Ich weiß was noch Witzigeres als 24. Ach ja? 25? Was denn? Turga, du kleiner Nutten. Bin voll am Ende, bitte gib mir ein Bett. Minecraft-Memes, ich liebe sie. Bones wurden in die Luft gesprengt. Ich muss sagen, auch wenn viele Leute so 187 und so nicht so fühlen, weil es halt so Mainstream geworden ist und sowas. Viele sagen immer so, oh, 187, so viele haten das so. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bones MC, ich finde, ist nach wie vor einfach ein starker Musiker. Ich feiere gerade sein neues Album und kommt ja jetzt bald wieder ein neues Album, der ballert ja gerade richtig raus. Und ich feiere seine Musik. Also könnt ihr haten oder könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber ich feiere die Musik von Bones übertrieben. Ich feiere die. Also, die ganzen Songs vom neuen Album, Alter, super nice. Also Tilly den weg, Roadrunner, Honda Civic, whatever, alles. Big Body Bands, so geile Songs. Das sind einfach so richtig geile Songs, Alter. Also musikalisch, muss ich sagen, Hut ab. Kevin, Küsse. Küsse, Küsse, Kevin, Küsse. Und Konsole, Küsse. Kannst du einen besseren YouTube-Namen sagen? Mein Name ist schlecht und kannst du meinen Kanal bewerten? Ich werde dir einen Kommentar schreiben. Küsse gehen raus. Ich schreib's mal auf. Küsse. Yippie! Viele, viele bunte Packs, bunte Packs, viele, viele bunte Packs. Okay. 30 Tage, Alter, das ist einfach ein Monat. Ich ruf meine Familie. Wer ist deine Familie? Ramo Yazelmi. Ramo, mein Name ist bei Ramo. Ja? Ach, du bist von Ramo. Lionel Messi. Perna esquerda. Oh nein! Ich müsste jetzt einfach nur fluchen. Wenn Givar erfährt, dass die Lara keine Jungfrau mehr ist. Aber ich möchte das nicht, Bruder. Puh! Puh! Und das auch der Oh Gott, oh Gott. Welchem Alter hatte ich mein erstes Mal? Boah. 16. Nein, 13! Was, Bruder? Ein paar Sekunden später. So? Steph, Steph, Steph!
Bruder. Oh, geil. Oh, geil, sagt er einfach zu so einem Messer, als ob das so geil wäre. Bruder. Oh, der Typ wieder gerade, erst guckt er so normal und dann kriegt er so große Augen. Bruder. Oh, oh geil. Digga, einfach viel zu wissen. Wie nennt man Bären mit Schmuck? Keine Ahnung. Eisbären. Oh, Eis-Out-Bären. Weisheit mit Unge, oh nein. Kurz eine Sache dazu. Wenn er es wirklich kaufen möchte, der Typ, warum kauft er es dann nicht einfach? Oh nein. Stöf, stöf, stöf! Oh, geil! Kannst du meine Freundin Fixi Hartmann grüßen? Nein, Mois. Ich betäube meine Sinne, Sinne. Sammeln Sie Kay! Sammeln Sie Kay. Ich weiß nicht, wer Kay ist. Yo! Amerikaner, das erste Mal in Deutschland. Wir suchen dich. Yo. We're sucking dick. Wir suchen dich. We're sucking dick. Nur wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Wie nennt man einen Jungen unter 1,75? Beim Namen. Wunderschön. WTF? Ich weiß nicht, ob wir uns das hier unzensiert angucken, Goy. Da gibt es gleich auch noch böse Bilder in diesem Musikvideo. Ich glaube, das Musikvideo ist ab 18. Ist das Musikvideo von KDB ab 18, dieses WAP? Auf YouTube ist es ab 18, Girl. Ist das Musikvideo von KDB ab 18 auf YouTube? Wir überspringen kurz diesen Part, weil da wird man gleich ein bisschen Tedin sehen. Tedin. Alle, was? Das ist die Tag der offenen Tür oder was? Ich spreche dir gleich deine Nase, mach schmack. Okay, wir gehen wieder rein. Let's go. Nee, ist nicht, aber bei mir wird es locker ab 18. Arschkarte. Fantasy Warrior, Küsse. Namen Unge. Bin vor 2 Stunden wach geworden. Der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Bleibe noch bis Dienstag zur Überwachung. Oh, es hört sich ja sehr gut an, Fantasy Warrior. Oh, ey, oh mein Gott. Mashallah, ich küsse deine Augen. Ich küsse deine Augen. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Meto, Küsse. Hey, kurz meine persönliche Meinung. Ich würde mich über weniger Meme-Content freuen. Kommt mir so vor, als wären es mittlerweile 2/3 der YouTube-Videos nur Meme-Reaktionen. Kommt mal auf die Zeit an, auf den Tag. Also zum Beispiel nehme ich oft Memes rein, wenn einfach sonst nichts so Spannendes da ist, weil ich Memes immer geil finde und ich mag sie einfach selber gerne. Aber ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass mehr Abwechslung kommt. Deswegen gibt es jetzt auch wieder, auch auf dem Channel Gaming, es gibt jetzt Among Us, auch gleich nach dem Stream und so weiter und so fort. Es können auch wieder Vlogs kommen. Mach dir keine Sorgen, ich achte ja selber auch drauf. Aber ich nehme das auf jeden Fall zur Kenntnis und ich werde auf jeden Fall darauf achten. Küsse. Aber ich liebe Memes, muss ich einfach sagen. Ich liebe Memes und ich feiere die so sehr, deswegen gucke ich die so gerne. Okay, Meto, Küsse. Ey, yo, Casey, du kleine Gurke, nimmst die Gurken vom Cheeseburger runter, aber bist selber eine Gurke. Lost. Die Switch. Wie ich mich beim Arzt krank stelle, damit ich Attest bekomme. Gesundheit? Oh, war das komplett süß. Wenn man unbedingt ihre Nummer haben will, aber immer gekorbt wird. Teufel. Wenn man 5 Stunden an einer Präsentation saß, am Ende vergisst abzuspeichern. Ich bin am Ende. Wunderschönen guten Tag, meine Damen. Ausrede. Arbeitgeber, können Sie sich kurz vorstellen? Ich. Meine Damen und Herren, mein Name ist Elgier. Ich bin Multimillionär. Wie ich das geworden bin? Ich habe Drogen verkauft. Ich bin aber auch ein zocksüchtiger Typ. Und wenn Oliver Kahn oder der Bayern München Werbung für Tipico machen dürfen, obwohl das schon Multimillionäre sind, ja?
und nicht so wie ich den harten Weg gehen mussten. Ich denke, dann darf ich das auch. Wer holt die? True! True, er spricht die Wahrheit, Alter! True, also das, der ist kein Multimillionär. Aber true, Oliver Kahn und diese ganzen Fußballleute, die auch Millionen auf dem Konto haben, machen auch noch Werbung für irgendwas. Leute, deswegen, nie aufhören zu hustlen, immer Placements ballern, ihr wisst es, immer Placements ballern. Ja, und nicht so wie ich den harten Weg gehen musste. Ich denke, dann darf ich das auch. Wer holt die Küche raus? Imagine, Algier, einfach Multimillionär. In diesem Leben auf jeden Fall. Jojo, Küsse. Hab aus Zufall heute entdeckt, dass ich bei dir und Sabine vor 2 Jahren mega Müllnachrichten gesendet habe bei Twitter. Ich entschuldige mich und distanziere mich. Jojo, erstmal danke, dass du dich entschuldigst. Ich kann dich gerade nicht in Verbindung mit irgendwelchen Nachrichten bringen, weil ich merke mir so, also generell so Müllnachrichten und so Negativität oder so Bullshit merke ich mir eigentlich generell nicht. Vergesse ich am nächsten Tag schon wieder. Deswegen weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wenn du möchtest, kannst du mir das gerne mal. Wenn du möchtest, kannst du mir das gerne mal irgendwie screenshotten und mir schicken, damit ich Bescheid weiß. Aber so oder so, es ist dir verziehen und ich habe auch früher bestimmt Müll geschrieben. Muss man nicht immer so nachtragend sein. Ich küsse deine Augen. Wichtig ist auch, dass man an sich arbeitet und sich ändert. Küsse. Klepuna, Küsse. Hallöchen, Unge. Hast meine Doni am 26.09. leider gesehen. Per Superchat. Der Name sollte Klepuna sein. Kannst du sie gleich bitte lesen? Ich werde sie gleich, warte, ich schreibe sie nochmal auf, Klepuna. Und ich werde sie gleich nochmal versuchen zu finden, okay? Mit dem Suchtool. Küsse gehen raus. Rolle raus, wenn er meine Mutter sieht. Eins in Chat. Sag mal. Wer ist raus? Immer, egal was für einen Hintergrund ich habe, egal was für ein Bildschirm ich habe, ich versuche immer, das einzufangen. Zum Beispiel, kennt ihr das, wenn man so eine Insel oder so, da versuche ich so eine Palme zu nehmen oder so ein Ding. Oder hier, guck mal hier, die Dartscheibe, den Fernseher. Zack, zack. Ich versuche immer, wenn ich Langeweile habe und einfach nur so nichts zu tun habe, dann mache ich mal so. Macht jeder, glaube ich, oder? Macht jeder, oder? Ist ja so. Ist ja so. Auf diesem Schild steht Durchgang verboten. Ein Glück sind wir nicht die Durchgang, sondern die Wilde Füchse Gang. Anne, kannst du mal vermieten? Wilde Füchse Gang ist wild, habe ich schon öfters von gehört. Die sind krass unterwegs auf jeden Fall. Familie Hartmann grüßen. Hallo, Familie Hartmann. Hier ist Familie. Er muss einfach vorlesen. Fixi Hartmann, Ramsey Hartmann, Gibir Hartmann, Lexi Hartmann. Was heißt das denn? Weiß ich nicht. Das ist eine nette Familie, die Hartmans. Rapper recyceln jetzt sogar von ihren Kollegen. Die Kontrolle auf der Fahrbahn, schwarzer GTS und wir flüchten vor den Fahndern. Ich verliere die Kontrolle auf der Fahrbahn, weiße AMG, schwarze Lunge und Zigarre. 187, high und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das motherfucking Krokodil, Habibi. Jesus, kinda suspicious. Was habt ihr, Abi? Ist er, der im Lambo und Ferrari sitzt auf die Arabi Money Rich? Wissen, wer der Babo ist? Wissen, wer der Babo ist? Wartest du, mach bloß keine Harekids, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Das hier? SpongeBob Uncut-Version. Vor allem bin ich ein. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Junge. Mosche, Miesmuschel. Ich bin ein Berliner. Ich hole mir einen 20er Chicken Nuggets mit Fisch-Mac-Menü. Big Mac-Menü. Loredana, User not found. Subarashi. Nani? Kein Bucher, was denkst du dir, Alter? Dordon! Lord, Hilfe, bitte. Ich bin ein Kanake und was ich mache, ist kanakisch. Ob sie gefällt oder nicht. Ich kann aber nicht mehr, diese Tage, diesen Horror für mich. Du kleiner Nutten, ich fick dich. Du sagst, Bruder. Ich freue mich so auf das neue FIFA. Ich, seit ich es habe. Okay,
Chill, Junge, chill. Oh, das ist so ein ehrenloser Move von ihm. Er tritt einfach gegen den Sitz im Kino. Belästigt diese Frauen. Und der andere kriegt es ab. Scheiße. Oh. Newcomer übernimmt Twitch. Oh. Der echte erste Dienstag wäre am Sonntag. Nettie, das ergibt keinen Sinn. Dein Gesicht ergibt keinen Sinn. Bruder, sag mal, bin ich wieder frei. Wenn dein Crush deinen Arm berührt. Küsse gehen raus, Küsse gehen raus. Wir gehen rüber von Kennst du dich? Check den gerne aus. Küsse gehen raus. Letzter Meme-Kanal, der nicht ab 18 geschaltet wurde, Alter. Check den aus, kennst du dich? Er hat fast die 10.000 Subs voll. Ballert rein, Junge, ballert rein. Wir gehen rüber von Kennst du nicht zum neuen Video von Tanzverbot. Das haben wir jetzt schon 2 Tage vorgeschlagen bekommen. Tanzverbot. Aber leider haben wir es jetzt verpasst 2 Tage lang. Aber jetzt können wir endlich reingucken. Leute, es geht um vegane Chicken Nuggets. Nuggets aus Pflanzen von Burger King. Schmeckt das? Das will ich auch mal sehen. Ich hab letztens Pizza bestellt von Pizza Hut. Die haben jetzt vegane Pizza auf Madeira. War stabil, ja. Sensenfrau, Küsse. Ich habe heute Geburtstag, wurde 21. Heute singst du für mich. Sensenfrau, Küsse. Ich sing sehr, sehr gerne für dich, Küsse. Ab morgens mit dem Bres wird wild. Küsse, Happy Birthday, Sensenfrau, Küsse. Jo, Leute. Chiara, hab heute Geburtstag, würde mich über ein Ständchen von dir wünschen. Grüße gehen raus an alle, die heute auch Geburtstag haben. Küsse aus Österreich. Chiara, Küsse, auch du natürlich, Happy Birthday und ich singe heute für dich. Double Peace, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meinem Auto. Was ist bei seiner Beleuchtung kaputt gegangen? Ist dein Handy, ist deine Handykamera kaputt oder ist deine Beleuchtung kaputt? Leben aus meinem Alles. Heute tatsächlich mal ein sehr angenehmes und besonderes Video, meiner Meinung nach. Für einige ist es interessant, für andere ist es nicht interessant. Und das Video piepst irgendwie. Und zwar letztens habe ich so chillig auf der Couch gesessen, habe ein bisschen Fernsehen geguckt, mal wieder ein bisschen durchgeguckt, wie sich das Fernsehprogramm verändert hat. Normalerweise gucke ich mir eh nur Dokus oder irgendwelche Kriminalserien oder sowas an, für was anderes ist das Fernsehen nicht mehr zu gebrauchen. Das habe ich dort auch getan, ich weiß nicht mehr genau was. Und da... Oh, auf meinem linken Ohr, es piepst. Nein, was ist denn da los? Ist das diese Lampe, die so piepst? Tut mir leid, dass es so rumpiepst. Mein Leuchtring kann ich dann wegschmeißen. Ah, okay, ist ein Leuchtring. Deswegen sieht es auch alles so komisch irgendwie aus. Naja, egal. Lassen wir uns davon nicht abschütteln. Ich will wissen, wie die veganen Chicken Nuggets von Burger King sind. Ah, kam eine Fernsehwerbung, so wie man sie halt kennt, alle 5 Minuten. und zwar hat Burger King da Werbung gemacht. Ich dachte mir im ersten Moment, geil, Alter, jetzt macht ihr endlich mal ein bisschen Konkurrenz so, weil mich nervt das so, weil Burger King investiert nichts in Werbung. Man sieht die nirgendwo. Man sieht die Filialen, aber die machen nicht die Werbung, die McDonald's macht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch einfach unglaublich wichtig, so für die Sympathie zu einem Produkt, zu einer Firma. Das ist einfach so, weil man so halt näher ist, wenn... Meto, bist du gerade erst dazugekommen? Ich habe genau eben zu dem Thema was gesagt. Spur nochmal zurück, dafür ist es. Küsse. Jackie, Küsse. Wenn etwas nur da ist, wenn man hingeht, dann ist einem das nicht so nah, wie wenn man es einem aufdrängt. Wie McDonald's zum Beispiel mit ihrer Werbung. Es ist immer da, überall. Nicht nur, wenn man da ist, sondern auch im Fernsehen. Überall ist Werbung. So, wisst ihr? Deswegen harmoniere ich mehr mit McDonald's als mit Burger King. Wegen der Werbung? Hab nicht Geburtstag, aber gönn dir trotzdem ein bisschen Money. Danke, Jackie. Und danke, Barbarius und Mel. Küsse. Meine Freundin Celine hat heute Geburtstag. Kannst du sie bitte auf die Liste setzen? Natürlich sehr, sehr gerne. Mel, erstmal vielen Dank. Und Celine, Happy Birthday. Und ich sehe natürlich auch heute für dich. Küsse. Werbepsychologe. Kauf bei mir Werbung bitte. Nein. Und da kam halt folgende Werbung. Ja, wir haben jetzt hier pflanzlich basierende Nuggets im Angebot. Und das hat mich sehr angesprochen. So, ich war so im Halbschlaf. So, dann habe ich nur so pflanzlich basierte Nuggets. Jetzt neu bei Burger King. Und ich so, wow, what the fuck, what's going on? Ich wollte sofort losfahren, aber das ist schon einen Monat her. Aber ich habe es jetzt endlich geschafft, da auch endlich mal hinzugehen. Sollen wir irgendwie einfach Musik anmachen, ob das vielleicht übertönt? Ich versuche mal ganz kurz. Ich würde das Video gerne genießen, aber mit diesen Piepsen, das macht mich wahnsinnig, wirklich, ich bin da ganz empfindlich. Ich glaube, Tanzbo ist da selber sehr empfindlich, der ist ja auch so empfindlich auf Geräusche und mich macht es doch gerade wahnsinnig. Ich mache mal irgendwas Entspanntes an, Jazz. Wenn Musik im Hintergrund ist, meistens übertönt das alles. Hallo, Ladegerät, kannst du vielleicht mal ausgehen, wenn ich hier mein Video anmache? Nee, es bringt nichts. Das Piepsen ist so penetrant. Oh nein! Musik übertönt so ein bisschen Rauschen, aber
das Piepsen, ach scheiße, egal. Ich möchte jetzt wissen, was mit den Chicken Nuggets ist. Let's go. Das habe ich jetzt getan. Das Ganze ist tatsächlich relativ kostspielig, finde ich interessant. Und zwar bezahlt man für 9 Nuggets, also für 9 pflanzlich basierende Nuggets bezahlt man 4,99 €. Oha, wie viel kosten die normalen bei Burger King? Das ist ja, finde ich, schon sehr teuer. 5 Euro für 9 Stück? Digga, von 9 Nuggets wird doch kein Mensch satt. Was soll das? Das ist Wucher. Real Night Day. Küsse, habt ihr was auf Twitter unter deinem neuesten Beitrag geschrieben? Hast am 27. gesagt, dass du auf etwas reagierst. Danke für die Streams. Real Night Day, Küsse. Schau ich rein. Küsse. Für 9 Stück. Das ist schon krass, wenn man überlegt, dass Zucht ja wahrscheinlich kostenintensiver ist als das, was sie hier machen. Larry, ich habe sie hier neben mir. Und Leute, ob ihr mir das glaubt oder nicht, ich habe die entgegengenommen und ich dachte mir, der Typ hat mich falsch verstanden, weil ich muss auch sagen, es gibt einfach nichts, es gibt nichts Unangenehmeres, als bei Burger King zu bestellen. Die sind immer unfreundlich. Und das ist jetzt nicht, ich mag Burger King, ich mag die Burger und ich würde auch gerne mal, dass zwischen McDonald's und Burger King so eine größere Konkurrenz besteht, so dass beide irgendwie immer so sich hören. So wie im Krieg, weißt du, so dieses Wettrüsten, so dass die halt immer geilere Produkte raushauen, weil die sich halt gegenseitig beefen so. Ich meine, die beefen sich auch, aber McDonald's ist ja Gewinner. So und dieses Personal bei Burger King, das ist so. Ich habe den Trick herausgefunden, Leute. Macht euer linkes Ohr, falls ihr Kopfhörer habt, macht euer linkes Ohr raus. Weil das Piepsen ist nur auf dem linken Ohr. Oftmals so. Das Piepsen ist nur auf dem linken Ohr. Macht einfach das linke Ohr weg. Schlecht gelaunt und versteht meine Sprache nicht. Ich bin da gerade rangegangen an den und ich sag denen, ja, ich möchte diese Pflanze. Was? Und ich werde so angeschrien. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Ey, das hättet ihr sehen müssen. Wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs gewesen wäre, wir hätten uns totgelacht. Die hat nichts verstanden und hat mich die ganze Zeit angeschrien. Also, die hat es nicht böse gemeint, aber die war so laut gewesen. Massiv Küsse. Na, ist auch egal. Hier sind sie auf jeden Fall. Ich habe die entgegengenommen und die riechen wie richtige Nuggets. Die riechen wie ganz normale Nuggets. Und ich denke mir so, oh, ja, krass. Also, ich bin so. Ja, wonach riechen Nuggets? So nach dieser frittierten Panade und Kruste. Riecht man wirklich Hühnchen daraus, ist die Frage. Ich glaube, den Geruch kann man relativ gut nachstellen. Aber ist schon mal gut, ja. Für die Leute, die gerne Nuggets essen, aber trotzdem vielleicht mal ab und zu mal auf pflanzliche Alternativen wechseln wollen, für Flexitarier, ist doch mal eine ganz gute Sache. Okay, also ich lüge euch nicht an, ihr seht hier steht auch Plant-Based Nuggets. Plant-Based, let's go. Ich bin gespannt. Ich wusste gar nicht, dass Burger King vegane Nuggets hat, wusste ich nicht mal. Schau mal im Hintergrund. Hier im Hintergrund ist McDonald's, ne? Ich denke, das ist wahrscheinlich so eine Raststätte, wo ein McDonald's und oder so ein Parkplatz, wo McDonald's und Burger King zusammen drauf ist. Ist ja oft so, dass diese Fastfood-Restaurants auf beiden sind. Kein Problem bei mir, hab schon Tinnitus, Hopi und Küsse und krass. Marie, die Nuggets sind, wenn man es genau nimmt, nicht zu 100% vegan, werden im selben Öl frittiert wie die normalen. Aha, interessant, gut zu wissen. Ich der Meinung, aber ist bei Burger King ja auch bei dem Burger so. Der Burger ist ja auch nicht vegan, weil der auf diesem gleichen Grill-Ding durchläuft wie die Fleischburger, ne? Dass sie mich nicht verstanden. Larry. Ich hab dir auch gerade schon Danke gesagt, Bruder, wenn du jetzt anfängst zu spammen, kriegst du einen Bann. Hat und mir einfach normale Nuggets gegeben hat und dann habe ich die Tüte aufgemacht und dann steht ja wirklich Plant-Based Nuggets. Und das finde ich. Küsse. Hier, riech mal. Und das finde ich krass. Also die riechen 1:1 wie Nuggets. Also vielleicht machen die das in derselben Fritteuse. Ich denke nicht, dass sie das so beworben haben, oh hier, healthy, auch Vegane können das essen. Ich glaube, die werden das in derselben Fritteuse machen und das wird wahrscheinlich, also vermute ich mal, ich bin kein Experte auf dem Fritteusengebiet, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass einfach dasselbe Fett da dran ist und das deshalb wahrscheinlich erstmal schon mal so riecht. Und aussehen tut er genauso. Also es überbelichtet gerade ein bisschen leider, aber ich habe hier so ein Set. Das Pieps ist weg! Das Pieps ist weg, es hatte jemand im Chat geschrieben, das Pieps ist jetzt weg. Oh, es ist richtig. Elfi-Ringlicht drauf. Pieps ist weg. Oh, mashallah, das Pieps ist weg. Weil sonst ist nachts immer. Okay, jetzt können wir das Video genießen. Oh, jetzt können wir das Video genießen. Hört ihr mit dem Licht, weil ich habe nur so. Nein, dunkle, es fängt wieder an zu piepsen. Ist so dunkle Glühbirnen drin und das bringt halt nichts. Aber an sich sieht der erstmal schon mal gleich aus. Ich schwöre. Es piepst wieder, wir müssen. Ja. Euch. Also, na gut, wenn ich jetzt direkt rangehe, dann rieche ich schon was eher pflanzlich. Mach einfach linkes Ohr zu, Alter. Nicht was. Das muss ich sagen. Ja, aber so rein von dem ausströmenden Geruch, so von Weitem riecht das wie ein normaler Nugget und das ist krass. Und deswegen werde ich den jetzt einfach mal mit euch aufmachen, um zu gucken. Ich habe die noch nie gegessen in meinem Leben, ich habe die nur von der Werbung gesehen. Ich habe die auch noch nie gegessen, die gibt's auf Madeira noch nicht. So, und jetzt werden wir mal gucken, wie sich das Ganze von innen verhält. Okay, Konsistenz ist ein bisschen härter. Alter, das sieht, was ist das denn? Das sieht, hä? Ich schwöre euch Leute, das sieht 1:1 aus wie ein Nugget. Die Sache ist die, was ist ein Nugget? Ein Nugget ist Fleischbrei in Form gepresst und dann in die Fritteuse geschmissen. Also was kann man einfacher nachbauen als Matsche? Also Nuggets sind ja eigentlich nur Matsche und Brei. Das ist ja kein Flügel von einem Tier oder keine Keule oder irgendwas. Das ist ja einfach nur schon zerpresstes Matschessen. So, das kann man relativ gut nachbauen. Ich denke, das ist jetzt nicht so überraschend, dass es genauso aussieht, weil es sieht jetzt auch nicht aus wie ein Tier oder so. Oder wie ein Teil von einem Tier, deswegen wundert mich das nicht, aber ist ja schon mal gut. Also er ist schon mal verwundert, dass es so ähnlich ist, ja. Die Sensenfrau, Küsse. Wirst du
mal bitte eine Kollektion von Longboards machen, please. Ob sowas in Zukunft wieder ist, weiß ich noch nicht, ist aktuell noch nicht in Planung. Aber mal gucken. M.A. Lee, Küsse. Es tut mir leid, dass ich jetzt frage, war nicht von Anfang dabei. Ist Among Us heute mit Zuschauern oder mit Kollegen? Mit Kollegen ist heute Among Us, genau, mit anderen Streamern. Ist schon eine neue Gruppe und ich join da gleich zu. Aber man riecht einen leichten Unterschied, glaube ich. Das muss ich jetzt erstmal sagen. Ich bin jetzt der Meinung gewesen, weil die haben in der Werbung gesagt, sie werden keinen Unterschied schmecken. Ich wollte dieses Produkt auseinandernehmen. Ich wollte zu Burger King gehen und ich dachte mir, ja, die machen. Jetzt muss ich die Werbung mir mal angucken. Wenn die ganze Zeit davon in dieser Burger King Werbung gesprochen wird, muss ich einmal die Werbung angucken. Also, Burger King pflanzliche Nuggets Werbung. Wo ist die Werbung? Wo ist die Werbung? Die sind nicht vegan. Oha. Ich dachte, Philipp wäre vegan. Er testet sie trotzdem, obwohl sie nicht vegan sind. Junge, kann man nicht die Werbung irgendwo sehen? Oh, Burger King, Werbung, Nuggets. Nee, das ist die vor 7 Jahren. Bar, how it's made, McDonald's Chicken Nuggets. Guckt euch das Thumbnail an. Scheiße, ich weiß nicht, ob die. Nee, die Werbung. Hä, normalerweise wird doch immer auf YouTube alles hochgeladen. Doch, warte, ist das? Oh, das ist es, ist das die Werbung? Das ist die Werbung, oder? Ja, ist die Werbung. Oh, okay. Hi. Seitdem wir unsere Plant-Based Nuggets anbieten, haben wir eine Menge unterschiedlicher Reaktionen bekommen. Einige finden das richtig gut, wieder andere finden das so richtig. Aber wer von euch hat denn jetzt bitte schön recht? Schmecken die pflanzenbasierten Nuggets genauso gut wie die King Nuggets? Ich glaube, es gibt nur einen, der das unvoreingenommen beurteilen kann. Die Feuchtgebiete Nordamerikas. Hier heißt es, fressen oder gefressen werden. Einer dominiert dieses Spiel wie kein anderer. Dionea muscipula, eine fleischfressende Pflanze. Ihr hungriges Maul schnappt blitzschnell zu. Oh mein Gott, unnötig. Eins dieser Exemplare haben wir jetzt hier. Und das. Man kann der fleischfressenden Pflanze auch Smarties in den Mund drücken. Oh Gott. Werden wir jetzt füttern. Hier haben wir ein leckeres Stück Plant-Based Nugget und hier das hungrige Maul unseres Jägers. Und schnapp! Jetzt werden wir sehen, ob er es wieder ausspuckt oder es tatsächlich als fleischige Beute verdaut, was in der Regel 9 Tage dauert. Tatsächlich, unser kleiner Freund hier hat keinen Unterschied zwischen echter Beute und unseren Plant-Based Nuggets gemacht. Ist der Pflanze doch scheißegal, Alter. Die Pflanze will einfach nur Proteine, Alter. Scheint ihm wohl geschmeckt zu haben. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, der probiert sie am besten selbst. Ist das die Werbung? Gibt es da noch mehr Werbung von? Weil Tanzwort hat gesagt, die schmecken genau, also der hat in der Werbung, haben die gesagt, schmeckt genau gleich. Wir gucken mal kurz Burger King Deutschland. Gibt's noch mehr? Mach King zu Hause. King, ja, es ist die einzige Plant-Based. Also, ich will ja nicht haten, ne? Ich will ja nicht haten. Aber diese Werbung war so unnötig. Digga, die Werbung war so unnötig, aber naja. Okay, wir schauen rein, was Tanzwort sagt. Let's go. Digga, was ist... So, was ist mit Fleischfresser Pflanze? Habt ihr schon mal von Slivki Show? Double Piece. Habt ihr schon mal von Slivki Show gesehen? Slivki Show fleischfressende Pflanze. Der gibt denen so Smarties und sowas. Und der gibt denen alle möglichen Tic-Tac und sowas. Der hat so ein Video gemacht, wo er denen einfach irgendwelche Süßigkeiten gibt. Die essen alles, das ist denen scheißegal, die verdauen es einfach. Die haben einfach so eine Säure, mit denen die es zersetzen. Hier. Was gibt er ihnen so? Da gibt er ein Stück Salami, okay. Da gibt er ihnen noch hier so ein Bonbon. Fein, sie hat's verschluckt. Die isst alles, das ist denen scheißegal. Das ist ja so eine unnötige Werbung, Alter. Die isst einfach alles, die scheiß Pflanze. Machen die Werbeslogan, das schmeckt genau wie Fleisch. Pflanzliche Produkte werden niemals so schmecken wie Fleisch. Vielleicht irgendwann in 10 Jahren, wenn die endlich so fortschrittlich sind und mit Geschmacksverstärkern das alles so hinkonzipieren können, dass es auf einmal schmeckt wie, oh Leute, das Rind. Oh, das schmeckt wie gutes Rind, so wisst ihr. Und deswegen dachte ich, aber vom Geruch her, vom äußeren Erscheinungsbild haben die das ja überkrass hinbekommen. Wir dürfen nicht vergessen, ich halte hier gerade kein totes Hühnchen in der Hand, sondern tote Pflanzen. Das ist schon mal ein guter Punkt, muss man sagen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Einfach abgeschnitten, so, die haben auch ein Leben geführt. So, aber das ist ja, das ist heute akzeptiert. Einfach Pflanzen töten fürs Essen, für den Eigenbedarf. Ja, in Ordnung. Ich werde jetzt das aller...
Das war's mit dem Nugget, Alter. Ich werde jetzt das allererste Mal in pflanzlich basierte Nugget. Ich finde die Werbung stark, für das es hier reichen soll. Ja, Dontello, ich sag mal so, ich finde die Werbung nicht schlecht gemacht. Sie ist lustig gemacht, so als Gag. Aber dass man da fleischfressende Pflanze irgendwas gibt, um so zu tun, als würde die den Unterschied schmecken, ist halt, das ist halt übel unnötig, finde ich. Weil die Pflanze schmeckt keinen Unterschied. Nuggets essen, die 5 Euro gekostet haben für 9 Stück, das ist wirklich ein brachialer Preis. Also die Industrie will einfach nicht, dass man auf pflanzliche Produkte irgendwie zurückgreift, sondern man soll weiter Tiere essen, weil da bestehen diese Zuchtsysteme einfach schon. Ich werde jetzt das allererste Mal reinbeißen und ich bin mega gespannt. Ich habe übertriebenen Hunger, ich habe extra davor nichts gegessen, damit der Geschmack nicht verfälscht wird und ich bin gespannt. Ich habe Angst. Aber hat sich gut knusprig angehört, muss ich sagen. Hat sich gut knusprig angehört. Das ist krass. Das ist krass. Man hat nicht dasselbe. Man hat nicht dasselbe Empfinden, wie wenn man in Fleisch beißt. Das ist irgendwie ein bisschen in Anführungszeichen zarter. Ich weiß, das ist ja keine gute Qualität, die Nuggets in Fastfood-Restaurants oder sowas. Aber Alter, also leicht, einen ganz leichten anderen Unterschied hat das. Aber Alter, das schmeckt wie Nugget. Ich erwähne hier nochmal, das sind pflanzlich basierte Nuggets. Das ist kein Fleisch. Ich liebe das, ey, wenn Tanzi dann in diesem Moment so diesen Feinschmecker raushängen lässt. Wenn man die in den Mund zerkaut und der anfänglich erste Geschmack, der im Mund kommt, der schmeckt leicht anders, pflanzlich. Also der hat schon so dieses, der hat so diesen veganen Touch irgendwie. So man, dieser Anfangsgeschmack, der ist so, oh nee, gar keinen Bock, ich will ausspucken. Aber dann legt sich das und auf. Denke ich mir bei jedem Essen, was ich esse, oh nee, schon wieder vegane, gar keinen Bock, ich will ausspucken. Immer schmeckt das wie Nugget. Aber manchmal esse ich mir einfach Fleisch dann. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe mich jetzt einfach nur auf die Werbung verlassen und hier steht ja auch pflanzlich basierter Nugget. Leute, ich finde das überkrank. Ich bin wirklich mit der Meinung, ich bin zum Burger King gegangen. Ich habe gedacht, ich werde die jetzt hier übel zerreißen, weil die schon wieder ihre Leute verarschen hier in der Werbung. Aber das schmeckt wie Nugget. Es ist kein Hühnchenfleisch. Es ist pflanzlich basiert und das schmeckt wie ein Nugget. Und ich bin jemand, ich will eigentlich nicht auf Fleisch verzichten. Ich sag mir, wenn es irgendwann genug Ersatzprodukte gibt, die mir trotzdem diesen Geschmack von Fleisch geben können, dann gerne. So, ich mag es auch nicht, diesen Gedanken, dass ich weiß, dass wir für Tiere sterben. Finde ich nicht toll. Ich bin zu faul, was zu ändern. So, also, wisst ihr, ja, es ist egoistisch, weiß ich, aber so ist die Gesellschaft halt zu 80% immer noch. Aber das ist krank. Zu 95% würde ich eher sagen. Das ist krank. Ich bin Fleischliebhaber. Ich fresse zu viel Fleisch. Ich esse sehr, sehr viel Fleisch. Aber das ist krank. Damit hätte ich niemals gerechnet, wo ich diese Werbung gesehen habe, dass das... Es schmeckt nicht 1:1. Es schmeckt nicht zu 100% gleich. Aber es schmeckt zu 70-80% gleich. Und das ist krass. Und dafür gibt's von mir 5 Doppelpieces, Alter. 5 Doppelpieces. Ich weiß, dieses Bewertungssystem habe ich jetzt neu eingeführt. 5. Das ist einfach direkt ein neues Bewertungssystem. Oh mein Gott, da fällt mir was ein. Ist mal eine andere Frage. Aber würdest du mal mit Domtendo Among Us zocken, wenn er wollen würde? By the way, grüß Domtendo. Ja, wo gerade der Domtendo im Chat ist. Ich würde mit Domtendo vieles gerne zusammen zocken. Ich mag ihn sehr gerne. Er ist auch öfters im Stream. Schau auch öfters mal wieder rein. Und ich freue mich immer, wenn er da ist. Und ja, gerne. Küsse auf sein Auge auf jeden Fall. Küsse, Küsse, Küsse. 5 Doppelpieces ist das Höchste, aber das ist krank. Weil ich habe noch nie etwas Veganes gegessen, was mich so sehr anspricht und so schmeckt wie der böse Gegensatz. Also das fleischliche Produkt dazu. Alter, holt euch die mal. Oder sowas. Keine Ahnung. Ist keine Kooperation oder sowas. Keine Ahnung. Burger King lässt ja auch nichts mit sich machen. Obwohl das ist einfach so eine Schleichwerbung. Tanzwort bekommt für diese Aktion 100.000 Euro. Ich das schon lustig finden würde, da, nachdem mich McDonald's so abgewiesen hat. So, du bist uns nicht family-friendly genug. Burger King, let's go. Das ist krank. Also Leute... Wirklich, das gibt von mir 5 Doppelpieces, das schmeckt überkrank. Es schmeckt nicht 1:1 wie Fleisch, aber wir sind ja noch in der Anfangszeit des Vegan-Seins so, oder des fleischlichen Ersatzproduktes-mäßiges. Geben wir den ganzen Sachen noch 5 Jahre, dann schmeckt die Scheiße 1:1 so. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist krank. Das ist krank. Es schmeckt gut. Ich würde es mir wiederholen. Und der Hintergedanke, dass du hier kein Tier isst, macht es nochmal besser. Also, wie gesagt, ich esse ja nicht gerne Tier. Ich mag den Geschmack, aber ich finde den Gedanken nicht geil, dass er für ein Tier stirbt. Das ist krank. Okay, damit beende ich dieses Video auch. Dankeschön fürs Zusehen. Geil, 5 Doppelpieces und over and out. Ja, interessant. Also ich habe auch gedacht, er wird es eher zerreißen. Ich dachte auch eher, er wird wahrscheinlich eher sowas sagen wie, jo, schmeckt überhaupt nicht so. Aber krass, dass es dann wirklich ihm sehr, sehr ähnlich schmeckt. Finde ich krass. Lynx, ja, wenn wir uns mal besser kennenlernen.
spricht nichts dagegen, aber du hast nicht mein Profilbild und ich habe noch nie mit dir gesprochen. Deswegen würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eher sagen, nein. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ne? So, wir gehen rüber. What the fuck? Also einfach Nuggets aus Pflanzen schmecken Tanzwut. Das finde ich eine nice Sache. Also die Sache ist, viele fragen mich immer, was denkst du denn über so Sachen wie Burger King, McDonald's, wenn die vegane Sachen anbieten? Also ich kann euch Folgendes kurz mal dazu sagen. Ich finde der vegane Burger von McDonald's, dieser McVegan, ich habe den noch nie probiert, aber ich finde, der ist einfach mega lieblos hingerotzt. Da ist nicht mal eine vernünftige Soße. Weißt du, die hätten eine richtig schöne vegane Big Mac Soße machen können oder sowas. Irgendwie so eine klassische McDonald's Soße, aber in vegan. Nee, was machen die? Die machen einen McVegan und machen Ketchup drauf. Das war's. Auf dem McVegan ist einfach nur Ketchup drauf. Wow. Wie können wir es noch trockener machen, damit die Leute denken, dass veganes Essen einfach nur scheiß schmeckt? Och, wir machen einfach einen Burger ohne Soße und machen Klecks Ketchup drauf. Hey, mega gute Idee, dann schmeckt alles einfach nur scheiße. Geil. Ja, so ist Kacke, weißt du? Aber wenn die wirklich gute Produkte machen, wie zum Beispiel Sachen, die dann den Leuten auch schmecken, finde ich es gut, weil auch wenn es trotzdem ungesund ist, weil es trotzdem Fastfood ist und fettig wie Sau ist, scheißegal, es ist trotzdem eine gute Entwicklung, weil weniger Tiere müssen geschlachtet werden und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde es immer gut, wenn Großunternehmen auf vegan umsteigen. Ich bin trotzdem nicht so, dass ich jetzt irgendwie dann plötzlich so viel davon essen müsste oder kaufen müsste oder so. Aber ich finde es immer eine gute Sache. Ja? Ich finde es immer eine gute Sache. Aber ich sage euch eine Sache. Wenn ihr mal einen richtig guten veganen Burger essen wollt, dann geht nicht zu Burger King oder McDonald's, dann geht es in ein richtig gutes Burger-Restaurant, wo es halt vegane Burger gibt. Und da gibt es wirklich richtig gute vegane Burger, wenn ihr jetzt eine gute Bewertung habt. Schaut einfach bei whatever, wie heißt diese, guckt einfach auf Google-Bewertungen, was für ein Restaurant in eurer Nähe eine gute Bewertung hat. Burger-Restaurant, Chocuzel. Was auch eine Kette ist, die ganz, ganz stabil ist in Deutschland, kann man sagen, ist Hans im Glück im Süden und Peter Pane im Norden. Das sind so zwei Ketten, die sind sehr ähnlich. Früher war es eins, dann haben die sich auseinandergetrennt und jetzt sind es zwei. Im Norden heißt sie jetzt Peter Pane, im Süden heißt sie Hans im Glück. Manche von euch kennen das vielleicht, weil es gibt es in vielen größeren Städten, Hans im Glück oder Peter Pane. Die haben auch vegane Burger im Angebot und die sind auch schon ganz solide. Ich finde die Burger von denen nicht überragend, aber die sind schon ganz gut. Aber so richtig geile vegane Burger, wenn ihr so einen findet, dann wisst ihr, das ist halt wild. Ja? Stabile Kette, aber trotzdem auf jeden Fall. Die Pommes von denen sind sehr lecker. So. Wir gehen rüber zu Varion, dem kleinen Rabauken. Let's go. Und dann gehen wir rüber zu Among Us. Vielleicht schauen wir danach noch ein paar Sachen. Wir haben noch so viel auf der Liste, aber wir gucken jetzt erstmal. Wenn man seinen Großeltern das Internet erklärt, so. Ja, das kann ich nicht. Immer wieder, wenn ich mal bei einer Oma bin und die fragt, was machst du denn so beruflich? Dann sage ich immer, ja, sowas wie eine Fernsehshow, aber für Leute im Internet. Das fragst du jedes Mal wieder neu. Internet sollte jetzt funktionieren. Das aber ist sehr lieb, mein Kind. Danke. Keine Ahnung, was wir mit so einem Blödsinn sollen. Harald, das brauchen wir, um mit der Welt zu. Oh, wir müssen den Timer runterstellen. So. So, Internet sollte jetzt funktionieren. Das aber ist sehr lieb, mein Kind. Danke. Keine Ahnung, was wir mit so einem Blödsinn sollen. Harald, das brauchen wir, um mit der Welt zu kommunizieren, Mensch. Ich bin froh, wenn wir beide mal nicht schnacken müssen. Was war das? Ja, weil es im Angebot steht hier. Kind, wie genau funktioniert das denn? Was genau meinst du denn, Oma? Also, das ist jetzt hier das weltweite. Sieglinde, das ist eine Fernbedienung. Also, ich habe jetzt euren Smart TV einfach mit dem Internet verbunden. Ja, okay. Jetzt könnt ihr dann Online-Streaming einfach auf dem Fernsehen gucken. Aber Fernsehgarten auch noch, das oder? Das läuft doch im TV. Kind, oder? Sag nicht, du hast das jetzt gelöscht. Bloß nicht, dann geht sie mir noch mehr auf den. Oh nein, das ist gelöscht. Wie soll es das Leuten erklären, Alter? Wie soll es das Leuten erklären, die gar keine Verknüpfungspunkte mit dem Internet haben? Piss, wenn sie keinen Fernsehgarten gucken können. Was war das? Kann ich denn jetzt auch online gehen mit meinem Telefon? Ja, kannst du auch. Aber nicht, dass ich dann aus Versehen auf schmutzigen Seiten lande irgendwie. Schmutziger als die Küche kann das ja nicht sein. Du gehst einfach auf das Weltzeichen bei deinem Handy und dann kannst du einfach was bei Google eintippen. Das sollte gehen. Und was darf ich jetzt nicht drücken, damit ich nicht das Internet lösche? Löschen kannst du das Internet eh nicht. Das ist bestimmt irgendeine schwarze Magie-Scheiße. Dreh uns da nichts mit dem Teufel an, Bengel. Opa, das normale Internet, das ist nichts mit schwarzer Magie. Kind, was genau google ich denn da? Und was du schon immer mal wissen oder lernen wolltest. Du kannst ja mal gute Kochrezepte googeln. Was war das? Doch, dieses Wochenende ist Live-Gesang mit Band im Park. Ja, weiß ja, was für ein Schwachsinn ich mir nicht angucken will. Aber gut ist es vor allem, weil wir da mal auf WhatsApp schreiben können. Ne? WhatsApp, was ist das? Das ist so eine App, mit der wir schreiben, telefonieren oder auch Sprachmemos austauschen können. Und warum sollten wir das machen? Also, weil wir mal vielleicht eine längere Zeit nicht reden können und dann vermisst du mich oder so? Du überschätzt dich mal nicht, Bengel. Du meldest dich doch sowieso nur, wenn du Geld oder irgendwas brauchst. Ey, Opa, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch bestimmt alles teuer, oder nicht? Nee, ihr habt eine Flatrate. Du meinst eine Flatrate mit dem Hexer? Opa, wie oft denn noch? Das ist wirklich nichts Gefährliches. Nachher werden wir noch verflucht, du. Ich sehe das schon. Hast du denn auch Internet zu Hause? Ich habe auch Internet zu Hause, natürlich. Oma. Und was genau machst du dann immer bestimmt so? Lässt er zu Hause gar nicht mehr seine Hand vorm Eisen mit diesem Schmuddelnetz hier, du. Ich
guck halt Filme. Was für Filme wollen wir gar nicht erst wissen? Serien gucke ich da und ich spiele. Lol, Petküsse. Ich spiele halt online. Süchtig nach Glücksspielen bist du auch noch, Kind. Aber ich meinte, dass. Wie man immer Varian oder seinen Bruder im Spiegel sieht. Ich halt Videospiele spiele. Kannst du uns das auch einrichten, dass wir Filme gucken können? Aber jugendfreie Filme, hast du mich verstanden? Oma, das ist eigentlich ganz einfach. Du gehst nur auf Quelle und dann hast du da eigentlich schon direkt alles aufgelistet. Okay, aber das kostet dann auch nichts. Ich habe schon alles für ein Jahr bezahlt. Also ihr könnt jetzt erstmal entspannt ein Jahr gucken. Ja, ja, nachher stehen die Geldantreiber vor unserer Tür, weil du nicht bezahlt hast. So ist klar. Und dieses Netflix and Chill Kind, wo finde ich das? Oma? Was ist da los? Schmutziger als die Küche kann das ja nicht sein. Stark, stark, stark. Grüße geht raus an Varian. Wenn die Oma mal wieder Netflix und Chill vorschlägt, dann muss man ganz schnell los, Alter. Nice Koop mit Sturmwaffel. Okay, Leute. Wir gehen jetzt rüber. Meine Oma, meine Großeltern haben nie so geredet. Ja, meine auch nicht genau so, aber man erkennt schon Parallelen. Wir gehen jetzt rüber zu... Wir gehen jetzt rüber zu Among Us und gucken mal, wie weit die ineinander mit der Runde sind. Ich glaube aber nicht, dass jemand anderes jemanden killen würde, während ein Admin jemand an der Aufgabe steht, weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass die Person, die an der Aufgabe steht. Ja, rein man kann auch von Admin wegwenden, ne? Man kann von Admin wegwenden. Ich habe abgevotet. Seid ihr gerade? Ah, ihr seid gerade noch im Voting? Okay. Oh, Unge, bitte! Ja, ich würde Reason auch gewalten. Ja, ich glaube, okay, so. Sie sind gerade am Voten, Alter, am Voten! So, dann kann ich mal ganz schnell Pipi machen gehen. Aber ganz schnell. Du. Wo ist mein schwarzer Balken? Da. Hä? Ach, den gibt's nicht mehr, den schwarzen Balken. Verdammt! Ich brauch wieder einen... Ah, verdammt! Hä? Ah, da ist er ja! Da ist er ja, der schwarze Balken. Jawoll, da habe ich ihn wieder. Zack, ich habe meinen Desktop aufgeräumt, deswegen ist er weg. So, ich mache mal ganz kurz alles ready. Ich gehe mal ganz schnell Pipi machen. Bin sofort bei euch. Und dann geht's los mit Among Us. Ich bin sofort da. Eine Sekunde, Leute.
Sorry, Leute, ich war noch gemutet. Ich habe nur gesagt, ich habe schon mal Thumbnail reingemacht und alles. Jetzt geht's los. Ich schau mal ganz kurz nur, ob ich alles wirklich verdecke, ob der schwarze Balken am richtigen Ort ist. Ich gehe mal einfach in Public Game rein. Gehe mal einfach, keine Ahnung, ich gehe einfach mal hier rein. So, der Code ist verdeckt, perfekt. Der Code ist verdeckt, dann kann ich hier rausgehen. Sehr gut. Ich könnte noch was machen, ich könnte noch auf dem schwarzen Block, könnte ich auch was reinschreiben. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Ah, okay. Sekunde. So. Unge.tv. Noch ein bisschen hier runter machen. Mal ganz kurz Monitor weg. Scheiße, ich. Auch weil es so dunkel ist, sehe ich hier nicht, ob es richtig mittig, ob es richtig drauf ist. Ach so, hässlich. Haben wir schöne Schrift? Ah, wir haben irgendwo schöne Schrift. Eine Sekunde. Wir haben irgendwo schöne Schrift. Eine Sekunde, ich suche mal kurz, ob wir irgendwo schöne Schrift haben. Weil in Werbung ist auch eine schöne Schrift, oder? Ja, die Werbeschrift ist auf jeden Fall schöner. Die nehme ich, kopiere ich mir hier rein und nehme diese Schrift, das ist Adriana. Ja, das schreibe ich hier unge.tv. Sehr gut. Machen wir auch ein bisschen auf hübsch hier. So, um den Code zu verdecken. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie es genau in der Mitte ist. Das werde ich gleich sehen. Passt. Sollte aber so. Sollte ungefähr passen. Ich gehe nochmal kurz in irgendein Public Game, solange die anderen nicht durch sind. Gehe in irgendein kleines Game, solange die anderen nicht durch sind. Dann kann ich besser gucken. Aha. Ja. So, jetzt hier ein bisschen. Was? Wie starten? Ich will nicht starten. Will ich starten? Warum startest du einfach, wenn 5 Leute drin sind? Chill mal deine Base, Alter. Chill mal deine Base. Ich will eine kleine Runde, wo hier eine Person drin ist. Hier. So, ich will einfach meine Ruhe hier. So. Nicht einfach irgendwas starten. So. Ein bisschen kleiner machen. So. Ja, ungefähr. Ungefähr so passt das, würde ich sagen, oder? So ungefähr passt das. So verdeckt das den Code und so ist alles gut. Okay. Perfekt. So, jetzt müssen wir noch auf die anderen warten, dann können wir loslegen. Ja, das Problem ist, wenn ich meine Partner, also es wurde gerade vorgeschlagen, ob ich meine Partner hinpacke. Das Problem ist, dann kommt Creator Code um und das hat einen transparenten Hintergrund. Das wird nicht verdecken, das ist das Problem. Und ich glaube, bei Razer ist auch der Hintergrund transparent. Deswegen, nur Medion hat einen blauen Block. Deswegen bringt es nichts, die Partner dahin zu machen. Deswegen muss ich einen schwarzen Block dahin machen. So. Das die war Low Engine halt. Ja, die war Low Engine, okay, gut. Maybe ist auch Kevin. Nein, Digga, es ist einfach nur verbuggt bei mir. Wahrscheinlich einfach die. Oh Gott, ich glaube, smarte Takt, vielleicht ist jetzt alles schon wieder mal Screenshot. so wie Daddy, Alter. Ist ohne Kevin raus. Nein, das war Tony bei mir. Ist ohne Kevin raus. Wie viele Leute leben noch? Okay. Junge, nerv nicht! Junge, Revi, du wirst das erst sterben. Muten. Revi direkt mal muten, den kleinen Bengel. Der ist mir viel zu frech mal wieder. So, 3 Leute leben noch. Let's go! Let's go! Ach, was denn nun schon wieder? Jungs, bei mir ist alles glitchy. Hab also, auch alle auf Emergency Meeting macht Revi. Ja, ich hab die Trimax-Taktik jetzt einfach mal gemacht. Oh, Revi, komm. Dafür worten wir Revi raus, oder? Ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Hä, warum Revi jetzt rausgeworfen? Nein, ich bin nicht Revi raus. Es gibt, Junge, mein ganzer Screenshot. Perfekt, die worten Revi raus, das hat er verdient. Okay, noch 2 Leute, 2, dann können wir loslegen. D, 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 D,
Den Berge-Kurzfilm können wir gleich später auch reinschauen. Aber jetzt nichts mehr reinschauen. Rewe kann froh sein, auf der sein nach seinem letzten Gameplay. So ist es geil. Rewe, Auszeit. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell Auszeit für Rewe. Among Us. Ich brauche ein gutes Among Us-Meme. Among Us. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist schön, das sieht süß aus. So. Ich guck mal kurz, eine Sache kann ich euch mal kurz testen, und zwar meine andere Facecam. Die ist genauso groß, okay, und die Facecam hier, die ist größer. Ich bereite noch die große Facecam nochmal vor, falls wir gleich zur großen Facecam switchen. Vielleicht verdeckt die große Facecam nicht zu viel, ich passe sie einmal kurz hier vor. Der große Facecam-Rahmen. Und das große Partnerlogo. So. Machen wir die kleine Facecam mal kurz aus. Ich weiß, ob die große Facecam zu viel vom Bild einnimmt. Das ist die normale ungespielt Größe. Wenn die zu viel vom Bild einnimmt, wechseln wir zu klein. Wir haben jetzt beide bereit. Wir haben jetzt beide bereit. Ich muss kurz die Partner hier vernünftig anordnen. So sollte es. Ne, noch ein kleines. Kleinticken höher. Okay. Ich wollte nur Danke sagen. Einfach mal Danke sagen. Okay. Du hast mich einfach wechselt, weil du dir nicht mal meinen Kranken brauchst. Wie viele Abonnenten? Ich hab auch gerade dran gedacht. Wie viele Abonnenten? Ich glaube, die Arme sind durch. Ich werde mal rein versuchen, rein zu connecten. Hey, Leute, lass mal Retalk mit mehr Tasks auch ein bisschen spielen, oder? Was sind ein bisschen wenige Tasks, oder? Jo, ist schon Platz? Jo. Europe oder NA? Europe. Madeira. Ich will ein bisschen reingönnen noch mit den Tasks. Junge, immer diesen Gag gebracht hat, Europe Unge. Oder NA. Revi hat gesagt, du wolltest die Insel aufkaufen. Löscht euch. Das war falsch. Ey, das Ding ist, ich werde wirklich nie im Poster. Ich war Go, go. Crewmate. Imposter? Ja, Revi, ich auch nicht. Sehr guter Imposter, Junge. Aber wir spielen jetzt schon seit 16 Uhr und ich war noch nicht einmal. In 5 Stunden. 16 Uhr? Ja, wir haben vorher noch ein bisschen geübt. Wir haben so E-Sport. Let's go! Wir haben so einen Plan gegründet, Romator und ich. Revi, wie alt bist du? Geistig oder körperlich? Körperlich? Körperlich 38, geistig 7. Oh no, das ist 38, in welcher Welt lebst du, Junge? Kurze Info zu meinem Chat. Ich mache die Facecam extra hier unten hin. Ich weiß, der Button zum Killen und so ist nicht da für euch, aber der ist nicht so wichtig zum Zuschauen. Ich kann nicht sagen, wie lang der Countdown ab und zu ist. Ich werde es alles erzählen. Auf Pyro annehmen. Soll ich starten? Der Punkt ist, ich muss meine Cam unten haben. Hat Probleme, okay? Ja. Doch, die Monister, oder? Oh. Ich bin da. Ah, okay. Oh, das allerbeste ist, dass Rewe jetzt den Mund halten muss. Nein, das ist so true. Back. Das Tool ist nicht gemutet. Tut mir leid. Perfekt. Let's go. Erstmal schön downloaden, Leute. Erstmal schön downloaden. 21, 22, 23, 23, 24, 24. Also bei mir wird Simon wirklich die Angst haben. Wir waren dann nur zu 9 auf dem Tisch. Ja, bitte sei mal leise. Ja, nein, da Simon, bist du da? Ja, dann müsst ihr eigentlich neu. Ich bin da, los. Ich hab aber den Unsichtbarkeitshack drin. Lass. Ah, chillig. Ah, okay. Man kann mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Wenn er mich nicht sieht, sage ich euch ganz ehrlich, ist er. Direkt eine Leiche gefunden in Admin. In Admin? Mhm. Eine rote. Oh mein Gott, ich habe sogar gesehen, wie da jemand rausgelaufen ist, aber ich. Oh mein Gott, Moment kurz. Also,
Sehr gut geschauspielert. Nein. Tree, ich bin an Farbe vorbeigelaufen unten. Ich bin an Farbe vorbeigelaufen, also Farbe war es nicht. Was heißt unten, Bro? Also ich bin unten an Shields durchgelaufen, dann hoch zu Admin. Da ist jemand hochgelaufen. Ich habe mir dabei gedacht, reingelaufen, Leiche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich Farbe nicht gemerkt. Okay, pass auf, bei mir war Navigation war Revi. Und ich meine, Danny war oben bei Weapons. Nein. Danny ist mit mir aus Admin rausgelaufen. Danny ist auch an Unge vorbeigelaufen. Du hast Danny gesehen, Unge. Weil ich bin Richtung Electrical gelaufen. Einer muss da gewesen sein. Warte ganz kurz. Lass dich kurz erklären. Ich bin aus Admin mit Danny raus. Du bist nämlich von Shields gekommen, ne? Also von rechts da. Und da habe ich dich nämlich auch gesehen und Danny ist nämlich auch in die Richtung gelaufen. Ich bin Richtung Electrical gelaufen dann. Ich bin auch Richtung Electrical. Ich bin da gerade beim Tank und ich kann nicht voten, weil ich habe keinen Vote-Screen. Gut. Warte mal, also ganz kurz, Chef Strubel, kannst du also Danny quasi in Schutz nehmen? Ich vote, weil ich... Also er ist rausgelaufen. Also ich weiß es nicht. Okay, also du hast ihn erst gesehen, ich war ja auch da. Wir waren ja alle beim O2-Alarm da halt. Ich weiß die Farbe nicht mehr, aber ich weiß, dass eine Mütze hatte, eine Pudelmütze. Könnt ihr mal gucken, wer eine Pudelmütze anhat gleich in der Runde? Was ist eine Pudelmütze? Ja, irgendjemand hat so einen Hut an. So eine Pudelmütze. Junge, es war Danny, ich hab dich nicht noch gesehen, dass du von rechts unten gekommen bist. Ich hab dich doch noch gesehen in meiner Links. Labong, wollte ich sagen, Ballon auf dem Kopf. Nee, es war eine Pudelmütze. Ich guck gleich mal. Ich hab ein Spiegelei am Kopf. Ja, okay, es könnte also auch es kann auch immer noch ein Self-Report, Jungs, ja. sagen. Ja, ja, ja. Ich weiß gerade ein bisschen janky, Alter. Ja, ich habe auch Bad Vibes hier bei Simon, Alter. Ja, ja. Mit seinem Tesla. Simon hat mir auch privat angelogen, das muss ich dazu sagen. Ja. Das ist eine gute Info, danke. Okay, ey, ich würde sagen, wir skippen, aber wir sollten Reese und Danny im Auge behalten. Oder? Never trust Unge. Sorry, nicht Reese. Warum habe ich Reese gesagt? Ich meinte Unge und Danny. Unge und Danny würde ich im Auge behalten. Du meinst, ich mich versprochen. Aber nicht wundern, ich kann nicht voten, bevor ich mich gleich sass, weil ich nicht vote. Ich kann voten. Oh, ja. Was hat Danny denn? Ja, alles kaputt. Saß, Danny ging. Never trust der Inselbesitzer. Und Chat, bitte keine Sachen reinschreiben im Chat, auch Sachen, wenn ich was verpasse oder so. Einfach nichts in den Chat reinschreiben, was zum Spielgeschehen dabei ist, wenn ich Crew bin. Sonst muss ich den Chat ausmachen. Oh mein Gott, es ist Reese. Der hat eine Pudelmütze an. Der will mich töten, der will mich gleich töten. Ich muss bei anderen Leuten in der Nähe bleiben. Oh mein Gott. Ich muss einfach bei Fabo in der Nähe bleiben. Ich kann jetzt nicht alleine rumlaufen. Wenn Reese klug ist, wird er mich töten. Ich muss... Oh Gott, da ist er. Da war Reese. Ich brauche hier Danny. Alter. Ja, schön zusammenbleiben. Fabo, warte. Ich brauche jemanden. Ich bin eine gefährdete Person. Ich habe zu viel gesehen. Okay, die gleiche liegt bei Security, da wo die Camps sind. Antonia ist gerade zu mir gelaufen. Security war nicht mehr. Ich weiß noch, wer es war. Es war Reese. Der hatte nämlich so eine rote Mütze an. Also eben, in der Runde davor. Reese ist gerade ein bisschen fast hinterhergelaufen tatsächlich zwischendurch. Warte, wer war jetzt alles Electrical? Wer war gerade nochmal Electrical? Warte, das will ich kurz fragen. Simon, du bist doch direkt nach Electrical, als Licht ausging, oder? Simon war nicht in Electrical. Ich bin die ganze Zeit aber jetzt in die Richtung gelaufen. Weil Fabo und ich waren die Einzigen, die Lichter gefixt haben. Ja genau, und Simon war da auch dabei und haben einfach gechillt. Nee, ich glaube, Simon ist dann hoch, ist in Vent rein, hat Security gekillt und ist wieder zurück. Nein, ich habe niemanden gekillt, weil ich war die ganze Zeit bei jemandem, weil ich wusste, Reese wird mich diese Runde töten, weil ich zu viel weiß. Deswegen bin ich die ganze Zeit bei Danny geblieben und noch bei irgendjemandem. Du hast gar nichts gesehen. Du hast mich da laufen Reese, sehen. Reese, sag mir eine Sache. Bist du eben aus der ersten Runde, bist du aus Admin rausgelaufen? Ich war in Admin, wie alle anderen, weil O2 allein war. Wie vier oder fünf Leute. Und du hast die Leiche nicht gesehen? Und du hast die Leiche nicht gesehen, Reese? Du hast die Leiche nicht gesehen? Ich find's halt auch komisch, dass Dominik erst noch nichts gesagt hat. Talk, ich laufe raus. Oder? Das macht ihn mega Ich sag doch die ganze Zeit was. Ich laufe. Es könnte auch Simon sein, ja. Ich war nicht mit Simon. Guck mal, die Situation. Also Simon Reese, er stellt mich hinten an die Wand zu. Ich komme da raus und laufe hoch nach Cafeteria. Und dann sagt er, dann reportet er die Leiche und sagt hier, Reese kommt da raus. Ich habe gesehen, dass da jemand rausläuft. Es war Pudelmütze. Ich habe heute jetzt in der zweiten Runde geguckt. Du hast eine Pudelmütze an. Du warst das. Ich wusste nur die Farbe nicht eben. Du warst das. Was soll ich dagegen sagen, wenn du bautest? Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe es gesehen. Wenn Simon sagt, es war jemand mit einer Mütze, und dann Reese, dass du nicht sagst, dass du eine Mütze hast, das ist halt dann auch irgendwie...
Ey, können wir mal... Ja. Nein. Ich hab doch gefragt, was soll eine Pudelmütze sein, weil ich nicht wusste, was er meint. Also ich... Können wir um diesen Kill mal kurz reden? Ich vote um Reese, weil Reese ist auf jeden Fall einer der Bösen. 100%. Ich Simon Usas, muss ich sagen. Ja, same auch. Bisschen. Also, weil er halt so ich finde... Also einer der beiden muss es sein, in my opinion. Ich vote. Ja, ich würde skippen, aber... Er pusht zu viel aus. Ich skippe ihm um mein Leben. Nice. Wir haben jetzt null über diesen Kill geredet, ne? Der zweite Kill ist untergegangen, aber Reese ist... lag bei Camps, mehr habe ich nicht gesehen. Okay, achtet auf die beiden. Und der lügt immer. Sie voten mich! Ich habe den Mörder gesehen! Sie voten mich! Ich habe den Mörder gesehen! Okay. Ich glaub's nicht. Wer hat mich doch gewotet? Wer war der Blaue? Ah, scheiße. Okay. Der andere Trade hat mich 100% gewotet. Der andere, wie heißt der andere? Imposter hat mich 100% gewotet. Der Türkise. Ich muss gleich gucken, wer der Türkise ist, Alter. Ich bin alleine hier, ich werde gleich umgebracht. Ich weiß zu viel. 100%ig Reese. Ja, habe ich eben schon gesagt, dass Reese ist. Ich bin gerade mit Chef Struchzel reingelaufen in den Chef Struchzel. Ja. Aber ja, weißt du was? Ja. Revi hat eben noch für mich gewotet. Dieser Hund, der hat den Tod verdient. Er und Reese haben für mich gewotet. Junge, Wir haben Reese gerade raus auf dem See, das ist 100%ig Reese. Ja, ich habe Reese eben auch gesehen und Revi hat noch für mich gewotet. So, ich habe noch gesagt, gerade habe ich noch für mich selbst gesprochen und gesagt, der Türkise ist der andere, weil der mich auch gewotet hat, aber jetzt ist er tot. Ja, Revi. Ich hab doch nicht den Tod verdient, was du ist das? Du bist denn? Tot, halt den Mund. Aber tot. Kevin und Tobi, ihr habt's genau gesehen. Warte, ja, bevor ihr weiter votet, lass mal schnell über den zweiten Kill reden, aus der zweiten Runde. Wer war das? Was wolltet ihr erzählen? Romatra war tot und er war Cams und mehr war nicht. Mhm. Guten Schluck. Da können wir jetzt nicht mehr viel sagen, allein weil keiner mehr weiß, wo er war, oder? Ja, da hast du zu krass auf den ersten Push halt. Reese ist vorher mit Antonia rumgelaufen, just saying. Und Antonia hat gerade auch gesagt, hey, da können wir jetzt nicht mehr so viel drüber reden. Ja, weil... Wisst ihr noch, was wir letzte Runde gemacht haben? Ja. Nee, aber Toni ist sehr lange mit Dominik am Anfang rumgelaufen und hat ihn nicht getötet. Haltet Antonia im Auge. Wisst ihr, guck mal, ihr könnt mir 100% vertrauen. Ich hab noch Fuel Storage, ich hab noch einmal Cables bei Security und ich hab eine Aufgabe in Electrical, dann bin ich durch. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass es Antonia ist. Also, pass auf, ihr könnt... Reese, kannst du voten? Ich weiß, welche Tasks ich habe, oder? Oh, Reese soll voten. Ihr könnt mir 100% vertrauen, weil ich habe von Anfang an Reese gesagt und Kevin hat auch Reese gesagt, also ist Kevin auch 100% nicht der Imposter, also uns beiden könnt ihr vertrauen. Und ich werde jetzt einfach die ganze Zeit mit Antonia rumlaufen, wenn ich tot bin, wisst ihr, es ist Antonia. Es muss eigentlich Antonia sein, weil, guck mal, ja, wir machen das, ich sag mit Simon rum, okay? Die sind locker 20 Sekunden oder so rumgelaufen. Kann Reese voten? Junge, Simon läuft mir auch die ganze Zeit wie so ein Psychopathen nach. Ja, ich musste hinterherlaufen, weil ich wusste, mich wird jemand töten sonst, weil ich zu viel weiß. Simon läuft mit mir rum, ne? Ja. Junge. Okay. Ich wusste, sie wollen mich töten, aber ich hab mich nicht alleine gezeigt. Okay, Antonia, komm mit. Wir folgen Antonia. Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel. Wir folgen Antonia. Da ist noch ein anderer dabei. Hä? Ich hab Antonia verloren. Bin ich dumm? Okay, pass auf, guck mal. Hör mal auf. Das ist richtig smart. Pass auf, folgendes. Antonia meinte so, hey Simon, lauf mit mir rum. Digga, wir laufen 3 Sekunden rum, straight up gegen die Lichter aus. Damit Simon Antonia verliert, Antonia alleine rumlaufen kann. Ich hab dich aber nicht verloren. Ich hab dich wirklich verloren, doch. Aber das war nur wegen meiner eigenen Schuld. Und Antonia hat Simon gesehen. Ja, aber das redet bei dir gut. Sehr auf mich. Also, auch, dass du jetzt Emergency-Meeting machst. Soll Simon einfach mit mir rumlaufen, damit ich meine Schaffung nicht mache. Ich hab dich gerade kurz verloren, Antonia, am Ende von Electrical. Da sind 2 hochgegangen. Da war ich in Electrical und da war auch, ich glaube, Chef Strobel noch mit. Ist gerade jemand gestorben? Nee, ne? Nee. Ja, das Problem ist, da hatte noch jemand so einen kleinen Mitläufer, so einen kleinen Haustier und ich wusste nicht mehr, wer ist jetzt Antonia? Ja, keine Ahnung, ich hab auf jeden Fall Antonia verloren. Okay, das geben wir. Dann machen wir das einfach nochmal, Simon. Okay, wir laufen. Aber ich muss auch ein paar Tasks erfüllen. Ich wollte das kurz erwähnen, ich fand das mega. Antonia, kannst du mir hinterherlaufen, weil ich hab noch einige Tasks und ich hab, glaube ich, noch mehr Tasks übrig, ja? Okay. Ich mach zum 10-mal diesen Download-Task und zum 10-mal kommt ein Emergency-Meeting durch, Junge. Langsam hab ich einen Hals. Ich hab Antonia einfach verloren. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Oh man. Okay. Ich muss zu Admin. Komm. Komm, Antonia. Komm. Ja, komm. Oh nein, die Tür ist zu. Oh, Antonia, jetzt hast du mich verloren. Hilfe! Hilfe! Oh nein, die Kreditkarte!
ist kein Ersatz. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Antonia ist einfach verloren gegangen. Au! Oh, ich hatte so Angst gerade. Wieso gehst du nicht? Ich hab geguckt, was du machst. Simon Unge ist tot! Also, hallo! Ich war Cafeteria. Okay. Da ist dann die Tür so zugegangen. Ich überlege gerade. Reef und Unge sind gesplittet worden. Ja. Und dann laufe ich runter. Ich bin dann runtergelaufen. Storage? Ja. Ja, Antonia kam gerade Electrical rein. Antonia kam gerade Electrical rein. Ich war Nein, safe call. Mit Chef Strubel in Cafeteria. Deswegen wurde ich von Simon gekannt. Antonia sind so alt. Chef Strubel. Ja, wir waren vor der Tür, aber dann ist sie wieder aufgeladen und sie ist zu Admin zu Unge rein. Und ich bin runter zu Storage und Communication. War jemand in Admin? Okay. Antonia ist so auf. Ja, du bist doch da mit reingelaufen. Ja, ich hab extra gecheckt, dass der da drin ist. Nein, da war niemand in Admin. Ich hab gerade die Leiche in Admin gefunden. Oh, Digga, das ist jetzt weird. Dann muss sie danach gewesen sein. Vielleicht war es auch Fabo, die sagen gar nichts. Nein, die muss dann danach gewesen sein, weil ich hab Simon gesucht. Ah, du hast Bro gesagt. Danny ist es. Kappa. Ah, fuck, man. Also entweder hab ich Simon nicht gesehen oder er war nicht in Admin. Ich hab Antonia jetzt. Wegen mir ist Antonia jetzt verdächtig. Aber es ist Chef. Die Lights gefixt und dann kam Antonia rein aus Dings hier, Storage. Und ich habe einfach nur geguckt, was du machst. Oh nein, die wollten alle Antonia. So links und rechts gewackelt. Nein, ja, weil ich Angst hatte, dass wenn ich einfach dass du mich dann killst. Deswegen nicht nein, dass Chef Kobel und Kevin sind, aber ich habe jetzt schon Toni gewotet, also so haben wir oh schon. Gott. Das kann auch sehr gut oh Chef nein. Sein. Oh nein. Aber ist doch noch ich glaub, habt ihr alle schon gewotet jetzt? Nö, Danny nicht, aber... Fabo, es kann gar nicht Chef und ich sein, weil Reese ist doch raus, safe. Das war safe. Ja, ja, gut, das habe ich mir dann auch gedacht, aber keine Ahnung. Wenn jetzt drei Leute schon für mich gewotet haben, dann bin ich ja so oder so raus. Lass mich nur eine Sache noch sagen. Okay. Kevin, wenn er keinen Cooldown gehabt hätte, hätte mich theoretisch killen können, aber vielleicht hätte er auch Cooldown. Oh, also Chef Strobel und Kevin sind ja so und so nicht, weil sie Reese rausgewotet haben. Also Chef war am Anfang mit mir in Stuck Cafeteria. Chef Strobel könnte es gewesen sein. Ich glaube auch sehr stark. Ja, aber kurz, warum ja, war ja. Stuck Cafeteria? Du hättest mich... Nee, ich meine, aber da wo wir... Da wo wir Reese reported haben, rausgeworfen haben, hätte ich dich doch auch töten können. Ja, okay, Danny, das ist, weil Danny gefragt hat. Ich hab doch mit ihm reported, ich hab direkt Reese gewotet. Ich glaube, Danny ist es, weil Danny gerade gefragt hat, wen wir wollen. Ja, Mann, let's go. Ich bin es. Hab 10-mal Donut gemacht und ich bin es trotzdem Fabo. Okay, aber Antonia scheint es nicht gewesen zu sein. Das ist jetzt weird. Ja, es ist Chef Strom natürlich, ist scheiße. Aber hat Chef gut gemacht, muss man ihm lassen. Hat Chef gut gemacht. Ich habe so viele Tasks, Alter. Ich habe noch so viele Tasks. Das ist so scheiße, weil ich so lost war. Ich hoffe einfach, die finden heraus, dass es Chef Strobel ist. Das ist einfach meine Hoffnung. Ich hoffe einfach, die finden heraus, dass es Chef Strobel ist, Alter. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Inständig. Bitte, Leute, jetzt rafft was. Geht mal eure... Dings machen hier. Geht eure O2 ausmachen. Perfekt, schön. Komm, Leute. Rafft, es ist Chef Strobel, aber das hat er gut gemacht. Alter. Ja, ich war natürlich getrennt. Mit der Tür, das hat er wirklich gut gemacht. Da, 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 da. Da, 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 da. Die Lower Engine. Die muss gefixt werden. Security. So, habe ich jetzt hier noch, kann ich jetzt schon was machen oder? Ne, müssen wir nach der Runde machen. Oh, schon wieder. Mein Tier liegt hier. Mein armes Tier liegt hier. Tot. Oh, Chef Strobel und Fabo. Ganz gefährliche Kiste. Ganz gefährliche Kiste. Nein! Er wird Danny töten. Ja, er wird Danny töten. Ja, das war's. Jetzt! Kevin, Chef Strobel. Ja, Chef Strobel. Ja! Ich war auch am Anfang drin und hab hochgelaufen. Nice, boah! Danke Gott. Aber ich würde erst kurz die Version von Chef Strobel noch hören. Nein, alles gut. Alright. Ich meine, du hättest. Glück gehabt. Ich bin unten rein und dann habe ich gesehen, dass Chef Strobel. Nee, ich habe überlegt, du hättest ja gewendet sein können, aber kannst du nicht. Nevermind. Oh, nice. Und der kam ja auch von rechts. Alles gut, all gut. Nice, all gut. Das war ich bin Chefverteidiger und würde mich ganz kurz melden, seinen Standpunkt erklären. Alles klar, ja, gut. Das war haarscharf. Danke, Revi, an der Stelle. Boah, es war haarscharf, Leute, es war haarscharf. Jungs, können wir kurz Lobby wechseln, weil mein Game, oder ich researche mein Game, weil mein Game ist ja, mies. Ja, ey, ich mach dasselbe.
Aber Chef Real Talk Pros, wie es geschafft hat, ja. Simon und ich so schnell zu drehen. Er hat die Tür zugemacht, weil er gut gemacht hat. Gut gemacht. Let's go! Ja, wie gesagt, ich muss das Licht ausmachen und dann muss ich Unge töten, dass alle auf dich Sass haben. Ja. Ey, sorry, ich hätte einfach am Ende nicht Ding können. Es hat irgendwie geklappt, obwohl das so sau dumm von mir gewesen wäre, wenn ich echt Simon getötet hätte als Imposter, weil es so obvious gewesen wäre. Hätte ich jetzt, glaube ich, gerade Dings nicht getötet, Danny, hätte ich das, glaube ich, gewonnen, weil Danny ist dann so dumm weggelaufen. Ja, nein, ich wollte weglaufen, ich wollte weglaufen und den Emergency-Button drücken. Das war der Point, weil ich weiß, dass du nicht gemacht. GG. Ich werde irgendwann einfach das Ding ist, Danny, das Ding ist, das hättest du verloren, weil du kannst den Emergency-Button nicht drücken, wenn der Alarm an ist, weißt du, ne? Oh, genau, fuck, ich dachte, was hast du gesagt? Ich dachte schon, Chef wird es gewinnen. Als ich gesehen habe, wie du da standest und alle nach oben gehen, habe ich gesagt, okay, Chef wird es noch gewinnen. Wie close war es? Wie viele Sekunden waren noch? 7 Sekunden, glaube ich, noch. Ja, aber jetzt selbst den nicht umbringen dürfen. Ich hab einfach, Reese, ich hab dich einfach auf frischer Tat ertappt, aber ich hab einfach vercheckt, welche Farbe du hast. Ich hab's einfach, es war zu viel auf einmal. Simon, ich hab so gehofft, dass du einfach nicht erkennst, Mann. Ja. Simon, ich wollte kurz sagen, dass ich echt nicht cool finde, dass du mir den Tod gewünscht hast, sag ich mal. Nee, ich hab nur gesagt, du hast den Tod verdient. Ich hab nicht den Tod gewünscht, du warst ja schon tot. Okay. Ja, da sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Baby. True. Beruhig dich bitte. Ich sag mal so, ich kann nur noch Madeira Anzeigen schicken, ne? Starten wir. Ich bin immer noch Deutscher, ich kann das. Reapers ist sauer. Nee, warum? Mann, ich will mal Imposter sein, Alter. Kringo ist sauer. Sauer. Winke, wink. Let's go, Leute, let's go. Blätter raus. Sauber. Okay, Leute. Da ist schon wieder Reese. Keiner Sass, weil er eben einfach Imposter war. Boom! Ein Schuss, ein Treffer. Kurz mal was downloaden. Kurz was downloaden, Alter. Okay. Oh, mach mal die raus hier. Heute komme ich um alle Blätter. Oh! Hey. Okay. Wo war der? Lag gleich. Nee, ich frage jetzt, Revi, wo kamst du gerade her? Oh mein Gott. Ja, es muss Revi sein. Revi ist übelst lange in Storage gewesen. Es ist Revi, weil. Revi, wo kamst du her? Revi. Kurz ausreden belehrt! Er hat sich auch gerade versprochen, muss ich kurz sagen, bevor er ausredet. Er hat gesagt, ey, als gealert ging, ey, hat er gesagt. Ich war nicht abgefuckt gewesen, weil ich gerade. Also, pass auf. Ja, du warst abgefuckt, weil du nie Imposter wirst. Und wir haben nicht so viel Zeit. Revi, wo kamst du her? Medbay rein. Scan gemacht, dann bei Electrical Kabel, dann zurück Cafeteria, runter da bei Storage Kabel gemacht und dann habe ich bei scheiß Storage diesen Benzintank gefüllt. Okay, ganz kurze Frage, wenn du in Electrical warst und dann hochgehen wolltest, warum kamst du dann, ich kam Admin Storage runter und du bist von oben nach unten gelaufen Richtung Electrical. Ich bin von Cafeteria gekommen. Verplappert. Ja, du meintest, dass du schon in Electrical warst, bist aber Richtung Electrical gelaufen. Okay, pass auf, wir können es jetzt gerne so machen. Ich war bis jetzt kein einziges Mal im Poster. Ihr könnt mich jetzt auch wieder rausworten, dann mache ich meine Aufgaben jetzt als Geist fertig, was ich eh die ganze Zeit schon mache. Das ist ein Ort für mich. Ich bin in diesem Spiel, bin ich nicht mehr als eine Putzfrau. Aber sag mir, wann du so lange in Storage warst. Du bist runtergelaufen an Admin vorbei und du warst locker 20 Sekunden in Storage. An der Tür oben Kabel gemacht. Hey. Da sind keine Kabel. Stopp. Oben ist doch scheißegal, wer war auf der linken Seite? Halb. Ich nicht. Wer war auf der linken Seite? Irgendwer muss auf der linken Seite gewesen sein. Ich war in Admin, hat Karten. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin. Ich war rechts, da wo man die Blätter raus. Ja, irgendwer lügt dann. Also wer war dann rechts alles? Ich. Ich hab's auch nie gelogen. Ich war auch rechts. Omar, du bist doch an mir sogar Habt ihr Chef Strobel oder Reapers rechts gesehen oder Danny? Nein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist nicht. Ich hab Reese und Antonia habe ich rechts gesehen. Weil ich sie erkenne, ich erkenne es doch gerade nicht, wo ich bin. Also es muss einer von den Leuten links gewesen sein. Stopp, ist also Revi auf jeden Fall. Und dann Chef und Reapers. Ja, Digga, komm, ich mach als Geist weiter. Oh Leute, ich hab zu spät gewonnen. Du hast für mich gewonnen eben, jetzt wurde es für dich, du Hund. Du hast Revi gezogen, Alter. Revi ist nicht mehr so on fire. Der wäre auch niemals so sauer, wenn er nicht Imposter wäre. Tschüss. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt will Revi mich töten, aus Rache. Aus Rache will er mich töten, aus Rache. Aus Rache. Revi ist mad. Oh, Immersion Call. Ja. Hallo? Okay. Finde ich gut und wichtig, dass du das... Könnt ihr mich kurz einfach rausvoten, dann kann ich ganz in Ruhe weitermachen, ja? Und votet mich.
Nein, 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 scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Revi, scheiß shut up. Drauf, scheiß drauf, Revi. Du, das könnte jetzt ein Five-Fail-Play sein, so umgekehrt psychologisch-mäßig. Du musst mich raus, traut euch. Nein, du musst doch jetzt kurz die Schnauze halten. Kann irgendein Moderator mal kurz Revi muten? Der macht wirklich den Five-Fail-Move und er ist es wirklich. Boah, ich weiß nicht, was machen wir? Ich will nur eine Frage stellen, ich will nur eine Frage stellen an Revi. Ich habe eine Frage, die alles klären könnte. Revi. Ja. Bist du Imposter? Votet mich raus, ihr werdet sehen. Guck, er antwortet nicht, warum? Ich vote nicht, weil du... Aber auch nee, warte mal kurz, was war die Aufgabe, die du gemacht hast, dass ich den Buddy reportet habe? Wo warst du da? Reapers? Oh, er muss lange überlegen. Ja, ja, wo warst du? Wo sorry, ich hab Reapers schon. Ich war MadBay. Ich kam von... Das klingt ja sehr ähnlich, ne? Reapers und... MadBay, du warst MadBay. Okay. Digga, Reapers und Reapers. Chef, was hast du für eine Aufgabe gemacht? Ja, stimmt, das stimmt. Ich bin von Cafeteria zu MadBay gelaufen. Ich hab ihn da unten gesehen. Du bist von Cafeteria zu MadBay gelaufen. Ja, also ich bin gerade... Ich bin bei MadBay rein, hab ihn unten gesehen. Das stimmt. Meine einzige Verteidigung, die ich habe. Reapers hätte den Kill machen können und dann zu MadBay hochwenden. Ja, oh, würde gehen. Das hätte er machen können. Reapers hat auch nicht ein Wort gesagt, die komplette Runde. Ja, ja. Der spielt nämlich entweder Fallgeist oder er ist der Imposter. Eins von beiden. Immer auf den Fallgeist gleich. Also Reapers ist sehr sus. Ja, ja. Bro! Warum? Reapers ist süß. Werde ich jetzt noch aufgeworfen? Ich meinte süß, meinte ich. Süß mit Ü. Und Chef, was hast du so lange in der Cafeteria gemacht, wenn du nicht rechts warst? Was habe ich gemacht? Ich habe lange in der Cafeteria gemacht. Was hast du gemacht? Den Download. Wenn ich jetzt nicht rausgewürdet werde, bin ich gleich tot. Ist auch okay. Du hast 30 Sekunden ja, Download. Ey, ich nein, Download. Dann habe ich doch den Müll entleert. Ich bin doch gerade runter zum Mülleimer. Du hast mich doch gerade runter zum Mülleimer laufen sehen. Ich habe oben den Mülleimer gemacht. Nein, in der Runde davor. In der Runde davor. Ja, habe ich doch oben den Mülleimer einen Download gemacht. Wenn es Revi nicht ist, dann ist Humata geisteskrank sus, Bro. Weil du hast es, ja. Du hast die Leiche reported letztes Mal. Und du bist ja, so ein Self-Report-King. Oh, Humatra und Reapers heute verdächtig. Ui. Ja, danke. Alle mit R. Humatra ist auch verdächtig, das nehme ich gerne. Ja, ich bin auch Hauptsache. Das ist das Wichtigste. Nö. Von mir aus bin ich auch verdächtig. Ich bin's. Revi, so dumm. Oh, man. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, ob es Revi wirklich ist oder nicht. Es könnte wirklich Revi sein, aber es könnte auch nicht Revi sein. Communication. Oh, das ist die falsche. Das ist nicht der richtige Task. Oh, Chef Strobel hat mir aber Angst gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Er hat mir Angst gemacht. Alles raus da, Diamanten raus, raus. Müll weg, weg mit dem Müll. Okay, ich gehe Admin rein. Oh, Reefed und Danny. Upload. Dann laden wir mal das Video hoch. Hashtag Freiheit ist hochgeladen. Oh, der Licht ist aus. Gehen wir mal die Karte reinschieben. Whoop. Ui, mit Mikrolex. Ich habe irgendwie gerade so kleine Ruckler irgendwas. Ich weiß nicht, ich muss mein PC mal neu starten, glaube ich. Aber scheiß drauf, ist es ja eh. Oh Gott, ich habe Angst vor euch. Uiuiui. Oh, Humatra. Ah, ich habe keine Lust, mit der Humatra alleine da zu bleiben. Ich habe keine Lust, alleine mit Humatra zu bleiben. Ich habe keine Lust, alleine mit Humatra da oben zu bleiben. Habe ich absolut keine Lust. Das ist mein letzter Task. Danny geht wieder rein. Danny geht wieder rein, alles gut. Wenn ich mit Danny zusammen reingehe, ist alles gut. Okay. Okay, Leiche mitten in Storage. Storage waren zu viele Leute. Sagen, ich möchte was sagen. Storage, okay. Ich möchte was sagen, ganz kurz. Ja. Ich war eben in Electrical und Kevin ist ganz nah an mich ran und ja, hat um zu gucken, versucht, hinterher zu laufen. Um zu gucken, ob du es bist. Bro, aber ich habe eine andere Frage. Ich habe eine andere Frage. Okay, Revi, chill kurz. Lass kurz über die neue Leiche sprechen. Chill. Achso. Okay. Ja, ist true. Wo ist die Leiche, Danny? Also, die Leiche, ich war kurz vorher beim Toten und zwar war ich in Electrical. Humatra stand oben, hat die beiden Tasks gemacht. Ich dachte, er faked seinen Task. Bin dann wieder rausgelaufen, weil ich hatte keine Lust, mit der Humatra alleine in Electrical zu sein, weil ich dachte, Humatra ist sus. Und dann bin ich wieder rausgelaufen. Dann war aber auch Danny und noch und irgendjemand war da. Ich war das noch. Reapers und Antonia war noch in Electrical. So, ja, und da waren zwei, genau, da waren zwei Leute und ich bin dann wieder rausgelaufen, weil ich dachte, ah, nee, mit Humatra alleine in den Raum, das ist mir zu gefährlich, weil es ein bisschen suspicious war. Dann bin ich wieder hoch, runter, was mein letzter Task war in Electrical. Und dann ist er rausgelaufen, Humatra. Ich habe oben meinen Task gemacht und dann ist er gestorben. Also er ist kurz, nachdem er aus Electrical rausgelaufen ist, gestorben. Ich war oben in Electrical. Und unten, ja, waren auf jeden Fall, die Leute, die ich gesehen habe, war auf jeden Fall Danny und Reapers, wie er gerade auch gesagt hat. Die waren da in der Nähe. Ja. Kann ich jetzt auf jeden Fall kurz reden? Ja. Ja. Okay, also Freunde, ich erzähle jetzt meine Geschichte. Also es war auf jeden Fall so, ich war Electrical, habe genau dieselben Task gemacht wie Reapers, glaube ich. Und dann bin ich raus aus Electrical und dann lag die Leiche mitten vor, also kurz vor Storage Admin.
Und da ist Chef an mir vorbeigelaufen. Ich habe Chef unten rumlaufen sehen, glaube ich, in Storage. Mhm, Chef habe ich auch mehrmals gesehen, ja. Ich habe eine Farbe gesehen, das weiß ich. Mhm. Ich war mit Antonia links oben in Upper Engine. Aber Simon ist auch keiner wird immer so hoch und runter gelaufen. Ja, wie gesagt, also ich bin Richtung Sheets gelaufen. Was habe ich überhaupt beim Fuel? Ich habe Fuel nachgefüllt. Ich war nicht beim Fuel. Aber ich war an der Fahndung. Revi, was hast du vorhin in der Cafeteria in der Mitte gemacht? Ich habe Sinsel gemacht. Wieso standest du einfach rum? Revi, erklär es mir. Wo war Reese? Nee, wir müssen skippen. Wo war Reese? Habe ich nicht gesehen. Okay, das hast du also Reaper und ich gemacht. Reaper, was hast du da gemacht? Ja, Shields. Reapers und Chef waren ein bisschen in dieser. Danny, ich war bei Danny und dir. In der Cafeteria wollte ich nochmal die Folge wegen Kevin haben, aber ich hatte keinen Sinn. Danny kann bestätigen, hundertprozentig. Yes, sir. Okay. Noch eine Aufgabe in der Cafeteria. Bei Danny. Aber Danny vermute ich nicht, dass er es ist. Aber es könnte natürlich auch sein. Okay, wir haben O2. Okay, cool. Ich habe keine Aufgaben mehr. Ich werde bis in der Cafeteria stehen bleiben. Okay. Reapers, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du denkst, Reese. Ich hab geguckt, ob du es bist. Also, hörst du, es war Oxygen-Alarm. Und der Kevin steht im Gang daneben mir. Ich laufe mit Abstand. Ich laufe zu O2 rüber. Er bleibt einfach stehen. Geht nicht hin, gar nichts. Weil ich geguckt habe, weil ich dachte, du baitest mich, dass du. Weil du warst ja sass und ich dachte, wenn ich jetzt da hingehe, dann sterbe ich. Weißt du? Dann laufe ich hoch und er läuft mir daher und dann habe ich lieber mal Alarm gedrückt, wa? Das gleiche bei mir eben auch schon gewesen in Electrical, wo Kevin bei mir auch so ganz unangenehm rangesneakt ist. Kein Sicherheitsangriff. Ich hätte euch beide easy killen können. Das ist fucking Bullshit. Ich war auf Abstand die ganze Zeit. Ganz kurz, ich war die ganze Zeit vorher, als du in, was war das, Navigation warst, war ich die ganze Zeit auch auf Abstand. Hätte ich dich easy ummetzen können. Ich hatte Angst. Nein, ich hatte Angst. Aber du bist ja vorhin auch einmal so allein hinterhergelaufen. Kevin, ich find's weird, dass ihr beide gerade so auf mich shootet. Ja, ich sag folgendes, pass auf, ich finde... Ich finde, Reese macht sich dabei sehr unverdächtig, weil Reese sozusagen wirklich gut erklärt, warum er Angst hatte. Paplatte hat sich relativ gut verteidigt. Revi eigentlich hat auch, ich würde auch sagen, Revi ist nicht. Reeft und Danny waren gerade bei mir, um den Alarm unten in Admin auszumachen, weil wie der Raum hieß. Und ich habe eben schon gesagt, Chef und Reapers Verdächtige ist. Also ich sage, Chef und Reapers, einer von den beiden muss es sein. Einer von den beiden. Die reden auch tendenziell. Ich sag dir warum, Reapers, weil wir waren eben beide Electrical, du bist schon vorher rausgelaufen und plötzlich ist im Storage die Leiche. Und Chef ist durch Storage durchgelaufen. Das könnte auch Chef gewesen sein. Ich bin unten lang durch den Schild gelaufen. Reapers ist mir gerade so entgegengekommen und ich bin mir sicher, wenn das Meeting gerade nicht reingekommen wäre, wäre ich auch tot. Ja, wir müssen jetzt auch nicht irgendwie auf Campus voten, ne? Just saying, weil. Ich will nur, dass ihr wisst. Wenn es nicht Reapers ist, ist es Chef und wenn es nicht Chef ist, ist es Reapers. Oder sind beide. Aber Danny kann es doch bestätigen. Danny, warum sagst du nichts, Digga? Ich habe keinen Plan mehr, mein Kopf ist gemeldet. Spielen kann es nicht auch sein, bin ich ehrlich. Danny als Ali zu nehmen ist immer dumm. Er verkauft nicht. Ich hab alle Aufgaben fertig, was machen wir? Lieber kein Zeuge als Danny als Zeuge, Junge. Ja, ist so, Alter. Die Leute, die Aufgaben fertig haben. Okay. Ey, ist mein Game gecrashed? Nee. Hallo? Ich lauf mit Reef mit. Hi, mute. Was ist gerade passiert irgendwie? Keine Aufgaben mehr, ja. Nee, du bist nicht gemütet. Wo ist Reef da? Ich drauf fliegt hinterher. Die war relativ ansass. Und die hat so eine Gummiente auf dem Kopf. Das finde ich immer vertrauenswürdig. Ich hoffe, die Leute haben zugehört, dass ich gesagt habe, ich laufe Reef mit. Wenn jetzt Reef die Mörderin ist, dann wäre es doof. Bitte töte mich nicht. Ey, es sieht gut aus. Es sieht aus, als würde die ihre Task machen. Es sieht aus, als würde die ihre Task machen. Fleißig. Oh, da ist Paarplatte. Da kommt Paarplatte. Ja, komm, Paarplatte. Was willst du? Wir sind vertrauenswürdig. Bist du auch vertrauenswürdig, ist die Frage. Bist du? Okay. Es muss Chef Strobe sein. Oder Reapers, einer von den ganz beiden. Ja, die Leiche liegt zwischen Lower Engine und Electrical, da auf dem Weg, da wo es direkt rüber geht. Weil erstens, Reapers war Electrical drin mit Chef, aber Chef ist dann nach rechts gelaufen. Und Revi kam dann auch nach rechts gelaufen. Nach links meine ich, nach links.
Und dann, ja. Es könnte auch Danny sein, es könnte auch Danny sein, aber auf jeden Fall Reefed und Pavlat ist es nicht. Danny macht den zweiten Selfie. Ja, ich komme da von oben Mad Bay, ich hab da die letzte Quest. Ich bin fertig mit Quest übrigens. Ja, aber du hast vorhin auch schon die Leichen reportet. Du hast die vorhin auch schon reportet. Wie viel Quest habt ihr noch? Weil ich hab alles fertig. Ich hab legit Loki Evidence, also entweder Chef oder Reeves. Ja, aber du hast schon zweimal die Leiche reported. Warum soll ich jetzt zweimal die Leiche reported haben? Ich hab legit meine Task, ich hätte Simon und Reeves töten können. Ja, es gibt doch Kill-Cooldown, Ja, also ich beide auf einmal killen. Mein scheiß Argument, ich hätte töten können, aber... Nee, ich glaube... Ich hab noch eine Aufgabe, oder? Lass machen. Ja, lass machen. Ich finde die Aufgabe... Lass die Aufgabe fertig machen. Nee. Also ey... Lass mal Simon reden. Ey, guck mal, Chef und Reapers haben sofort gesagt, oh, skippen, ja, schön für die. Aber ich finde Daddys Aussage glaubwürdig. Ich finde, da ist Aussage glaubwürdig. Und Reapers, du hast nichts gesagt, aber es direkt geskippt. Ich habe gerade geskippt, ja. Du willst nicht, dass du willst nicht, dass also gewohnt wird. Ich finde Danny glaubwürdig, aber wer auch immer da ist die ganze Zeit, fuckt mich unnormal ab. Reapers und Chef. Ich bin Shield. Ihr wisst, ihr habt, die Zeit läuft ab, mein Lieber. Ja, dann ist doch gut. Die Zeit läuft ab. Okay. Also macht eure Aufgaben, dann haben wir es durch. Das wäre dämlich, ja. Und guten Appetit. Danke. Ich hätte jetzt Danny geglaubt. Ich hätte jetzt schon Dingens gewotet. Ich hätte Chef gewotet. Aber, müssen wir gucken. Okay, ich bleib wieder bei Refit. Denn, wenn ich keine Aufgaben mehr hab. Sollen wir Reapers hinterherlaufen? Ah, das ist viel Scheiß. Jetzt wird er ihn vorne töten. Wer war das? Der wird den töten. Reapers wird diesen anderen Typen da töten. Ja, das ist Ripper, Alter. Dieser Dad. Pavlat wird auch sterben. Nee, Alter, der bleibt bei uns. Gut. 6. Schnell, wir müssen zum anderen. Wir müssen zum anderen Code, schnell. So, go, Mann! Ey, das kann doch nicht sein! Ich hab's dir schon gesagt, es war noch eine Task. Das gibt auch, glaube ich, keine langweiligeren Wins als Oxygen-Wins. Ich hab meinen Chat geprayt, dass du einfach Oxygen an Master die ganze Zeit da abgecampt bist. Einfach, ja komm, ich bin mal hoch und runter gelaufen. Ich muss dir jetzt nicht so abgecampt und hast du auf die Aufgabe gewartet. Scheiße. Ich hab schon in der zweiten Runde gesagt. Alter, Unge. Einfach also, der ich Sherlock Holmes, ich sag's dir, eine Runde bin ich nochmal dabei, Schiff sauber machen, dann gehe ich auf. Noch nie Imposter, brauche ich auch nicht. Ich fühle mich gut, wenn ich was für die Gesellschaft tue. Ja? Es war obvious. Okay. Ich war auch keine Runde. Ja, Unge, du hast, ich wollte eigentlich dich töten die ganze Zeit, weil du zu halt gepusht hast, aber du bist halt mit irgendwelchen Leuten rumgelaufen. Simon, Unge, wünsch mir den Tod. Ich bin mit Leuten rumgelaufen, weil... Ich bin mit Leuten rumgelaufen. Du bist schon safe monetarisiert, Bro. Nein, Kevin, ich fang jetzt eh nicht monetarisiert. Ich bin mit Leuten rumgelaufen, weil ich alle meine Tasks schon fertig habe seit 3 Runden. Ja, wenn man die Hoffnung auf Monetarisierung einfach aufgegeben hat und einfach so richtig abgefuckte Scheiße hochlegt. Ah, Reaper, ich hab gerade in den Chat gesagt, jetzt müssen wir Oxygen anmachen. Ich hab gehofft und dann hab ich gehofft, dass einer allein kommt und dann kam Reef einfach alleine zu etwas. Ey, Reapers, du hast wirklich du hast den Electrical gekillt und dann bist du. Ich hab gekillt, Ich bin aber zufällig reingekommen, Alter. Ja. Ciao, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ciao, Chef Strobel. Ciao. Ich hab Fabo gesehen als letztes. Da war Fabo. Kill-Cooldown ist schon wieder weg, Leute. Aha. Okay. Oh nein, Revi schon wieder. Oh, Double Kill. Oh, Revi, viel Spaß im Geist-Gameplay, Bro. Ich muss sagen... Okay, Reapers, erklär kurz. Ey, Reapers, du warst an den Camps, dann müsstest du wissen, wer es war, oder nicht? Nee, ich hab's nicht gesehen. Da war gar nichts. Da war legit nichts. Nee, aber einer muss doch da reingerannt werden und nicht mehr rausgekommen sein. Ganz kurz, ich will erst mal Reapers hören, wo die Leiche war. Und genau, wo, wer? Ja. Der war legit in Mapbay auf diesen Scan-Scheiß da. Aber es kann ja auch sein, ich hab davor kurz Camps abgecheckt, aber ich hab niemanden mehr rauskommen sehen. Ich hab kurz gewartet, aber dann dachte ich, ich geh report. Also, Rumatra war rechts bei mir. Ja, aber woher wusstest du das? Ich hab ganz kurze Frage. Warte mal kurz. Reapers, du hast die Leiche in Mapbay gefunden, nein, aber... Nein.
Ich hab sie in Medbay drin gefunden, aber ich dachte, ich gehe gerade hoch und mach die Tasks zu Ende. Bin dann da mit Fabo hochgelaufen gerade. Fabo habe ich auch gesehen. Unten. Ja, wait, aber. Reapers hat doch gerade gesagt. Leiche? Ich check's immer noch nicht. Reapers hat gesagt, er war in den Camps und hat die Leiche gesehen und dann liegt die Leiche unten am Scanner. Ja, ich weiß, sorry. Ich hab mich versprochen. Aber warum bist du da dann reingegangen? Ich hab da meine Aufgabe gemacht. Ich weiß, es klingt übelst krass, Alter. Okay, dann hab ich 0%. Wo ist die Leiche denn aber. In Medbay liegt die Leiche. In Medbay drin liegt die, ja. Ich verstehe gar nicht, kann man in Camps Leichen sehen? Nein, da war ja. Ich hab sie nicht gesehen. Nicht okay. Nicht da unten, wo die lagen. Ja, das war so ein bisschen lost gerade, aber ich... Und so ein Vent zu Security, um dann zu sagen, man hat Camps gecheckt. Nee, also ich hab ihn gesehen, er ist von Security da wirklich hingerannt. Da bin ich mit ihm gelaufen. Also, sorry. Aber es kann dann auch sein, dass er da jemand gekillt hat und mich gesehen hat, wie ich da hingehe. Aber er kann auch trotzdem von Medbay nach Security und von da losgerannt sein. Das ja, aber er war schon in den Kameras, als ich hochgekommen bin von Lower Engine. Aber theoretisch ist es noch vorgemacht. Ja, kann schon sein, kann sein. Okay. Ja, müsst es mal ein. Jetzt gibt es irgendwelche Anhaltspunkte. Ja, wer war rechts mit mir? Rumatron noch irgendwer? Wer war Navigation? Ich war links unten. Ja, ich glaube auch. Ich war Lower Engine. Kann ich nicht okay, dann hätten wir. Okay, Simon weiß ich nicht. Was ein Double Kill gewesen. Dann hätten wir. Also, Fabo, Reapers, Unge. Simon könnte es rein auch gewesen sein, ergänzt. Ich habe Fabo gesehen und ich war erst an mir vorbeigelaufen. Wirklich, Fabo? Hast du mich gesehen? Ja, Junge, zum Glück habe ich gesehen. Ja, das stimmt, ja, aber ich weiß nicht, wo du da hin bist. Du könntest theoretisch da noch, ich glaube. Okay. In Electric und dann rüber gewendet, aber keine Ahnung. So ein geiler. Chef, Reapers. Die beiden sollten wir morgen wieder bin. Chefs. Ab, mein Bett. Okay, Leute, was machen wir? Was machen wir? Das ist die Frage. Was machen wir? Ich zieh die Kreditkarte rein. Ich tippe eine falsche Nummer ein. Ich tippe wieder eine falsche. 66987. Zack. 66987. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob hier jetzt schon jemanden getötet hat. In der Cafeteria. Oh, die Aufgaben gehen gut voran. Wir müssen uns jetzt beeilen. Reapers, du musst echt mal einen anderen Weg gehen. Wir gehen die ganze Zeit zusammen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Reapers ist zusammen. Okay, hier ist auch alles erledigt. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Leute, das kann doch nicht sein. Wir müssen uns beeilen. Wir killen überhaupt nichts hier. Das ist ein Riesenproblem. Wir killen hier nichts. Okay, Toni, wo warst du auf einmal? Wo kamst du her? Aus Reaktor? Toni, da war kein Mensch im Reaktor. Einmal bin ich kurz raus. Und dann wollte ich wieder rein. Auf einmal kam Toni von oben von Reaktor, wo da kein Mensch war. Der ist jemand tot? Links die Aufgabe. Ja, Reese ist tot. Vielleicht liegt der. Ist jemand Lower Engine? Ist jemand Lower Engine? Warte mal ganz kurz. Wer hat gedrückt? Danny. Die Leiche wurde nicht gefunden. Nee, ich hab nur. Also, das Suspekte war, ich bin Reactor rein. War keine Sau. Ich war auch oben und nach unten. Dann bin ich wieder raus. Und dann kam Tony auf einmal rausgelaufen. Also ich sag ganz ehrlich. Ich war die ganze Zeit in der Gegen-Security-Reaktor. Ich war da richtig lange. Da war sie wirklich. Da war ich aber auch in Admin. Also Danny versucht jemanden. Ich sag mal, Danny hat nochmal gecallt.
Danny hat auch mal gecallt, dass Reese gewendet ist und dann ist er nicht gewendet, aber... Das Ding ist, was ich Danny sagen möchte, ist einfach, dass Danny ultra, entweder super komische Laufwege hat und seine Aufgaben irgendwie nicht richtig macht, oder du hast Danny. Oder läufst einfach komisch. Danny. Ich find's an Danny komisch, er schuldigt, du schuldigst Reef. Entweder ist es wirklich Reefed oder du versuchst die Schuld auf Reef zu schützen. Du hast die Leiche getötet und bist dann zum Knopf gegangen. Ich hab noch keine Leiche getötet. Wahrscheinlich renne ich meine Leiche zum Knopf. Ich bin der Erste, der wegwendet. Ja, und dann zum Knopf. Damit niemand weiß, wo die Leiche lag. Ich würde nur einen Boss skippen jetzt bei 7. Ja, wir brauchen euch. Macht eure Aufgaben schnell fertig, wir sind fast fertig. Komm. Ja, ich bin in 10 Sekunden fertig. Ich war nur noch auf die Webbase, scheiße da. Ballern los. Aber ich würde Danny im Auge halten und Reefed. Baller meine Texte für die Neider. Digga, bin der Beste, bin geiler. Okay, wir müssen es verdammt nochmal beeilen. Perfekt, das war ein schöner Kill. Scheiße, aber die sind fast fertig mit ihren Aufgaben. Wir haben viel zu langsam gekillt. Wir müssen viel schneller killen. Hast du schon? Mann, wir hätten gerade fast fertig gewesen, meine letzte Task war. Mach doch die Aufgaben, wer hat noch keine Aufgabe fertig? Junge, ein Balken. Es sind zwei Leute tot. Ey, wir müssen skippen. Lass skippen, weil ich bin gleich fertig mit meinem Task. Ich muss noch 10 Sekunden. Nein, 100%. Ganz kurz, was willst du drüber reden? What the fuck? Dann haben wir wieder dieselbe Situation, wie wir vorhin hatten, dass jemand den Reaktor anmacht und dann verteilen wir uns nicht gescheit und weil wir alle auf dieselbe Seite laufen. Lass erst mal kurz. Hallo, wollen wir erst mal kurz über die Leiche labern? Wo ist sie gefunden worden? Gerade mit mir, Reese und Papa Platte, ne? Genau, wir waren gerade neben Shields, links daneben. Und Reapers und ich sind oben über Weapons gegangen. O2 haben auch beide da gestanden. Und Antonia, ich meine, kam von unten, aber not sure. Okay, das würde ich mit Dannys aussagen. Ich bin über Cafeteria, über Weapons zu O2 gelaufen. Und ich habe extra diesen Gang nicht stehen geblieben. Du das? Nee, ich habe sie auch oben nicht gesehen. Doch, weil ich bin extra zwischen Weapons und O2 so stehen geblieben, damit ich gucken kann, ich weiß nicht, ob ihr mich von da aus sehen könnt, damit ich gucken kann, ob einer von euch beiden den anderen killt, wenn der Cooldown, also wenn die Zeit runterläuft. Ich bin oben rechts zum Schaltergang, zum Ausmachen, da war der aber schon aus. Und ey, aber wir müssen einbauten. Wenn zwei noch leben, dann. Also, ja, ich sag so, wenn Reapers ein paar Platte. Ich muss meine Aufgabe fertig machen. Ich bin ganz im Bett und warte immer noch die ganze Minute drauf. Ja, Danny, das hast du jetzt schon zweimal gebracht. Reapers ein paar Platte, ihr wart zusammen. Weiß jemand, wo Simon war? Wo war Simon? Ich hab schon gerade gesagt, ich war oben bei dem Ausschaltknopf oben rechts bei. Ich weiß, wie der Raum heißt. Dieser. Lass mich kurz gucken. Ja, dieser Ausschaltknopf oben rechts halt, ne? Wir müssen, glaube ich, immer wirklich voten, weil wenn da haben wir dich nicht gesehen, Bro. Nein, ich bin ja auch erst zu spät da gekommen. Ich bin durch die Cafeteria gegangen, bin zu spät gekommen, da war schon aus. Was mit Danny? Junge, ich war ganze Zeit Madbay, ganze Zeit. Es fehlen legit noch 10 Sekunden, bis meine Aufgabe fertig ist. Und so schnell geht kein Reaktor. Ich finde, Danny hat sich legit an. Wir sollten Simon um oder Antonia. Ich würde trotzdem einfach. Reapers ist die ganze Zeit über rumgelaufen. Dann muss Simon sein. Das muss ein richtiger Early Kill gewesen sein. Realtalk, wir müssen. Aber Danny war auch mit Simon. Also, ich sage Danny oder Reef. Ich skippe. Nein, Danny, hör zu, wenn jetzt der Alarm angeht, sind wir am Arsch, weil sonst zwei Leute mit zwei Leuten laufen müssen. Wenn die eine Person den anderen killt, dann kann der Alarm ablaufen. Toni hat einen guten Punkt und Simon hat Antonia rausgevotet, das heißt. Es kann auch legit einfach Toni sein. Also entweder wir haben jetzt verloren. Okay, oder? Denkt dran, Antonia und Danny. Scheiße. Verdammt, Leute, verdammt. Das war belastend. Bam, hä, ich hab euch gesagt. Simon, du warst es. Verdammt. Ich hab die falsche Tür zugemacht. Ihr müsst euch bitte den Clip angucken. Ich hab auf Twitter gepostet. Revi ist so durchgedreht. Irgendwie, ich hab mich gerade tot gelacht. Das ist so geil. Ja, das ist den Clip an. Ich hab gerade geheult. Geil. Revi ist so durchgedreht, weil Reapers mit dem Kind hat. Guck's dir bitte an. Reapers und Unge. GG, gut gespielt, Jungs. Ich schau's mir jetzt an. Moment, was ist passiert?
Junge, dein Clip, Junge, ich hab grad geheult. Ich konnte nicht mehr, wie du durchgedreht hast, als ich Reapers getötet hat. Belastend. Ich musste auch so lachen, weil ich wusste, der wird sauer, aber war halt alleine. Ja, so, er sagt sogar noch in einer Sekunde, du bringst ihn um und er dreht komplett durch. Das ist Junge, Revi hat so einen Schaden. 2 Stunden lang hab ich Müll gesammelt. Ja, komm, Revi, noch eine Runde. Jetzt wird deine beste Runde. Komm, Revi, komm. Steigen wir ein, noch eine Runde. Nein, Revi, eine Runde, Revi, komm, okay. Eine Runde, komm. Oh, okay. Nein. Ganz kurz, ich muss um 13 Uhr zurück in der JVA sein. Macht's gut, ciao. haben wir Ersatz für Revi? Geht wirklich. Haben wir Ersatz für Revi? I don't know. Ja, wenn ich lass eine Runde zu Neut kicken, aber... Lass einfach eine Runde zu Neut machen, oder? Aber sind ja, zu Neut... Aber sind zu Neut auch zwei oder einer? Ja. Können wir einstellen, wie wir wollen, aber ich würde sagen, lass zwei machen. Ja, okay, okay. Ja. Also einer fehlt eh noch in der Lobby. Dann können wir die Basti fragen. Ja, einer fehlt noch, genau. Einer fehlt noch. Basti. Soll ich Basti mal schreiben? Ja, schreib einfach mal. Also ich muss eh gleich nach der Runde wahrscheinlich werden. Ja, aber du kannst auch 2, 3, komm. Zeigen. Aber für 2 Runden jetzt machst du ja Musik. Das ist eine gute Imposter-YouTube-Upload-Runde. Okay, warte, ich ruf ganz kurz jemanden an. Sehr gut. Ruf mal schnell den Psychiater an, let's go. Was war gerade mit Revi los? Habt ihr den Clip gesehen? Ey, ich bin wirklich seit 5 Stunden am Durchspielen. Seit 5 Stunden spiele ich Among Us. Am Stück und ich bin kein Mal Imposter geworden. Oh. In 5 Stunden. Reapers, weißt du, was unser Problem war? Wir waren die ganze Zeit zusammen und haben zu wenig gekillt am Anfang. Ich wollte Double Kill unbedingt mit jemandem, deswegen habe ich mit dem gechillt. Ah, ich dachte. Das ist das Wichtigste, wenn du noch zu zweit bist, musst du wirklich irgendwann einen Double Kill ziehen, weil sonst kannst du nicht mehr gewinnen, weil sonst die Tasks schnell durchgehen. Junge, da muss ich ganz ehrlich sagen, Reapers, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil, wie gesagt, ich bin das ab noch nicht so oft gespielt und Double Kill habe ich gar nicht im Sinn gehabt, da war ich fürs nächste Mal. Ey, Julian, der auch noch da, hat er getrieben. Der war letztes Mal auch schon dabei. Ich bin der Fallguy-Guy. Nee, der Fortnite-Guy. Also Julian hat in den Dings auch noch Rechte. Der war letztes Mal auch dabei. Ja, anscheinend im Endeffekt irgendwer oder wir alle oder kein Plan. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt Basti nicht. Ich bin für alle fein, komm. Sind alle korrekt. Wir haben noch Basti, wir haben Tim Gabel. Ja, lass irgendjemand reinholen. Irgendjemand, der kurz jetzt auf Spannung spielt, dass er halt. Tim meinte vorhin schon, dass er mitspielen möchte. Und, ja, perfekt. Dann let's go. Ruf Tim Gabel an. Ich will mich jetzt kurz, ja? Ich musste so lachen, als ich Revi allein in Map A laufen sehen habe. Erstmal habe ich so Gewissensbisse gehabt und wollte ihn nicht töten. Aber der Clip war es. Smurty, wir müssen jetzt, wenn wir zum Beispiel. Wert, also schön, dass du Sachen vorschlagst. Chat, ist cool, dass du die Leute vorschlägst, aber wir müssen die Leute jetzt auf den Discord holen, alles und so. Und wenn Leute schon angefragt haben, wie zum Beispiel Tim, geht schneller, ist besser. Bevor jetzt noch mehr Leute gehen, wir wollen jetzt noch ein paar Runden ballern, weißt du? Wer macht jetzt mit? Tim. Gable. Okay. Hi, Tim ist da, Tim kommt gleich. Ich habe gleich noch einen Ersatz, falls noch jemand geht, denke ich. Nice. Also Basti ist safe auch down. Nice. Tim meinte gerade, er hat so einen Real Talk gemacht gegen irgendeine Company. Und er meinte so, scheiß auf Real Talk, Armin oder Koyum, ich komm. So dumm, Mann. Aber Tim schießt immer gegen jeden, der einfach ein bisschen sus ist. Ja, der war's. Müssen wir direkt rausreporten. Ja, Tim ist nicht so erfahren, aber... Hä? Reefed? Bist du raus, Reefed, oder was? Nee, ich... Internetprobleme? Nee. Neu connected. Revit, hallo, bist du da? Sie hört es dich. Oh, hier kennt einer Tim Gabel nicht, den müsstet ihr eigentlich kennen. Er war ganz bekannt im Beef gegen Mount Everest, Mann. Er war ganz bekannt in Muskeln. Ja, in Muskeln. Bro. Ja, aber gut, aber das Aktuellste war ja der Beef dann, wo dann alles... Na, scheiße. Hey Simon, wie ist das Auto? Mount Everest. Das Auto ist mega geil. Du willst ja auch in Tesla runter, oder? Komm. Ich hab mit Sabine gestern geschrieben und sie hat mich überredet. Sie hat irgendwas gefragt über i8. Ich meinte so, ja, ich glaube erstmal nicht. Und sie so, kauf dir Tesla. So. Ja, der i8 ist auch kein Vergleich, wirklich. Kriegst du wieder das wie Prozente oder so? Nee. Nee, ich doch nicht. Was kostet so ein Tesla, nee, wenn man fahren darf? Wenn du die, in Deutschland hast du noch 6.000 Euro Elektro-Subvention für ein reines Elektroauto und nochmal, wenn du es neu kaufst, glaube ich 3.000 Euro vom Hersteller oder sowas. Das heißt, du sparst, wie viel? Auf jeden Fall knapp unter 10.000 sparst du und der kostet in der günstigsten Ausstattung in Deutschland... 50 oder so, ne? Nee, knapp über 40 sogar nur. Was, wirklich? Ja. Ey, wie viel? Model S, was ihr habt? Model 3. Model 3,
Am geilsten finde ich in Elektro den Porsche, den mal Dings JP Performance. Boah, den finde ich auch krass. Wie heißt der? Taycan oder so? Ja, ja, den habe ich euch letztens in Karts gefahren. So der ist so schön und der ist auch. Junge, der hat auch so viel Power. Also, der ist einfach übel geil. Aber ist der, ist halt, teuer. Der ist halt. Sorry, der ist halt turbo teuer. Echt? Der kostet, glaube ich, 200k oder so. Ja, 200? Ja, ja, der ist richtig teuer. Chillig. Der hat halt WM und rein da. Kann aber auch 140 gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Es gab irgendwie einen normalen und einen mit so einem Turbomotor oder irgendwas. Ich bin null im Game. Ah, ich habe den letzten auch gesehen. Turbomotor, so heißt der, glaube ich. Ey, aber ich finde Porsche in letzter Zeit so schön aus irgendeinem Grund. Ich fand's so hässlich immer. Echt? Ich fand die schon immer geil. Ist aber super elegant halt, ne? Ja, ich weiß nicht, was es war. So, ich habe Porsche so null Gefühl. Vor allem 911er Porsche fand ich übertrieben trash. Aber ey, als wir in Stuttgart waren. Ich habe also am meisten habe ich immer hier Panamera gefeiert eigentlich. Da waren auch letztens. Ja, den habe ich auch am meisten schon immer gefeiert, aber war jetzt auch nicht, dass ich sage, so, ich war das geilste Auto ever so. Echt? Ich saß letztens nämlich drin, weil wir Besuch hatten und ich Alter, ich habe mich verliebt in das Auto, aber es ist halt so teuer. Es ist halt so teuer, das Auto. Seitdem ich drin saß, fand ich es auch richtig geil. Ich weiß nicht warum. Auf einmal finde ich es mega schön. Wo bleibt Tim? Ja, weiß ich nicht. Ich saß mal in Panamera von Tim. Ach, hat er auch einen? Der hatte auf jeden Fall mal einen. Ich saß auf jeden Fall 2014. In seinem Panamera. Oh, Simon. Männer aus Tim Gabel Discord, wenn er das der echt ist. Der war gerade hier ohne Profilbild. Der war hier Tim hat eigentlich Tim Gabel. Der war erst. Ich glaube, der hat kein Profilbild drin. Boah, hat rein, Junge. Ballert rein. Ballert ist mute. Tschüss, viel Spaß. Aber hau rein, Gabus, ich küsse dich. Ich küsse dich. Süßes Profilbild. Tim, kannst du uns hören? Alter, ist das der echte Simon Unge unter mir im Discord? Oh mein Gott, ist das der echte Tim Gabel? Oh mein Gott, Simon, oh mein Alter, was geht? Halt, Dings Code ist oben, ne? Ich hab ihn nochmal neu reingeschickt, ja. Ja, und pass auf, dass der Code nicht leaks, ne, Tim? Ich muss kurz, ja, ich habe schon meine Kameraeinstellungen. Perfekt. Ich bin jetzt Pro-Streamer, ist mein dritter Stream und ich hab alles. Perfekt. Ey, ich werde nie. Markus wird mich hassen, Simon. Ich habe gerade eine Stunde lang gegen EA und Lootboxen abgeledert. Und zwar richtig krass. Ich werde nie im Leben eine Kooperation mit EA bekommen in meinem Leben mehr. Ja, ich glaube, es ist Markus egal. wobei, du kennst Markus. Der alte Schwabe. Der alte Schwabe. Wer fehlt noch? Tim, ne? Ja, ich komme. Ja, Freunde, was geht? Wie geht's? Nicht viel bei dir? Ja, super. Nochmal hier neue Leute. Aber jetzt, guck mal, jetzt kenne ich zumindest zwei, drei Stimmen hier. Und ich bin ja blutiger Noob, Digga. Perfekt. Hast du letztes Mal gespielt mit uns? Ja, ne? Ja, doch, wir hatten schon. Ja, letztens gespielt, hat einfach alle verdächtigt immer. Ja. durch die Bank immer, ja, der ist das. Er gewendet einfach vor drei Augen so. Aber immer so super überzeugt so. Ja. Der. Er ist so überzeugt, er sagt das, er ist das. Ich vote ihn jetzt einfach raus, hat ihn gevotet. aber ich muss sagen, mit den letzten zwei, drei Leuten lag ich tatsächlich richtig. Ach stimmt, ich glaube, du warst sogar immer da richtig. Was war das? Tim, wo ist der Clip so laut? Kommst du rein, Tim? Ich hab da gar keinen Clip reingepostet. Nee, Caro hat einen Clip reingepostet von dir. Und du brüllst da absolut rum meine Ohren. Was war das für ein Clip? Achso, wo ich mich gerade gefreut habe, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ey. Ja, danke. Ich er ist einfach glücklich, glücklicher Mensch. ich hab grad bei Private das eingeben. Wo muss das eingeben? Bei Host, Public oder Private? Private. Ganz unten. Hab ich? Auf EU, nicht in der EU, rechts unten. Ja, genau. Ah. EU. CD. Ah, ich wollte gerade was. Du ehrlichst laut vor. King. Ich bin so ein Retard, Digga. Oh, Tim G. Oh Mann, Baba. Aber gerade auch gefühlt alles auf einmal. Ich muss den Chat verdecken, ne? Ja, am besten. Let's go. Ja, den Code. Okay, ja, ist Kevin da? Kevin ist da. Ja, der ist Dono. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Dono. Kylo. Okay, Leute, let's go. Jetzt können wir ballern. Das ist eine andere Map. Tim, nicht wieder. Ja.
Wird Fabio mich töten? Wird er mich töten? Das ist die Frage. Oh, ich muss hier gar nicht hin. Ich muss hier hin. Da, 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 der Admin-Raum, er ist so nah. Okay, Reef macht den Download. Sieht legit aus, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Sieht legit aus. Oh, first try. First try. First try. Okay. Ich glaube, mein Tod steht mir bevor. Ich habe das Gefühl, mein Tod steht mir bevor. Oh, Tim G und Reese sind hier. Oh, Oxygen-Alarm. Kann ich darauf vertrauen, dass die anderen was machen? Komm, scheiß drauf. Die werden jetzt... Oh, wir müssen dahin, wir müssen dahin, wir müssen dahin. Nein, Romatra wird mich töten. Romatra wird mich töten. Nee, wird er mich. Oh, ist schon aus? Cool. Dann kann ich weiter meine Task machen. Irgendjemand hat Kameras an. Ich weiß gar nicht, wo der Kameraraum ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das nicht der eigentlich der Kameraraum? Ah doch. Das ist der Kameraraum. Cafeteria sind zwei. Okay. Wir waren dead, Buddy. Danny, wo bist du langgelaufen gerade? Stopp! Fabo, du hast reported? Ja. Im Reaktor? Nein, in. Digga, in Electrical. Electrical, da bin ich gar nicht mehr reingelaufen. Nee, nee. Ich hab's gesehen, ich war gerade an den Kameras. Ich hab's gesehen. Da waren zwei Leute im Reaktor, dann ist einer verschwunden und dann wurde sofort reported. Das muss, also, wenn die Leiche im Reaktor war, muss es Fabo gewesen sein. Das war ein Self-Report. Nee, ich bin Electrical. Aber ey, ich muss sagen, ich bin Electrical reingerannt und ich bin hoch. Wo warst und du, Simon, an den Kameras? Ja, in Admin. Okay. In Admin an den Kameras. Das sind die Panels, meinst du? Die Dinger, wo man sieht, Panel. Ach so. Welche Leute. Nee, nicht an den Kameras. Ich war nämlich an den Kameras. Ach so, ja, ja, das ist Admin Panel. Ja, okay, ja. Ach so, das ist keine Kamera. Wie heißt es denn, was ich mache? Ja, ja, das ist Admin Panel, wo man sieht, wo wer ist. Ja, auf jeden Fall. Simon, hast du davor jemanden, bevor ich da war? Also wie viele Leute waren in Electrical mal? Ich habe nur Reaktor gesehen, zwei, auf einmal war nur einer. Und dann war Report. Ja, Simon, wenn jemand Raum wechselt, dann siehst du ihn dann auch direkt wechseln. Okay, also okay. Ich kann schon mal sagen, ich war oben mit Powerplatte, also ich bin aus Map Bay raus und Powerplatte ist mir gerade entgegengekommen. Also der ist oben gelaufen. Wir sind zusammen nach Cafeteria gelaufen. Ne? Also ich war sagen, als Reaktor noch Warjet-Strobel? Wie bitte? Hey, war der Reaktor noch? Weiß nicht, wo ich war. Das erste Mal, dass ich Maps ich kenne die Minigames nicht. Ja. Ich bin's aber nicht. Also, ich finde, dass die Kills mega langsam gemacht werden. Ich habe schon irgendwie meine Hälfte der Tasks fertig. Deswegen würde ich halt schätzen, dass es zwei Leute sind, die übel lost sind. Und da würde ich jetzt spontan auf Tim tippen. Nee, ich habe übel viele Tasks gemacht. Ich dann kann sag mal, sagen, was dann ich gemacht habe. Sag die letzte. Die letzte Task, die ich gemacht habe, war diese Ding auf diesem Dingfeld. Aber die kannte ich schon von davor. Ja, also wo du halt drücken musst, was da kommt. Und dann musst du fünfmal drücken. Und davor habe ich. Das okay, stimmt. Ich habe ihn in Simons. Ey, ich dachte immer, das wären die Kameras, aber dann müssen wir die Kameras mal zeigen. Tim, würde ich die sagen, die Kameras sind links bei Security. Ey, ich will sagen, Chef Strobel ist gerade am Ende oben der Bildschirm, Simon. Von Map Bay raus. Okay. Hat er gesagt, und Danny weiß keiner, wo er ist. Bro, ich habe doch gesagt, ich bin Storage ganz. Ich hab den kann das jemand sagen? Kann das jemand bestätigen? Chat, okay, ich bin nicht gemutet. Jungs. Chat, ich bin nicht gemutet. Das ist nur ein Bug, es wird falsch angezeigt. Ich bin nicht gemutet. Katz im Strahl, Alter. Commander muten. Commander muten. Ach so, ups. Okay, Romatra hat sich einfach, glaube ich, gerade verraten. Ich glaube, Romatra hat sich gerade verraten. Ich dachte immer, das wären die Kameras, Leute. Ich dachte immer, das wären die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich dachte immer, das wären die Kameras. Ich muss zum MedBR, nee, kann ich nicht. Communications muss ich. Communications. Reese, okay. Communication. Alle meine Tasks fertig. Okay, alles fertig, bis auf das Ding, wo ich eine Runde warten muss. Tim Gabel und die alle raufen zusammen rum. Okay, wo? Okay, wo? Es sind zwei Leute gestorben, by the way. Rechts oben Weapons. Toni kann es nicht gewesen sein, die hat gerade gescannt. Ich dachte, Romatra hat sich verplappert, aber er hat einfach nur gesagt, ich kurz bestraft, weil er getötet wurde, okay. Bei mir waren gerade, wie heißt der? Ich und Danny waren bei dir. Ja.
Und das Ding ist, warst du Reaktor, Simon? Nee, ich war da in der Storage. Kurz aber Tim, aufmachen, eine Sekunde. Warte, der rote war doch gerade auch bei mir, oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich war Admin nicht drin. Warum bin ich so ein dummer Mensch? Also ich will nicht andere Frage an dich, Tim. Ich will andere Frage an dich. Warum warst du vorhin so lange da oben, also als ich Cafeteria lang gelaufen bin, an dem Mülleimer? Du hast das voll lange gemacht. Ja, weil Tim das vierte Mal spielt. Ja, aber du Mülleimer doch nur einmal kurz runterklicken, Müll entsorgen, das dauert 2-3 Sekunden oder so. Hä, hey, Müll entsorgen habe ich gerade gar nicht gemacht. Also die Leiche liegt auf Weapons drauf, by the way. Reese, wo warst du? Ich war in Reactor. Ja, Tim Gabel war da vorhin, als ich da vorbeigelaufen bin. Der war in dem Mülleimer. Also da wir oben rechts in Cafeteria. Ja, um Reefs Frage zu beantworten, ich war in Communications, bin dann hochgelaufen, weil ich habe alle meine Tasks fertig, mir fehlt jetzt nur noch bei Medbay, das, wo du eine Runde warten musst. Warst du nicht bei Reaktor? Ich nee. Glaube. Also bei Reaktor war ich. Da war ich eine Weile her. Bei Reaktor gesehen? Ich glaub, ja, Simon, aber ganz Anfang. Danny oder Chef, glaube ich, waren es. Ich glaube, dass der Rote bei mir war. Der Rote, glaube ich, war bei mir. Ich bin mir relativ. Ich hätte noch jemand Reaktor gesehen, Fabo. Ich dachte, das wäre. Ja, das war Simon, ganz am Anfang. Aber es ist schon lange her. Ja, ganz am Anfang von der Runde. Ich bin gerade hin, wenn der Rote bei dir war. Wir sind ja dann alle dir nachgelaufen. Und dann ist Simon mir vorbei nach oben. Ja. Simon. Ja, und du warst auch vorhin alleine da oben. Nee, könnte es auch sein, stimmt. Nein. Ich bin nicht gewendet, ich bin zu Shields gegangen, hab meinen letzten Task gemacht. Mir fehlt jetzt nur noch bei Medbay dieser eine, wo ich diese Medikamente. Ich muss den einen aussuchen. Also. Ich hab jetzt keinen Task mehr. Ich muss nur noch jetzt in Medbay und dann bin ich fertig. Macht einfach euer Task für dich. Du bist freigesprochen. Ja, ich bin Chef, Danny im Auge behalten. Ich bin so scheiße in diesem. Ich sag, es ist Revi. So, alle Tasks fertig. Ja. Okay. Also ich habe meine letzten Task fertig. Dann wollte ich wieder die Cafeteria, weil ich denke, die Cafeteria ist so ein bisschen sicherer Raum, wo man halt so schön sicher stehen kann. Dann ist Tim Gabel mir entgegengelaufen und ist mir dann wieder, also mit mir wieder mitgelaufen, hat dann gemerkt, dass sein Kill-Cooldown kaputt ist. Weil Tim. Nein. Ich hab dich gerade gebaitet, weil ich dachte, dass du mich killen willst, weil ich gefragt habe, das würde so passen zu dem, was Tim stand nämlich vorhin so lange an diesem Mülleimer oben rechts, wo auch bei Weapons die Leiche lag. Ich schwöre auf meine kleine Schwester, ich hab das nicht gemacht. Chef Strubel. Ja, Chef Strubel ist da ganz weird Toni nachgelaufen. Der hat bei Reactor Simon Says gemacht und er kennt die Map halt wirklich noch nicht gut und das hat er halt. Ich hab die noch nie gespielt. Okay, ja. Aber er stand vorhin oben rechts übel lang an diesem Mülleimer. Chef, du pusht ein bisschen zu sehr auf Tim. Ah, okay, das finde ich auch eine gute Aussage. Ja, Chef, ich sag's dir, der oder ist es, Reese. Alter. Das könnte doch Reese. Ey, wollen wir es so machen? Aber Tim, eine Sache. Nee, kannst du verstehen, warum ich gerade so ein bisschen denke, dass du verdächtig warst? Kannst du verstehen? Ich habe gerade dasselbe von dir gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Deswegen habe ich gerade geguckt, ob du mir hinterherläufst, weil du halt so mitten im Gang standest, ohne irgend. Weil ich wusste nicht, dass du alle Aufgaben fertig hast. Ich habe halt noch zwei. Okay. Dann. Ja, Simon, lass so machen, dass Simon einfach mit Chef Show rumläuft. Ja, okay, dann lauf ich mit Chef Show. Weil er hat ja alle Tasks. Ich habe auch noch eine Kabeltask und dann lauf ich Danny nach. Gut, ich bleib. Okay, Simon, ich komm zu dir, wenn ich fertig bin. Ja, ich bin jetzt gleich fertig. Ja, ich bleib bei Chef. Alright. Perfekt. Auch ein bisschen auf Reese aufpassen. Alter, Meta-Shit. Reese hat noch gar nichts gesagt. Ja, true, Reese redet gar nicht. Reese ist auffällig. Guck mal, Reese und Chef. Und vielleicht Danny, weil die. Jo! Ja, jetzt hast du dich verraten, Reef. Er schreit einfach, jo. Glaube ich aber auch. Also finde ich auch realistisch. Erwischt, Reef, erwischt. Okay, bleiben wir mal bei Chef. Jetzt weiß Chef, ja. Ja, Chef, du weißt, du bist am Arsch, Junge. Du bist am Arsch, Junge. Oder mach deine Aufgaben fertig, Junge. Mach deine Aufgaben fertig. Warum wird's nicht mehr, wenn er seine Aufgaben macht? Chef. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ja.
Danny, wieso machst du Leid? Wer war's jetzt? Danny, aber Danny, wieso machst du nicht O2? Das war das Einzige, wie wir gewinnen können. Zwei Head-Move einfach. Danny, kurze Frage. Aber Kevin, frag bitte nicht, bitte. Was war dieser Clip? Ich sehe so einen Clip von Danny, der läuft einfach so Snoop Dogg-Mucke, er tanzt einfach, während wir im Meeting sind. What the fuck, Chef, Alter. Chef, ich hatte dich bei den Eiern. Ja, aber mal ganz kurz, können wir nicht irgendwie so ausmachen, dass der mit dem läuft? Wir hätten das gar nicht mehr gewinnen können. Unge läuft mit mir, einer läuft noch mit Danny. Wenn ich Unge töte, ist es klar. Und wenn Danny jemand weil tötet, weil die halt verdächtig war. Ja, wenn die Aufgaben fertig sind, sind die Aufgaben halt fertig. Aber wir hätten das noch gewinnen können, hätte Danny einfach O2 gemacht, weil mir sind so viele hinterhergelaufen. Ja, einfach die Frage ist, warum haben wir Reese überhaupt Reese verdächtigt? Weil er nicht hat die ganze Zeit nichts gemacht, aber er hat nichts gesagt. Aber irgendwie sind es zu wenig Tasten. Chef oder Danny, von den drei sind es zwei. Alter, Schiff, du warst heute 7-mal Imposter. Ja, aber also den Imposter. Aber da wurden die Hops genommen, die Imposter. Hops. Ich war noch Keimer bisher. Ja, ey, ich habe mich wieder so erniedrigt gefühlt, als ich wieder verdächtigt worden bin, Digga. Ich denke mir so, what the fuck. Ja, du schaust halt perfekt ein paar Platz. Du hättest legit mich und Chef accusen können, weil ich habe erstens Reapers gekillt und dann bist du weggerannt und Chef konnte dich nicht mehr killen, weil du so schnell warst. Ja. Ja, das hat mich auch irritiert. Ich wollte dich töten. Ganz kurz hätte ich ihn getötet, da hätte Unge direkt die Leiche von Tim nämlich gefunden. Das wäre das andere Problem gewesen. Es war auch Lucky, Unge, du warst wirklich 2 Zentimeter von der Leiche entfernt, da wurde die andere reported. Weil du hättest dann 100% gewusst, dass es Danny war, weil er als krass aus dem Raum rausgelaufen ist. Komm, nächste Runde. Weiß ich nicht. Tim? Oh, was ist das? Ich hab so gehofft, dass du O2 anmachst, weil wir sind 3 Leute hinterhergelaufen, hätten wir das mit einem Double Kill gewinnen können. Aber ich fand ehrlich, Tim war suspicious. Okay, aber ist Abschlussrunde. Ich sag schon mal. Oh, ui, was sehe ich denn da? Ui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Chef Strobel und Reaper sind beide in diesem Raum. Jetzt ist Danny hier. Oh, O2. Weiß, tot. Reese tot. Ja, Unge war's. Nein! Unge war's. Hä? Unge war's. Wieso? Du bist rein. Stopp. Du bist in Electrical reingelaufen, hast die Leiche gesehen und sie nicht reported. Warum? Hä? Ich Warum? Bin in Electrical reingelaufen, hab sie sofort reported. Nein, hast du nicht. Du bist mir erst noch in Electrical. Sei doch also, ich kann. Ich Electric, kurz, die ist direkt Electrical, ja. Und so, zwei Sachen, ganz kurz. Reef kann, und ich kann es nicht gewesen sein. Wir haben da entschärft. Reef hätte mich töten können. Ich Reefed eigentlich. Wo wart ihr? O2 oder was? Ja, oben Chef rechts. Holt sich, und? Chef holt sich immer ein Alibi am Anfang, wenn ja, ich. Ja, war ganz kurz, aber Unge, als alle weggelaufen sind, ist er so seitwärts, also um mich rumgelaufen die ganze Zeit. Er hat die ganze Zeit geguckt, glaube ich, ob jemand kommt, um mich dann allein abzustechen. So hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht mehr, in welchem Raum du standest. Vorhin O2 standst du, bist du am Anfang mitgelaufen, du bist dann die ganze Zeit so rechts, links gelaufen, hast geguckt, ob irgendjemand kommt, ich habe schon gedacht, du schießt mich gleich ab. Verwechselst du mich mit jemandem? Unge wollte, nein, stopp, darf ich kurz, Electric lag die Leiche, ja, erzähl. Wollte Unge raus, es sah so aus, als wollte Unge rauslaufen. Nee, ich bin gerade reingelaufen. Du bist mir legit entgegengekommen. Ich wollte gucken, wer mir daher reinläuft und dann bin ich weiter reingelaufen, da habe ich die eigentlich erst gesehen. Ja, okay, nee. Die Leiche lag am Anfang von Electric, du siehst sie direkt, du musst gar nicht weiter reinlaufen, um die zu sehen. Ja, ich habe sie dann reported, als ich die gesehen habe. Ja, nachdem du ihn getötet hast, wolltest du rauslaufen, hast mich gesehen, bist zurückgelaufen, hast du reported. Okay, entweder war jemand an der linken Seite. Okay, also würde man nicht eher aus Electrical rauswenden, wenn man einen Kill in Electrical macht. Ja, außer du spielst das Spiel halt nicht so oft. Oder ich habe das Spiel mittlerweile oft genug gespielt, um das um sowas nicht zu machen. Und ich sage dir, ich habe diese Type nicht gekillt. Reese. Sorry, Type. Ich habe Reese nicht gekillt, ich bin reingelaufen. Romata, von wo bist du gekommen Richtung Electrical? Von Storage. Der ist mir hinterhergelaufen.
Achso, und, okay, ja. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass Romatra eigentlich mir sogar ein Alibi gibt. Also mir sozusagen sagt, jo, safe ist Unge nicht. Ich stehe nicht so weit wie Unge, du. Ich sage, Romatra finde ich suspicious, dass du so beschuldigst. Nee, das kann nicht sein. Was? Kann ich sein. Romatra kann ich safen. Ich war gerade noch so im Range, um Romatra reinlaufen zu sehen. Jo. Danny, warum klatschst du? Babo, weil ich ein Ohrwurm hab, schon den ganzen Tag. Danny, Ruhe bitte. Alter 7. Ich wollte einfach nur in Electrical meine Tasks machen. Und die Leute beschuldigen mich einfach. Ich hab nicht mal jemanden getötet. Oh, jetzt bin ich aufgeflogen. Ja, also ich weiß nicht, ob Danny, du bist gerade hinter mir noch in Electrical reingelaufen. Ja, aber ich hab den eigentlich nicht gesehen. Ja, aber du hast gesehen, wer aus dem Gegen gekommen ist. Simon ist raus. Unge ist uns entgegengekommen. Es ist ja, okay, dann. Wo war die Leiche? Ich hätte wenden sollen. Electrical hinten. Unge ist mir und Danny entgegengekommen. Er ist nicht gewendet. Ich hätte wenden sollen. Unge hätte einfach wenden müssen. Safe, ja? Also das kann ich. Ja, Unge ist mir entgegengekommen und Danny war hinter mir. Kannst du bestätigen. Ja, Simon würde sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, Romata wär's und jetzt bin ich verwirrt. Scheiße, ich hätte wenden sollen. Warum wende ich nicht? Warum wende ich nicht? Ich dachte, wenden wäre zu auffällig, Alter. Ich habe Angst gehabt, dass mich jemand beim Wenden erwischt. Verdammt, ich hätte wenden sollen. Verdammt, Alter. Hätte ja sein können, dass ich da rauslaufe und es niemand merkt. Nächster wende ich. Das ist einfach dumm. Sackgasse muss man immer wenden, Alter. Das war wirklich dumm, Alter. Ich ärgere mich so. Oh. Verdammt! Warum bin ich nicht gewendet, Alter? Warum bin ich nicht gewendet, ey? Oh, das war der größte. Das war der dümmste Fehler, den ich hätte machen können, Alter. Der dümmste Imposter-Fehler. Ich dachte mir, oh, Chef Strobel, schön. Dings, Romatra, schön snacken. Oh, warum bin ich einfach reingewacht? Oh Gott, Alter. Ich bin so sad, Alter. Gesundheit. Ich hab Kevin eingesperrt. Self-Report von Chef. Fabo, so warte mal kurz. Ich hab grad Danny auf der linken Seite gesehen und Reapers. Mhm. Es kann nur Reef oder Papa Platte gewesen sein und die Leiche. Ich hab den Reaktor gemacht. Dann ist es Papa Platte, dann kannst du noch Papa Platte sein, wenn du Reaktor machst. Bro, WTF, ich war gerade in. nein, aber ich war. Hey, was ist denn das? Halt, warum? Es kann ich sein, Danny Reapers. Ich bin rein von oben und bin dann wieder nach oben gegangen. Alle außer Papa Platte gesehen. Ja, Danny Reapers dann hinter aber mir. Hey, warum? In Admin, denn? Ich wollte gerade Admin meine letzte Task machen. Das kann nur Papa Platte gewesen ich sein. Ich war nicht mal in Admin. Vor dem Reaktor war ich in Navigation, hab Admin drin, gemacht, bei diesem Upload. Bin hochgegangen, hab diese Asteroiden gemacht, dann war der Reaktor, ich bin rübergelaufen über Upper Engine, oben lang. War dann Reaktor, bin als. Vorletzter oder so angekommen, Danny kam von unten an. Also wenn es jetzt nicht Papa Platte ist, dann ist es Reef. Das kann ich schon mal sagen. Nee, ich bin's nicht. Warum wollen wir mich? Dann ist Chef oder... Danny, dann ist Chef. Wenn ich glaube, dann ist Chef, okay. Ja. Was ist das für ein random Vote? Aber bin ich nicht. Bro, keiner hat dich gesehen. Alle. Danny war hinter mir, Reapers war hinter mir. Und Reef hat den Reaktor gefixt, also bist du der Letzte, der noch übrig bleibt. Ich kam über oben, Digi. Ja. Ich kann's nicht gewesen, ich bin nicht mal eben lang gekommen. Was hat keiner gesehen, verstehst du, Kevin? Das ist unsere Anschuldigung an dich.
Es kann sein, dass du es nicht bist. Es könnte ein Early Kill gewesen sein, dann ist alles für den Arsch. Reaper, hast du nicht am Reaktor gefixt? Ja, dann könnte es auch Danny sein, weil er nichts sagt. Nee, Danny hab ich... Nee, also ich hab gerade den Pack auch für den Chef das ganz angeschaut. Verdammt, Alter. Ja, fuck. Wenn es ein Early Kill war, bin ich scuffed, dann bin ich der nämlich sus und dann haben wir verloren, weil dann der Imposter einfach easy Game macht. Ja, vote Danny. Danny, oh, vote. Uns fehlen. Nein, vote. Wen soll ich voten? Wen? Vote einfach. Texte finde ich leider, ich weiß nicht, wie ich voten soll. Junge, Danny vote einfach. Danny so lost. Oh, man. Oh, shit, Leute. Oh, shit, das war belastend. Ah. Oh yes, Michael entlarvt. Dass ich da nicht gewendet bin, war der größte Fehler, Alter. Größte. Ja, du wärst ungewendet. Simon, my bad. Ey, Simon, du hast mich so gefickt am Anfang. Ey, aber ich sage dir, den Kill, wo ihr mich zuerst beschuldigt, das war Kevin. Der hat, ich bin reingelaufen in diesen Kill. Ja, ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn wirklich nur reported. Und das war so. Übel lang davor, holy shit. Ja, so, es wäre so sick. Es wäre so sick, könnte man mit seinem. Es wäre so nice, könnte man mit seinem Imposter-Mate so schreiben. Ey, Leute, ich bin an der Leiche schon vorbeigelaufen. Leute, last round? Noch eine. Ich hab's nicht gesehen, ich schwör, ich bin eine davon nicht gesehen. Eine noch, let's go. Hey, hast du den Early gekillt, Papa, Papa? Let's go. Okay, ja, eine letzte. Ja, ich hab nicht gesehen, wie krank. Das ist so ein Zufall, imagine. Das war so ein Zufall. Ich hab die am Anfang nicht gesehen, die Leiche. Es war so unlucky und dann war es so dumm, dass ich nicht gewendet bin. Ich hätte so wenden sollen. Ja, du hättest 100% wenden müssen. Du bist dir und Danny in die Arme gelaufen. So dumm. Okay, Leute, wir haben eine zweite Chance als Imposter. Let's go. Ist das hier Download? Ich glaube, es ist der Download. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kreditkarte. Weiß niemand, wie lange ich dafür brauche. Niemand weiß das. Ich kann auch keine Sabotage machen. Okay, jetzt aber. Kann ich jetzt? Nee. Jetzt? Jetzt kann ich Räume zumachen. Schwach. Sabotage. Ja. Moin. Wo muss man raus? Was passiert? So, wer war mit Tim Gabel unterwegs? Ich bin nicht mit Tim Gabel. Ja, als würde man das jetzt so sagen. Ich war mit Tim Gabel unterwegs. Nein, stopp. Aber wir rechts waren 5 Leute oder so. Rechts ja, waren 5 Leute. Ich habe noch 2 gesehen. Reefed, Danny. Genau. Meine Wenigkeit. Noch irgendwer. Ich war am Anfang auch und als Licht ausging, bin ich Electric gegangen. Als gerade Report wurde, war ich Shields. Ja. Simon war am Anfang, ist aber wieder zurück nach links gegangen, glaube ich. Okay. Oder nach unten, not sure. Reapers, wo warst du gerade? Wer waren die beiden Leute, die mir entgegengelaufen sind? Danny? Wo ist die Leiche überhaupt gewesen? Kevin und ich. David und Pablo, ja. Okay. Was sagst du, Wieland? Nochmal? Warst nicht rechts? Ich war hundertprozentig rechts. Habt ihr rot-rechts gesehen? Hat irgendwer rot-rechts gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Aber müsste Lake. War es jetzt ein Leichenreport oder war es jetzt ein Emergency Call? Ja, würde ich auch gerade gerne wissen. Emergency war es. Ja, aber. Aber rechts ist ja nicht gestorben, weil, keine Ahnung, wir waren... Nee. Rechts hätten wir gesehen. Rechts waren alle. Das Einzige, was ich ein bisschen weird halt fand, Simon ist halt anstatt mit uns rechts komplett lang gelaufen, nach links gelaufen und kam dann so aus Electrical Storage Richtung. So, Reapers war auf jeden Fall... Was hast du da gemacht, Simon? Ja, kann ich dir sagen. Ich bin erst Weapons, hab den Download-Task gemacht, dann bin ich über Admin, Kreditkarte, rüber zu Shields. Und da habe ich euch getroffen. Auf dem Gang von Shields zu Storage habe ich euch getroffen. Okay, Steffo, warst du unterwegs? Ich bin runtergelaufen zu Admin, habe mich auch vorhin Reese gesehen und bin dann noch weiter runtergelaufen. Wohin? Mhm. Wohin von Admin dann? Zu Storage. Und dann von Storage zu? Zu Lower Engine, da habe ich dann meine Task gemacht. Und dann hat bin ich zu bei Lower Engine gesehen? Ich habe ihn am Ende gesehen. Electrical war am Ende, ja. Wir sollten Chef im Auge behalten, I guess. Und dann ist er zu Lower Engine. Komatra, wo warst du? Ich bin im Emergency Meeting gerade gewesen. Also ich war rechts. Ja, davor. Bin ich direkt zum, also ich war rechts. Guck mal, wir haben einen smarten Move, wenn du jemanden killst und dann die Emergency. Ja, Romatra war ja nicht relativ lang Cafeteria. Könnte sein, Bro. Was machen wir? Voten skippen. Romatra und Chef will ich im Auge behalten, in meinem Opinion. Was war mit Reese? Haben wir das geklärt gehabt? Ich war Lower Engine. Okay. Ich war komplett rechts. Hast du Chef gesehen in Lower Engine? Nee, Chef Schaubel war kurz vor. Tim Gabel ist der Mörder. Ich bin von Lower Engine zu Electrical gekommen dann. Dings auf Farbe hat mich. Oh, ganz. Ich muss immer meine Task und Shield fertig machen. Die habe ich immer nicht fertig. Schön meine Shield-Task.
Life is life. Na 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 na. Da 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 da. Da 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 da. Life is life. Da 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 da. Da 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 da. Ja. Sehr gut. Warum ist dein Kill grau? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich nicht killen kann. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Zehner, das ist Reefed. Wer? Reefed. Reefed, ja. Ich? Warum? Warum? Es war ein Millimeter, es war ultra knapp. Ich bin gerade von O2 hochgegangen, ich hab versucht O2 zu fixen, hab gechoked. Dann bin ich hier oben raus über Weapons um ein Millimeter. Reefed läuft mir gerade entgegen, geht die Tür zu. Eine Sekunde früher, ich wäre am Arsch, ich wäre da gefangen. Also es muss sie nicht sein, aber sehr, sehr verdächtig. Ja, aber Bro, keine Ahnung, deswegen würde ich jetzt niemanden rausvoten. Nein, nein, also ich hab, würde ich auch nicht, aber sehr verdächtig. Ich hab O2 Admin gefixt und bin dann hoch zum anderen O2, weil ich dachte, dass nur eine Person O2 gegangen ist. Dann seid ihr drei mir entgegengekommen, da habe ich meine Kabelverbindung fort mit Navigation gemacht. Ich habe noch kurz eine Frage zu der Runde davor. Ja. Und zwar, Fabo hat gesagt, er hat war lower. Es war so, Chef Stroll hat gesagt, also Chef Stroll war am Ende mit mir in Electrical, ja. Aber er hat gesagt, er ist zu Lower Engine und dann erst Electrical. Keine Ahnung, warum er so. Ich kam von Lower Engine zu Electrical. Ja, aber du hast gesagt, Engine. Hört ihr mir eigentlich zu? Ich hab gesagt, ich komme von Lower Engine zu Electrical. Nein, du hast gesagt, du warst Admin, Storage und dann bist du Electrical gegangen. Das war deine Story. Nein, ich hab. Das war hundertprozentig deine Story. 10 Subgift, also von mir aus denkt das. 10 Subgift, schau mal ein VOD an. Ich hab gesagt, ich bin von Lower Engine. Würde ich trotzdem kicken, Chef Strobel. Dann kick mich. Ich bin von Lower Engine zu Electrical gekommen. Ich hab das 100%, 1 Million% gesagt. Admin, Storage, Lower Engine und dann Electrical. Nein, das hab ich gekonnt. Chef, da müssen wir es auch entgegengekommen sein, oder? Wenn du zu Electrical bist. Oh nein. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin von Lower Engine. Ich bin von Lower Engine zu Electrical gelaufen. Nein. Es ist ja gar keiner gestorben überhaupt, die Runde, oder? Ja, eben. Nein, lass uns einfach geht man einfach Tasks machen. Die beißen sich einfach, die Aussagen von Josh Strobel. Die haben sich geändert. Ja, das Chef im Auge behalten. Die haben sich ganz doll geändert. Chef ist mir richtig suspicious hergelaufen, aber das heißt nichts. Ich bleib die ganze Zeit bei Chef. Ich bleib die ganze Zeit bei Chef. Wenn ich tot bin, dann... Life is life. Okay. Double kill. Navigation lag eine Leiche. Ich weiß das. Warte mal, waren es zwei Tote? Ich weiß auf jeden Fall, wer ein. Reapers, Danny können es nicht gewesen sein. Die waren links, aber es ist ein Double-Kill. Keine Ahnung, wo Romatra schon gesehen. Wait, wer hat gesagt? Reapers, Danny können es nicht sein, ja. Ey, können wir mal kurz festhalten, dass Romatra gesagt hat, er rennt mit Chef Strobel rum, wenn er tot ist, ist er? Ich bin auch. Chef Strobel. Nein, warte ganz kurz. Ich bin O2 gewesen. Ja. Also ihr könnt sagen, ich habe ihn halt in den Camps abschnitzeln sehen, also live. Ich habe exakt gesehen, wie Chef Strobel jemanden in den Camps abschnitzelt. Doch, ich habe in den Camps. Also ich kann auf jeden Chef oder Reefed. Nein, ich stand bei den Camps, Antonia. Oh. Security. Nein, aber sie muss doch zum Button laufen, Kevin. Security, meinst du? Die Camps, hey, die Camps sind auch gut. Ja, ich bin ja dann zum Button gelaufen, Kevin. Und wo hab ich ihn getötet? Du bist auch sicherlich über oben lang gelaufen, da habe ich niemanden gesehen.
Also ich war in den Camps, hab gesehen, wie Chef Strobel jemand gekillt hat. Ja, also wo? Wenn jetzt, wo habe ich ihn getötet? In den Camps, ich weiß nicht genau, welcher Ort wo in den Camps ist. Ich habe es aber gesehen und bin instant zu Cafeteria gelaufen. Und ja, Navigation, hab gesehen, haben wir doch schon gesagt. Camps geschaut hab. Haben doch schon, warum, woher wussten eigentlich zwei Leute, dass die Leiche in Navigation liegt? Oh, warte mal, wer hat das auch? Wer hat ich war in den Kameras, ich war in den Kameras und habe okay. die Leiche in Navigation gesehen. Kevin und Reef waren in den Kameras. Toni hat es auch gesehen, also stimmt's doch. Nein, Antonia war gesehen. Bei mir nicht. Antonia war bei mir nicht. Kevin, weil sie zum Button laufen muss. Button gelaufen bin, aber kann das doch gar nicht sein. Cabo, schreib ihn nicht an, du Schwein. Also Reef oder Chef? Reef oder Chef? Also ich bin eher für Reef, ich bin ehrlich, wie es ist. Wer hat es gesagt gerade? Ich bin für dich, weil du. Ja, weil natürlich, du, weil ich dich auch angeschaut habe, weil ich gesehen habe, wie du jemanden gekillt hast on Cam. Wer war nochmal? Es haben zwei Leute. So oft wie du Imposter, was? Es haben noch zwei Leute was gesehen. Ich war den ganzen Tag nicht Imposter. Ja, ganze Zeit nicht einmal. Ich habe Reef gesehen. Wirklich. Ah, Reapers war auch bei den Camps. Ja, Reapers hat die. Ja, Reapers ist mir entgegengekommen. Hä? Reapers hat die Farbenverbindung gemacht. Ist es vielleicht Reapers und Reef? Nein. Reapers ist mir entgegengekommen. Es muss Chef Strobel. Es ist Chef Strobel. Ah, es ist schon wieder so harte Random Votes gegen mich. Oh mein Gott, Chef Strobel macht nicht diese. Antonia, wo bist du langgelaufen zum Button? Weil ich hab dich ja wirklich nicht gesehen. Obenrum, über. 1, 2, 7. Okay, vielleicht sind wir ganz unlucky aneinander vorbei oder so. Ich hab sie gesehen. Ja, nein. Real Talk. Ich will sie nicht ausschließen. Jetzt bin ich alleine, Leute. Das ist nicht so gut. Jetzt bin ich alleine. Jo. Ich habe meine Task fertig und ich würde gerne wissen, ob jemand tot ist. Nee, ist niemand tot. Ist keiner, wir haben da nur rausgewartet. Ja. Ich habe auch meine Task fertig. Also, sorry. Ich wollte gucken, ob jemand tot ist und ja, weil ich, wer war auch noch Task? Irgendwer hat mich gerade in der Leitung eingesperrt. Ich mache in Cafeteria dieses Kabelding. Ja, es, also es ist auf jeden Fall, wurde sabotiert. Es kann aber auch sein, dass natürlich einer von denen rausgeworden ist. Also Chef kann sabotiert haben. Hast du eine Aufgabe gemacht, Kevin, so gerade? Ich habe die Kabel, boah, ich weiß nicht, wo es vorher war, aber dann bin ich als letztes zu Cafeteria gegangen und links oben habe ich diese sind Kabel. Sind zu dritt bei den Camps, das ist halt so boah, okay, weiß ich, entweder halt so Navigation, okay. Also so rechts irgendwo, irgendwo rechts, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Also ich habe müsste eigentlich Navigation gewesen sein. Oder? Da habe ich auch, da bin ich erst lang gegangen, habe da Kabel gemacht und dann hoch Navigation und dann habe ich meine letzte in Cafeteria gemacht. Sorry, ich weiß wirklich gar nicht mehr, wo ich lang gegangen bin, aber okay. Ich habe alle Quests gerade fertig gemacht. Alright. Da müssen wir skippen und einfach die Task fertig machen. Also ich habe meine Task auch fertig. Ich auch. Ich auch. Ich überlege gerade. Bleib den Gruppen. Ja, fühle ich. Aber ich will noch mal ganz kurz. Antonia hat ja vorhin Chef Strobel quasi verdächtig gecallt. Und ja, wenn er es wirklich ist, das finde ich, ist Reef auf jeden Fall. Genau, dann müsste Antonia safe sein. Ja, Antonia safe. Wäre doch schon tabelt. Oh, sie machen Five. Bitte? Nee, ja, okay, lass mal was geben. Ich wollte es einfach nur kurz halten. Reef auf jeden Fall. Ja. Willst du mit ein paar Platz zusammen rumlaufen oder was? Ich laufe mit Kevin. Okay. Damit ihr wisst, wenn ich sterbe, okay. Weil ich bin ja nicht perfekt. Hier und wenn ich, ja, Bro, tue, bin ich... Hast du noch Aufgaben, Fabo? Nö. Mach okay, ich auch nicht. Nicht müde, Danny, nicht müde. Den halt alles zusammen, das ist halt das Problem, ne? Das ist halt ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie ich jetzt einzelne Leute hier rauspicken soll. Ja, es ist nicht möglich. Perfekt. Okay. Stell ich mich hier hin.
Bam, bam, chicke, bam, bam. Oh, ja, war ich ja möglich. Ja, ja, ich war's. Ey, du hättest unbedingt killen können, Fabo. Nee, nee, ich war die ganze Zeit bei den anderen. Ja, wenn ihr am Ende halt so Zeit checkt, kannst du nicht. Ja, war schwierig. Noch eine Runde. Eins geht noch. Eine letzte. Letzte, aber jetzt wirklich letzte. Wer letzte? Letzte. Jetzt letzte. Jetzt letzte. Eine letzte Runde. Letzte, letzte, letzte. Ehre, Ehre. Eine letzte. Ich hab den Button gedrückt und dachte so, ich krieg euch von den Kameras ein bisschen weg, aber... Du bist zur Storage gegangen, bist in Electrical. 100%ig war das. Ey, ich try. Ich bin zu Lower Engine und dann rübergegangen. Let's go, lass direkt machen, Freunde. Gar nicht lange zögern. Ja, ballern. Ballern. Alles klar. Schwierig war es. 4A. Der Typ ja auch. Hätte Licht manipulieren können, aber. Hat er es gesehen? Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Oh, ich glaube jetzt. Moment. Radical, what fuck? Kevin? Beide so noch eine Runde. So ist Kevin, wer ist mit dir nach Admin reingelaufen? Ich. Wo ist der Kevin? Alles gut, Leute, wir sind safe. Alles gut, wir sind safe. Oh, what the fuck, ich kam gerade Admin reingelaufen. Die waren, warst du auch in Admin? Nein, ich bin gerade eben in Admin reingelaufen, wollte Cardswipe machen und am Cardswipe liegt die Leiche. Oh Leute, da bin ich hoch. Also ich war gerade mit Simon Unge, bin ich da von Navigation runtergelaufen, der ist es safe nicht. Also ja, gut, ich wusste nicht. Alle reingelaufen, Dicker. Ich wusste nicht genau, bei wem ich war, aber scheinbar dann bei Tim. Ja, okay, nein, so hey, Simon, ich bleib bei dir. Ja. Shield, ja, waren wir gerade. Ich war gerade in Navigation mit zwei anderen Leuten, aber ich schwör. Oh, hat's nicht gemacht, Maschallah. Wer war mit Reapers in Navigation? War Klingel. Ich hab mit einer 100 zu Sheets gelaufen. Romatra, ich bin auch noch mitgelaufen. Wo warst du gerade, als du die Leiche entdeckt hast? Weil ich hab dich gerade. Ich war auch in Navigation. Wo ist die Leiche? Es kann nicht jeder Navigation gewesen sein, das geht nicht. Also Reef war Navigation. Ich war mit Reapers ganz rechts. Reef war auf jeden Fall Navigation. Okay, Danny, wo warst du? Danny? Ich war AFK am Spawn, weil ich gerade nebenbei was mache. Ach ja, das ist richtig, stimmt. Danny war AFK. Das hab ich auch gesehen. Also muss Legend wieder Chef gewesen sein. Oder habt ihr Chef auch in Navigation gesehen? Ich bin halt der Einzige, der wieder kein Alibi hat. Was soll ich sagen? Ja, so schlecht. O2 habe ich irgendjemand gesehen und ich bin von O2 Insta runter zu Shields gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich O2 gesehen habe, aber ich habe O2 den Müll entsorgt und bin runter zu Shields gelaufen. Insta. Und irgendjemand hat mich auch gesehen. 1000%. Das hört sich nicht glauben. Er könnte von Adam rüber. Das ist ein Tonia, also, könnte echt sein. Der kann halt wirklich von unter Navigation zu Admin reingewendet sein. Da ist auch genau der... Also der Stoll hat eh einen Posterpass heute. Wo war der Kill denn gerade überhaupt? Ah, verdächtig. In Admin. Dann könnte es Romatra-Chef oder ich gewesen sein, richtig? Ist das jetzt die Zusammenfassung? Ah, ich habe nicht gewonnen, okay. Wie random einfach. Ich bin einfach. Das ist nicht random, du bist halt der Einzige, der kein Alibi hat. Niemand hat dich gesehen. Bilan, die Pizza. Tim gibt mir Alibi, der Ehrenmann. Oh, wir müssen jetzt hier schnell ballern, wir müssen ballern, Leute. Sechs, neun. Danny, ich mute. Wir müssen nicht muten. Scheiße, schon wieder verklickt. Perfekt. Tschüss, Reefed. Hallo, Chef. Wohin mit unserem Leben? Das ging schnell. Da 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 da
Tim Gabel. Ja, ich gehe einfach zu Tim. Ich gehe einfach zu Tim. Ich bleib bei Tim. Ich bleib bei Tim. Komm, Tim. Okay, Dead Body in Electrical. Ich hab Danny als Electrical, also Richtung Electrical gesehen. Ich bin beim O2. Also wir waren gerade, Unge, wo waren wir? Wir sind bei Wir sind zu Kameras reingelaufen, da waren alle gefühlt. Also Reaper, Reapers war da, ne? Danny, Paar Platte? Weiß nicht. Ja, Reapers, Kevin. Aber Reapers könnte, Reapers war schon. Ich hab auch Reaktor gemacht. Aber Danny... Electrical rübergegangen sein. Ja, gut. Wo war Danny und Romatra? Ich war immer noch am Anfang ganz in AFK, weil ich immer noch Shit ich war am Rumpfen gelaufen. Ich war auch Camps. Ah, okay, hab ich nicht gesehen, es waren so viele Leute. Ja, Romatra ist nach dem Chef. Chef war es ja anscheinend nicht. Chef war es anscheinend nicht. War, keine Ahnung. So, ja, der einzige, der Chef vorher noch gewotet und gepusht hat, war Fabo. Ja, hey, du auch. Aber du auch. Wir haben beide ihn gewotet. Genau, genau. Deswegen, also ich würde mich opfern und Fabo mit mir in den Tod reißen. Aber. ich hab oben Reaktor gemacht und dann bin ich. Und Fabo ist auch der Einzige, bei dem wir nicht wissen, wo am Ende war. Weil ja, Cam ist echt low, Leute, ne? Ich bin in Admin. Ich weiß nicht, habt ihr mich nicht in den Camp gesehen? Wenn alle da sind, müsst ihr mich doch gesehen haben. Ey, ganz kurz, ich finde, dass es eigentlich ziemlich possible war. Kann jemand irgendwie vorher bestätigen, wo Reapers war? Weil, Bruder, der Kill war ein Electrical und als ich ankam, war er halt schon da. Er ist, glaube ich, nicht mal zu dem Reaktor gegangen. Ich kann nur bestätigen, dass ich mit Tim zusammen in diesem, wo man sich so heilt, dieses Stage mit den Tränken, wie heißt die nochmal? Mad Bay wahrscheinlich? Ja, genau, sorry. Ja. Mad Bay mit Tim, dann sind wir hochgelaufen, so links, runter und dann zu Security. Also ich habe nichts von Reapers gesehen. Es könnte auch ein Self-Report sein, ne? Ich will nochmal hören, was du sagen wolltest. Ich bin gerade nicht in der Electrical rein. Das Ding ist, ich war derjenige, der Reactor ausgemacht hat, Fabo kam rein, ich war der Erste, der da war. Ah, ich war unten. Ja, Reapers war unten und Kevin auch, ich war oben ausgemacht. Ja. Ah, okay, okay. Warte, Danny, du bist bei uns, du bist hinter uns hergelaufen, hast du nicht gerade gesagt, du warst AFK? Ich war anfangs AFK und dann bin ich mit Tim, Madbay gewesen, Tim kannst bestätigen. Lüge. Ich hab ihn nicht gesehen, Danny, ich hab ihn nicht gesehen. Was laberst du? Nee, ich hab da drei gesehen, ich hab da safe drei gesehen. Nein, war Joke. Hier besser ist. Hä, ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Ich hab ihn wirklich nicht gesehen. Safe Call, Ungarn, Fabo, Safe Call. Ja, auch Ungarn, bei der Kamera. Ey, aber Simon push auch. Wie geht denn so random? Ruhe. Oh mein Gott, ich dachte, es voten alle für Danny. Zwar habe ich mich auffällig gemacht, weil ich gevotet habe, Alter. Ätzend. Ich dachte, die haben gevotet. Ich hätte einfach skippen sollen. Ich hätte einfach skippen sollen, Leute. Verdammt. Wieder jemand gestorben. Okay. Ja, wir müssen jetzt auch voten. Ja, wir haben doch einen. Für mich ist es immer noch Danny mit einem Self-Report. Zu 100%. Junge, ich hab doch legit die Zitate. Also, ich würde Danny nicht verdächtigen. Ich hab ihn zwar eben gewotet, aber die Reaktion fand ich sehr real. Deswegen. Danny, was denkst du? Ich denke, es ist Unge. Was? Du warst doch voll Mad Bay mit Tim. Ich war Mad Bay mit Tim am Anfang, ja. Tot. Aber jetzt war ich mit Fabo in Navigation mit der Rota in Admin und dann war ich stuck mit Romatra und Unge. Unten ist Comms nicht, Admin. Hä? Ach, du warst Madbay mit. Doch, Admin-Karte durchziehen. Stimmt. Es muss, stopp. Es muss Fabo gewesen sein. Oh, fuck, Digga. Warum? Fabo hab ich auch nicht gesehen. Stopp. Also, Unge, Danny und ich. Und ich hab Tim davor ganz kurz gesehen. Also, ich hab ihn in Madbay gesehen. Bin dann weggegangen, er hat sich gescannt. Und dann hab ich Unge und Danny getroffen und dann ist er gestorben innerhalb von ein paar Sekunden. Wenn du ihn, Bro, weißt du warum? Ich sag dir mal, als ich Camps war vorhin, ihr wisst ja, ich war ja die ganze Zeit Camps, und da hab ich gesehen, alle drei, Danny, Unge und auch Tim waren in Madbay drin und Unge meint erstmal, nee, ich hab Danny nicht gesehen, dann meint Danny jetzt gerade, ich war da nur mit Tim. Ja, es sind Fabo und Unge. Ich hab gerade mein Simon Says gemacht, das war meine letzte Karte, also, ich bin fertig hier. Unge kann den Tim, ich den find, gegen Tim nicht gemacht. Ja, ich finde Reapers und Fabo auffällig. Bullshit.
Bullshit. Wen hast du gewotet? Also, eine maximale Reizüberflutung. Wir müssen jetzt jemanden voten. Ja, wir jemanden voten. Dann, also ich bin's nicht, weiß ich 100%, dann Reapers, muss es Reapers sein. Reapers hat den Firefet-Move. Ja, Reapers Firefet. Es ist da. Nein, nein, Danny, bitte vote, wen Reapers votet. Reapers, wen hast du gewotet? Unge. Dann vote Danny. Weil Fabo und Fabo zusammen. Ja, genau, Fabo und Unge halten zusammen. Fabo und Unge halten gerade zusammen. Ich hab doch gerade gesagt, Fabo und Reapers. Okay, votet danach, ihr seid tot. Ihr habt verloren. Nein, nein, haben wir nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Simon war. Auf mich! Fabo, du bist so. Ja, weil ja. Simon nicht war! Oh mein Gott. Simon ist es nicht! Direkt Auto, geht direkt Auto. Ihr müsst direkt Auto gehen. Oh mein Gott. Verdammt! Komm, das können wir noch packen. Das können wir noch packen. Problem ist. Schlecht, Fabo. Digga, also Danny. Hä, was für? Nein, Danny! Es sind Reapers! Es ist Reapers! Es sind Reapers! Du hast mich gewotet, das war dein Danny, du hörst zu Flo. Das war dein Video, dass du mich gewotet hast mit Unge. Hättest du mich nicht gewotet, dann hättest du vielleicht noch irgendwas saven können. Nee, Scheiße! Das wäre so RIP gewesen. Scheiße. War keine Sus auf Danny, aber. Ich mag mal Küsse. Hättest nicht mich gewotet. Bro, ich hab meine Task gerade machen wollen. Fabo! War Unge der Zweite? Ja, ich war's. Aber Fabo, warum killst du mich? Wie dumm. Ja, keine Ahnung, ich hab dich reinlaufen sehen und einfach umgehen. Ja, ja, aber die haben mich so verdächtigt, du hättest mich leben lassen müssen. Ja, ich hab nicht. Ja, immer alle so Start auf mich gehabt. Ich sage gerade so, schaut. Simon, ich sage gerade so, yo, Simon. Ey, noch eine Runde für dich, er wirkt so legit. Tim gefällt mir, Alter. Tim ist letzte Runde, komm, letzte Runde, wer ist dabei? Yo, ich bin dabei. Stimmt. Ja, aber Simon war stark. Du machst noch eine Runde, hast du gesagt? Hä? Nein, noch eine Runde? Hey. Eine Runde noch? Eine Runde. Eine letzte Runde. Ja, direkt steil. Einer ist euch bereit. Das ist wie beim. Das ist wie beim Saufen, Alter. Aber einen trinken wir noch und dann gehen wir. Dann kotzt einer immer alles vor. Aber letzte Runde. Saufen. Auch immer bin ich ein Poster. Spaß. Ich hab einen Lore, Alter. Big Shoutout. Zurück. Okay, wir müssen jetzt eine Crew-Runde nochmal holen hier. Ich werd abgeschlachtet. Ich will nicht abgeschlachtet werden. Nein, schlachte mich nicht ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gruppe hängt mir zu sehr an den Camps. Also ich bin jetzt eh, Crewmate, scheißegal. Aber die Gruppe hing mir zu sehr an den Camps, Alter. Immer die ganze Zeit Camps. Och, komm schon. Danke. Oh. Come on. Ich habe eine Leiche gefunden. Wo? Wenn jemand von Admin rausgeht, runter. Da ist mir aber gerade von oben jemand entgegenkommt, den würde ich ausschließen. Wer war das? Das war Reese wahrscheinlich. Ich bin gerade bei Edmund reingelaufen. Ja, hast du mich gesehen? Ich hab dich gesehen, ja. Ja, also deswegen würde ich Reese ausschließen. Ich war die ganze Zeit in Camps. Also ich bin direkt zu Camps gesprintet. Ich hab gesehen, Antonio war oben bei Medbay. Mhm. Wo waren die anderen? Also ich hab. Jetzt am Ende. Ich hab Dominik losgelaufen gesehen. Rietzmann, hast du gesehen, wer ein Edmund war? Nee. Warte, ich
muss mal kurz, ich muss ganz kurz überlegen, wie es war. Ne, es war keiner in Admin. Es war, ich bin rausgelaufen, Retzmann ist reingelaufen. Ich bin reingelaufen. War keiner mehr drin, war keiner mehr drin. Wo genau hast du die Leiche gefunden? Direkt von Admin, direkt runter, den, ganz kurz nach dem Gang in, wie heißt es? Storage. Storage, oder? So, ehrlich? Ah, okay. Ja. Weil das ja. Ding war bei mir, warum ich auch kurz gestockt habe, weil ich bin nach Admin eigentlich rein wollte zu der Task laufen, dann aber ganz kurz hat mein Report-Button so aufgeblinkt, aber das ist so für so eine Millisekunde. Ja, ich war sehr nah dann, auch. Also, aber das war ja, also wenn es Anfang von Storage wäre, wäre das ja schon ein bisschen früh, wenn ich in Admin-Eingang den Report-Button bekomme, oder? Ja. I don't know, vielleicht war es verbuggt oder so. Aber wenn, ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist, wenn du den Button schon hattest, als du rein, als wir ins Gang gegenlaufen sind, weißt du, dass ich ihn nicht getötet habe. Also. Ich finde, Dominik hat sehr langsam geantwortet. Wer war von euch? Wer von euch ja. war? Aber keine Ahnung, guck mal, ich sieh mal, wir waren doch auch schon vorher irgendwo anders zusammen. So. Ja, ja. Also, aber da war doch der. Bestimmt noch der Kill. Also ich bin Cafeteria Mapberg gerade rein. Aber also ich bin gerade von Ding gekommen über. Über warte kurz, ich muss gucken. Dazu kommt genau. Ich habe diese komische Schildaufgabe gemacht, wo du diese Dinge andrücken musst. Ja, Tim kann es nicht gewesen sein. Ich bin da mit Tim ganz rechts gewesen. Also. Mit wem war ich? Gefährlich. Mit mir, Reapers. Okay. Dann also lass mich chillen. Warte, hat jemand Danny? Wo war Danny als letztes? Weiß irgendwer? Nee, ich habe keinen Plan, Alter. Also wer war alles jetzt? Unge, Reese oder so. Unge, Reese, wer war noch Admin? Nur wir beide. Ja, dann. Ich vermute dann, wenn Danny keiner gesehen hat. Einer von euch beiden. Einer ist strange. Oder ein Self-Report. Lass zusammenlaufen, ich zeig dir Schniedel. Nein. Reese, auf keinen Fall. Oh. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde ein paar Platte. Mega sus, weil er am Ende mich beschuldigt hat, obwohl ich ja sogar noch. Ja, Reapers, willst du mich töten? Willst du mich töten? Oh, Tür zu. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ey, kurze Frage, wer war gerade bei Upper Engine? Bro, chill. Ich verkaufe meinen linken Arm, wenn es nicht Junge ist. Der linke Arm. Okay, also warum? Wer war Upper Engine? Junge, warst du bei Upper Engine? Nee, ich war als Reapers, wie ich das letzte Mal gesehen habe, war ich Electrical, dann ging die Tür zwischen uns beiden zu, ich war all eingesperrt in dem Raum. Und warum sollte Reapers mich also beschuldigen? Also ich sag ganz ehrlich, ihr könnt mich ruhig voten, aber ich sage euch, bis jetzt finde ich, auch wegen Pablas Aussage, Reapers und Pablas sehr verdächtig, weil Kevin am Ende gesagt hat, ich hab mit Reese gesagt, yo, Reese war es auf gar keinen Fall, er kam von oben und ich bin runtergelaufen. Dann hast du gesagt, ja, dann war es ja einer von den beiden. Aber am Ende war es Jungs, ich war Admin und hab geguckt, okay, und einer hat sich teleportet in Upper Engine. Okay, wenn du einen von denen bei Upper Engine... Ich bin da einfach hingelaufen. Simon, du bist ja gerade Upper Engine, ne? Du kannst auch reinlaufen. Ja. Das sieht nur manchmal so aus, als würde man sich teleportieren. Kevin, du hast gesehen. Ich bin extra... Die Gänge zählen nicht als Räume. Ich bin der Rübers von meiner Seite nochmal von vorne, Bruder. Bitte? Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast. Sag nochmal. Hör zu. Er sagt, der Arm ist jetzt ab. Ich hab gesehen, dass die Tür zugegangen ist, ne? Ich bin gerade ja aus Electrical rausgegangen. Ja? Ich bin gerade aus Electrical rausgegangen. Ja, war hinter dir. Ja, genau. Und er wollte mich da gerade einsperren. Ich hab mich auch die ganze Zeit nicht in den Raum getraut. Dann bin ich extra. Reapers, du hast echt oft Angst, dass sich Leute einsperren. Reapers, das ist echt oft so, ne? Vielleicht ist das ein Trauma irgendwie. Muss man mal erst alleine. Kevin hat sich geladen, Reapers. Soll Kevin Electrical zugemacht haben, Bro? Nein. Ich kam da gerade an. Die Tür war zu. Wir haben Blue da drin gesehen. Ja, ich hab Kevin immer da jemanden gekillt hat und meine Aufgabe gemacht, aber war halt nichts. Und dann bin ich runtergelaufen und dann Security hoch. Ich weiß nicht mit wem, ich glaube alleine oder. Also Reapers, ich finde deine Anschuldigung halt verdächtig, aber ich verstehe deine Anschuldigung. Ich verstehe jetzt, wo du es erklärst, verstehe ich deine Anschuldigung, aber ich finde es trotzdem verdächtig. Ich habe nur gesehen, dass Simon und Reese zusammen nach unten gelaufen sind. Also wenn Simon ist, dann spielt er mich komplett los, weil der hat mich schon 7000 Mal getötet. Okay. Also Reese hätte mich auch töten können. Also kriegen wir jetzt einen Arm. Könntet aber auch ihr beide sein. Und ich möchte gerne den Arm. Reapers Arm ist ab. Wir wissen es ja nicht. Reapers Arm ist ab. Schick den nochmal derer. Fall Guys Pro Arm. Oh, sein Arm ist weg. Zoll am besten, oder? Ich scanne mich.
Bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Nein, Fabo, bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht, Fabo. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich hatte Angst um mein Leben, Alter. Hab's gesehen, Fabo ist gewendet, gelb. Fabo. Ja, ich hab Fabo wenden sehen. Nachdem er weiß gekillt hat, habe ich Fabo wenden sehen. Ich hab Simon noch und Nein. Doch, ich bin mir relativ sicher, dass es Fabo sein musste. Oder was? Simon und Kevin, ich hab euch in Admin gesehen. Hallo. Simon und Kevin sind in Admin. Woher wüsste ich das, wenn ich nicht an den Kameras stehe und nicht gewendet bin? Weil du auch von Security reingewendet sein kannst in den Electrical. Ja, aber kann ich mich zu den Camps hintippen? Ja, von Electrical zu Security. Für mich ist Tony, für mich ist Tony. Es muss also, keine Ahnung. Wenn es nicht Fabo ist, ist es Rumaethra. Ja, weil, lass uns Fabo outen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich stand in den Camps. 90%, nein, ich bin mir 90% sicher, dass es gelb war. Lass uns Fabo voten. Rumaethra stand an den Camps und was hast du gesehen? Hast nein, du ich stand nicht an den Camps. Ich war an den Camps. Ja, das muss eigentlich Fabo gewesen sein. Ja, lass uns Fabo voten und wenn dann irgendwie zu viele Leute sterben, voten wir Reef noch. Mhm. Ja, fühle ich, was Simon sagt. Aber ich, ja. Ja, Fabo. Ich weiß halt nicht. Ja, Fabo, scheiß auf dich. Fabo, scheiß auf dich. Scheiß auf dich. Ciao. Ciao, Kakao. Nächster Tag in Row, Jim. Let's go. Nein, Kevin, töte mich nicht. Waiting for second user. Waiting for second user. Komm. Komm, Junge. Waiting for second user. Komm, Junge. Okay, passt auf Folgendes. Eine Leiche. Ich hab auf die Kamera. Erstmal noch nicht sagen, wo, aber ich hab eine Leiche gesehen. Wo wart ihr alle? Ich stand also da gerade im Reaktor und habe unten auf den Knopf gedrückt und warte schon. Wait for seconds. Ich bin bei Communications und mach gerade wieder dieselbe Aufgabe da und dann hast du mich gerade dabei unterbrochen. Du warst bei Communication, okay. Auf Weg zu Lower Engine. Elektrik. Okay, und Rumaethra? Ich war gerade, ich habe die zweite Hand. Wo warst du? Genau, ich weiß, wo du warst. Ich will wissen, wo Rumaethra war. Ja, wo warst du? Ich habe die Hand auf den Reaktor gelegt gerade eben, sonst wäre nicht rausgegangen. Da muss es Tim gewesen sein. Ich habe Navigation. Nein, der ist bei Electrical gewesen. Natürlich habe ich die Hand auf den Reaktor. Ja, okay, ich habe schon nicht gesehen, Rumaethra. Ich habe schon nicht gesehen. Ja, aber wer hat Rumaethra gesehen? Der ist bei Electrical gewesen. Ganz kurze Frage, ich weiß nämlich nicht. Muss man den Reaktor erst ausmachen, bevor jemand Emergency Call machen kann? Ja, genau, der hat okay. Ja, dann muss Rumaethra, safe sein. Ja, gut. Es muss Tim sein, hundertprozentig. Ich ja, bin's aber nicht. Stopp, es könnte auch Paar Platte sein. Ich hab gesehen, dass jemand gekillt hat und runtergelaufen ist, Shields. Es kann auch Paar Platte sein. Ich könnte auch sein, dass es Kevin ist. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wieso Kevin das glaubt. Erklär bitte nochmal. Also pass auf, ich habe alle Quests fertig, dachte mir so, okay, was mache ich jetzt? Ich war mit Simon Security davor, also bei diesem Kreuzer, ja. Dachte mir so, ja, da stelle ich mich jetzt an die Camps. Ich bin instant an die Camps gegangen, in dem Moment, wo ich an die Camps gehe, sehe ich eine Leiche Navigation liegen, also an diesem Eingang da, ja. Da genau, wo die Kamera ist quasi, und jemanden runterlaufen und Tim sagt, er ist die Communications gewesen. Das ist für mich der einzige, wo das Sinn macht. Hä? Simon wo kam aber Navigation auch, Simon kam auch aus der Richtung. Das würde nicht ehrlich passen, Simon. Nein. Ich habe die ganze Reaktion gestanden. Ich war auch bei Simon war ab. Nee, du bist doch auch unter Electrical. Ich bin von Electrical gekommen über Communications. Rumaethra hat mich. Du hast mich doch gesehen, Alter. Ich hab dich oben halt mit Reaper auf der rechten Seite gesehen. Das habe ich. Also aber ich war eigentlich fast die ganze Zeit in Electrical. Ich glaube nur Reefed bis jetzt. Ich glaube nur Reefed ist es safe. Hä? Was? Also Reefed ist safe nicht. Reefed ist safe nicht. Simon würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, Simon hat auch Timo oder Simon, ja, glaube ich auch. Gott, ich bin's nicht, Digga. Blick's mal. Nein, Tim hat gesagt, ich schwöre, es wird er sich nicht trauen. Es wird er sich nicht trauen. Tim hat gesagt, nein, es sind keine zwei mehr. Es sind keine zwei mehr. Einer ist schon raus. Es sind keine zwei mehr. Ja, wir haben richtig. Fabo war richtig. Fabo hat einfach direkt von uns auf. Nein. Töte mich nicht, Rumaethra, bitte töte mich nicht.
habe so einen ekelhaften Bug irgendwie, dass ich diese ganzen Aufgaben hier nicht mehr. Die werden. Oh, es ist Romatra, okay. Aber dann werden sie es jetzt. Dann werden sie es jetzt wissen. Ich wusste, es war nicht Tim. Weil er geschworen hat, das macht man auch nicht. Aber ich wusste es, er wird nicht schwören. Ich kann meine Aufgaben sind verbuggt, seht ihr das? Die werden nicht so angezeigt, als wären die aus. Guck, habe ich jetzt meine Aufgaben fertig? Weil es wird mir alles angezeigt, aber sie sind alle schon fertig. Ich verstehe es nicht. Ja. Romatra. Warum ist die Karte so komisch? Verstehe es nicht. Oh nein, Junge. Nein! Oh nein, Kim ist auch tot. Reefed hat vor meinen Augen Papa Platte getötet. Okay, dann ist es Romatra. Okay, cool. Reefed hat vor meinen Augen Papa Platte getötet. Glaub mir, dass es Romatra ist. Die hat getötet, direkt reported. Ja, so, ich konnte nicht okay. reporten. Das ist jetzt eine abgefuckte Situation, wo ich das Zünglein an der Waage sein muss. Tim entscheidet. Was hast du getan? Erzähl mir. Ich war in Communications und ich war in Communications und hinter mir ist zwischen Storage und Communications ist eine Tür. Tim. Und die war zu. Und dann sehe ich nur Romathra auf der anderen Seite an der Tür kleben, laufe dann zu Storage und da war die Leiche und Tim, um es dir nochmal zu sagen, ich habe Fabo gebastelt, der auch halt, ne, der war auch obviously. Das heißt, du musstest Fabo basten, weil du mich gesehen hast, dass ich Fabo gesehen habe. Was hättest du machen sollen, außer Fabo basten? Also Tim, es ist Romathra. Und du, Romathra, was hast du gemacht? Ich bin runtergelaufen von Storage Richtung... Bitte Tim, bitte Tim, bitte Tim. Hab da gesehen, wie Antonia sofort... Mhm. Bitte Kevin Tim. Umbringt und also du bitte Tim. Bitte in Tim. Lage also in Storage, Tim. Bitte Tim, bitte Tim. Nein, Tim, bitte. Bitte Tim, bitte Tim, bitte Tim, bitte Tim, bitte Tim. Wenn du gewinnen willst, dann wortest du es einfach Antonia. Nein. Tim, for real. Sie hat vor meinen Augen einfach Kevin umgebracht. Sie hat vor meinen Augen Kevin umgebracht. Ich hab wenn du jetzt nicht. Oh mein Gott, wenn du. Mein Gott, wenn du mich jetzt drauf wolltest. Und mach aber jetzt nicht Drama Queen, du. Oh mein Gott! Bitte Tim, bitte Tim! Fuck, noch 30 Sekunden, bitte. noch 30 Sekunden, komm! Noch 30 Sekunden, lass! Bitte Dream! Ich höre auf mein Herz und ich werde jetzt voten und wir werden sehen. Vote, Junge! Vote, Junge, vote! Nein! Oh nein, du Idiot! Auf sein Herz gehört! Ich hab eine Arm weniger! Der beste Imposter auf dem Planeten! Scheiße! Er hat so ein YouTube-Upload, Alter! Das ist mein Arm ist weg! Was soll ich das nächste Mal machen, um glaubwürdig zu sein? Hey, wenn ihr nach links gelaufen wäre, das ist super gewesen. Ich hab den ersten Imposter gebastelt und ich hätte den zweiten. Wir wird einfach nie. Ja, ey, Dings, Reef, Papa, wenn ihr nach links gelaufen wäre, wäre Game Over gewesen. Wir sind nach rechts gelaufen. Bei dem Ding war, ne? Bei dieser Handscheiße, habt ihr alle gesagt, safe nicht, weil das geht irgendwie wegen der Reihenfolge nicht. Ja, ich hab das einfach super gespielt. Von Anfang bis Ende habe ich es einfach klasse gespielt. Was soll ich sagen? Antonia hat random traumatisiert. Nicht in Hollywood spielt. Jedes Mal gefickt, jedes Mal gelogen. Stark gemacht. Wie ein Weltmeister. Du warst die Weltmeister zum Lügen für mich bis jetzt. Aber stark jetzt warst du für mich der unangefochtene König. Nee, Tim, ja, deine Menschenkenntnis, nee, da bin ich. Man muss auch wirklich sagen, Tim, man merkt ja auch, an deinen ehemaligen Geschäftspartnern, deine Menschenkenntnis ist wirklich. Oh shit! Noch eine Runde. Ja, eine Runde wegen Tim. Let's go. Ja, ist kein Problem. Machen wir noch eine Runde zu 8. Machen wir eine Runde zu 8. Let's go, let's go. Eine Runde. Ich sehe Romatra. Wieso glaubt mir niemand? Ich hab doch gesagt, der Einzige, dem ich safe glaube, ist Reef. Die Einzige, die ich wirklich safe glaube. Und dann Tim so, ja, ich höre auf mein Herz. Ich hab jedes Mal der Frau geglaubt, die hat dreimal meinen Kopf gefickt. Tim hat einfach schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ciao, Kevin. Machen wir noch eine Runde zu 8. Ja, von mir, also lass noch eine 8er machen. Ja, eine 8er. Nein, ihr könnt nicht mehr raus. Ja, let's go. Reaper spielt jetzt ohne Arm. Ich spiele ohne Arm, aber Romatra, machst du random Türen zu? Ja, mach ich. Du Wichser! Die ganze Zeit.
Eine Runde Loch, Leute. Mann, 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 Mann. Da wurde einfach Tim sein Herz verwirrt. Ich hatte... Boah, jetzt finde ich die Karte wieder ganz. Ja, komm. Jungs. Ah, sehr gut. Zack, zack, zack. Nein, da war eine Leiche. Oh nein. Komm bitte. Oha, wir müssen jetzt schon flippen. Einfach weil. Digga. Ey, what the fuck? Oh Digga, warum spielen wir zu 8 eigentlich? Ja, also, wir sind warte, ich will mal kurz was zu 8, Leute. Hallo, 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 hallo. Ich bin. Ey, wie geht es, dass Bruch schnell killt? Lass einfach nochmal Antonia rausvoten. Ein letztes Mal. Nein, aber ey, Reapers, 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 Reapers. Ich kann auch nicht mehr heute. 3,5 Stunden bin ich Crewmate. Und ey, ich auch. Das war meine einzige. Seit 16. Ich bin wirklich seit 16 Uhr am Spielen. Hallo, können wir mal kurz über den Kill reden und nicht, wie oft wir Imposter wurden? Ja, erzähl, V. Reapers, wo bist du hin nach Reaktor? Hoch. Und wer kam dir dann entgegen? Keiner. Der war's nicht, weil ich hab ihn gesehen. Mehr wo hast du ihn gesehen? Was ist das denn jetzt? Wo hast du mich gesehen, Tim? Wie zum Fick? Hä? Wo hast du mich gesehen nochmal? Ich bin da runtergelaufen bei dem, von Upper Engine. Nee, ich bin Reactor hochgelaufen. Ich bin von Reactor aus hochgelaufen. Toni, wo bist du? Ja, also ich sag doch, ich bin nach unten gelaufen währenddessen. Und ich hab keine Ahnung. Wo bist du? Wo bist du Weapons, wenn Reaktor ist? Was ist denn das hier? Ich war noch in der Aufgabe drin. Ich war mit Chef. Meine erste Aufgabe. Wo warst du, Mother? Wo war Chef? Wo war Chef? Chef war in Medbay. Ja. Ja, da muss es. Entweder ist jemand von Medbay rübergewendet zu Elekt. Also die Leiche liegt vor Reaktor. Und ich habe mit Reapers Reaktor gemacht. Dann kam Danny rein. Dann habe ich oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gezählt. Bin raus und da liegt Danny da. Und ich habe nur Reapers gesehen. Also für mich ist es Reapers. Ja, ist Reapers. Ja, aber warte mal, chill mal kurz. Ich bin runtergelaufen, hab ihn aber auch gesehen. Und du warst. Dann kannst du Reapers und Tim Gabel. Ich bin straight out. Ich bin straight hochgegangen nach Reaktor. Aber Tim hat doch gesagt, der ist nach unten gegangen. Du hast verarscht, Digga, ist safe, du bist es. Romatra, ich habe rechts auch aufgehauen, als der Reaktor angegangen ist. Wen hast du gewotet? Ich habe Romatra gewotet, weil ich habe Reapers gewotet. Ja, Tim, du bist es. Ich habe Reapers aber gewotet. Ach du heiliger Bimba, was ist das denn? Das ist Tim und Reapers. Das ist so lost, Alter. Das ist Tim und Reapers. WTF, Alter. Ich bin einfach hochgelaufen nach Reaktor. Einfach hoch, ich habe gar nichts gesehen. Ist vorbei, Leute, die haben verkackt. Können wir bitte jemanden rausvoten? Ja, müssen Tim rausvoten. Er ist es halt einfach so hart. Nee, ich würde aber Reapers raus. Also, vielleicht hat Tim auch gekillt. Wer sagt denn gerade, dass ich es bin? Ich hier, Chef, weil du hast Romatra einfach so random verdächtigt, wo Romatra 24/7 bei mir war, als wir rechts um die Task gemacht haben, da sind wir zusammen in Medbay rein. Romatra sieht, wie ich die Medbay-Ding unten mache, wo ich mich scanne und auf einmal finden wir eine Leiche und dann sagst du auf einmal random, es ist Romatra. What the Reapers, fuck? Hast du wirklich Tim gesehen? Ich hab Tim nicht gesehen, ich bin ehrlich, ich hab ihn nicht gesehen. Aber keine Ahnung, ich bin einfach hoch. Wer war alles zusammen? Wer war mit mir Reactor? Wer hat Reactor gemacht? Und Unge ist early dead. Ich mit Reaper, ich. Ja, ich war der erste da, ich hab Reactor gemacht, bin wieder hoch. Ich war der erste da, aber du warst der zweite, ja? Was? Ich war ja, okay, direkt kann schon sein. Drin. Keine Ahnung, auf jeden Fall hab ich den Reactor ausgemacht und bin straight hochgegangen. Es kann sein, aber... Und da lag keine Leiche mitten im Weg. Ich hab nichts gesehen, ich schwör's dir, ich hab gar nichts gesehen. Also, ich kann's euch so sagen, ich bin vorhin, wenn wir bei derselben Sache sind, ich bin bei diesem Upper Engine runtergegangen und dann ist mir Reapers entgegengekommen und dann war dieser Call und dann war ich weg. Ihr habt gesagt, bei, wo war's? Irgendwo da bei Reactor oder so. Ist direkt da in dem Kreuz, wo man dann links... Dann hat gesagt, dass er mit Reapers unterwegs war, dann habt ihr gesagt, Reapers... Nein, ich war mit Chef unterwegs. Wo er mich vorhin gefickt hat in meinem Kopf. Jetzt. So. Ne, dann ist es kein Reaper. Was? Was war das? Ich weiß, votet jetzt. Also, ja, Tim hat keine Leiche gesehen. Votet. Nein, ich hab keine Leiche gesehen. Ich mein, Tim. Wer hat keine Leiche gesehen? Du, hast du keine gesehen? Mitten in dem Gang? Nein, schwör, ich hab echt keine Leiche gesehen. Wie gesagt, ich bin runtergekommen. Ey, Tim schwört schon wieder, da muss es Reaper sein. Ja, Reaper. Was?
Digga, das ist doch Bullshit, Alter. Wer kann jetzt nochmal weg? Warum soll ich denn? Fabo, warte mal, kurze Frage, Fabo. Warte, ja. Das ist doch sinnlos, Alter. Reapers, Fabo, let's go, Reapers, wie soll ich mit dir in den Reactor reingegangen sein? Vor mir jemanden töten oder zeitgleich? Nee, ich bin. Wir haben Reaktor gemacht und dann hab ich gezählt und dann bist du raus. Was? Guck mal, der votet auch nicht, der labert Bullshit. Also, Tim ist einfach der schlechteste Lügner. Hä, wie hätte ich den Kill machen sollen? Vielleicht ist aber auch Tim und Reed. Digga, Tim ist der schlechteste Lügner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die verlieren in einer Runde, wo die zu zwei Imposter mit nur sechs, mit nur acht Leuten, also sechs anderen. Oh mein Gott. Digga, wie kann man das verlieren, Digga? Ui. Ich sag's, wie es ist. Digga. Das war richtig reingeschissen, Alter. Reingeschissen. Hör auf, mein Herz gehört. Es war so reingeschissen, Alter. Tim ist der Beste, wir sind immer bei Among Us, das tun, der rafft gar nichts. Der rafft nichts, Alter, der Junge. Der ist so lost. Ich muss auf mein Herz hören, dann macht er diesen entscheidenden Vote, Alter. Obwohl Reef so, also so schon bestätigt war, dass die einzige ist, der man vertrusten konnte. Oh man. Jetzt lassen sie sich gerade hier von Tim abschlachten. Mach doch einfach Emergency Vote und vote direkt Tim. Mach doch einfach Emergency Vote. Romata, mach doch einfach Emergency Vote. Oh mein Gott, mach doch einfach Emergency Vote. Jetzt kommt Tim. Und? Mach doch einfach Emergency Vote, Leute. Oh, Tim bleibt da stehen. Ja. Mach doch einfach Emergency Vote, Leute. Mach doch einfach Emergency Vote, ja? Sehr gut. Es ist Tim Gabel. Ich mach den Medbay-Scan, er stellt sich einfach mit drauf, so als würde er sich scannen. What the fuck, es geht nicht. Tim, du kannst dich scannen, wenn ich nicht. Vielleicht wollte das ja machen und es geht nicht, weil du draufstehst. Hä, das war doch vorhin dasselbe. Ihr hört mich ja nicht, wenn ich da rede, Digga. What the fuck, Digga. Ich würde jetzt sagen, geh mal scheiß Chat gucken. Ich hab auch ganz Zeit gedrückt, ich hab's nicht gecheckt, bis ich gecheckt habe, dass ich Space drücken muss. Also, ja, aber Digga, hey, raus gerne. Es ist keine Show, ich würde skippen einfach. Okay, ja. Aber ich sage also, jetzt Gabe, er hat sich ja draufgestellt, dass ich scanne. Warte mal kurz, wer beschuldigt mich gerade, dass ich nur weiß? Ich? Wer? Chef, okay. Chef. Dann muss ich den Mann meiden jetzt, der wird mich killen wollen. The fuck? Und, oh. Okay, ich bin einfach enttäuscht. Ich sag's so, wie es ist. Ich auch von dir die letzten drei Male. Wir sind jetzt hier. Tim ist ja einfach Legende in diesem Game, Alter. Tim ist einfach Legende, Junge. Ich muss jetzt noch die Aufgabe machen und dann kann ich alles spectaten. Wumm. Okay, wir gehen zu Tim, Jungs. Und Mädels. Wo ist Tim, ist die Frage. Oh, er macht seinen. Tim macht seinen. Oh, die können wir auch noch machen, die Aufgabe hier. Oh, Lower Engine muss auch noch mit Benzin befüllt werden. Wir sind noch gar nicht durch. Jetzt haben wir alles. Okay, Fabo, oh, Chef ist eingesperrt. Romatra ist auch da. Wo ist Tim Gabel hin? Da ist Reefed. Aber wo ist Tim? Wo ist Tim? Hä, wo ist Tim? Ich wollte nur schauen, ob er noch lebt. Weil wenn jetzt, also Reefed war mit, also Antonia war mit Tim unterwegs, richtig? Ich bin ganz schnell wieder weg von Tim, nee. Genau, ihr beide wart. Ich bin direkt umgedreht und bin wieder nach links gegangen. Okay, nein, ich wollte nur sagen, ihr beide wart unterwegs und Chef und Fabo, ihr Daniel, beide wart unterwegs. Ja, Kommission wird es auf jeden Fall geben halt in Zukunft. Also wenn halt einer aus den Pärchen jetzt tot gewesen wäre, dann wäre es halt klar gewesen, aber ihr lebt alle noch, deswegen, keine Ahnung. Nee, ich bin auch direkt von Tim wieder weggegangen. Ich bin übrigens auch fertig mit meiner Ausgabe. Ich habe noch ein paar Tasks, ich muss nur tanken und irgendwas. Oh, ich muss auch noch, denk mal. Jetzt hab ich halt keine Emergency mehr. Scheiße. Ja, ich drück dann danach. Ist immer nicht vorbei, wie kann das sein? Es war doch eindeutig Tim. Nee, Ricardo gar nicht. Es war auch eindeutig, wir verfolgen jetzt Tim. Ist doch so eindeutig Tim! Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass wir das nicht checken? Das ist doch so eindeutig Tim, halt. Oh, Tim wird Chef töten. Oh, der hat die verloren. Oh, jetzt geht er da eine Aufgabe machen. Oh.
Ich gehe in deinen Körper rein als Geist. Oh, oh, jetzt ist Chef tot. Chef ist tot, Chef ist tot, Chef ist tot, Chef ist tot. Chef ist tot, ja, Tim verfolgt ihn. Chef ist tot, Chef ist so tot. Ja, tschüss, Chef, tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, dass du einen Psychopathen hinter dir hast. Tut mir so leid, Junge, du bist tot. Tot. Tot, 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 tot. Ja, aber es war dumm, dass er jetzt Chef getötet hat, weil Chef war der andere, der verdächtig war. Chef war der andere, der verdächtig war. Nein, Roman, lauf nicht mit Tim zusammen. Nein. Oh man, lauf schnell hoch, lauf schnell hoch, lauf schnell hoch. Reef, drück Emergency, Junge, drück Emergency, drück Emergency. Drück den Knopf, Reef, drück den Knopf. Drück den Knopf, drück den Knopf. Drück den Knopf, Junge. Ah, nein, kann nicht, weil O2. Oh, oh, wenn Tim Gabel das jetzt gewinnt, ne? Wenn Tim, mach hier, mach die Leiche, Junge, mach die Leiche, Junge, mach. Perfekt, komm, Tim. Okay. Leg die Leiche links. Nein, ach so. Nee, die Navigation. Wo war die Leiche? Tim, du hast sie gekillt. Ich muss mich gleich fragen. Fuck, das kann halt auch ein Safe-Report sein. Hallo, ja, safe, oh, bitte ey, hör doch mal zu, komm, hör doch bitte mal zu. Ich bin... Nein, wenn Tim gewinnt, dann lösche ich mich. Ich war in Security, hab dann lösche ich mich im Real Life. Hab gesehen, dass vor... Hast du mich jetzt schon gebotet, Tim? Oh, ich bin so sauer. Ja, weil du ihn ja beschuldigst. Das guck mal, weißt du warum? Weil ich weiß... Ich weiß, dass ich nicht war. Ich war in den Camps und hab gesehen, dass da die Leiche vor Navigation liegt. Ich weiß aber auch, dass sowohl Romadra als auch Fabo auf der Reaktorseite waren und wir den Reaktor zusammen gemacht haben. Das heißt, es war nur eine Person auf Navigation und das war Tim. Dann hat kurz bevor ich, dann bin ich direkt zur Kamera. Hä, ich war doch gerade bei Security und hab doch diese Kameras angeguckt. Ja, oh mein Gott. Aber die Leiche ist schon lange tot. Dann bin ich zur Cafeteria gegangen, um Emergency Meeting zu machen. Dann ging der Alarm los, deswegen bin ich dann zur Navigation gelaufen. Und nein, ich habe sie gefunden, da wo ich sie in den Camps gesehen habe. Romadra, warst du? Ah, nee, ach. Vertraue, Antonia, ja. Ich vertraue. Fabo, Romadra, ihr wart doch beide links. Das ist so ein Schwachsinn. Ich vote Tim. Ja, vote Tim. Komm, Fabo, komm, mach. Fabo, du musst es. Fabo, Tim. Wir nicht einfach Pass machen? Fabo, Tim. Fabo, Tim. Bitte stell mir Fragen, was ihr gemacht habt. Fabo, ihr wart doch beide auf meiner Seite. Ist das vorbei? Ja, ihr habt mich gefickt. Scheiße, Mann. Danke. Ey, ich sag es vorhin sogar noch. Ey, ich sag noch, dass Tim uns die Aufgabe nicht so gut ist. Ich hab Tim tot gelacht. Ich hab mich schon gesagt. Glaubt niemand Reefed? Ey, warum glaubt mir niemand, dass er einfach die Taskfeld... Das kann ja ein Self-Report sein. Er ist mir von Storage bis darum zu Navigation hinterhergerannt. Ich hab schon Lachflash geschoben, weil ich sag, er killt mich jetzt gleich. Ja, mit zwei Impostern auf so einer kleinen Gruppe ist zu viel. Ja. Nee, wir haben ja gewonnen. Endlich mal jemand geglaubt hat. Ja. Ich bin kurz vorm Wahnsinn. Ey, wir haben tatsächlich doch noch was zu tun. Kurz vorm Wahnsinn heute, Runde, wirklich. Das geht doch top, ist doch Baba. Ja, wir können keine Runde mehr spielen. Wir sind noch sechs Leute drin und davon sind zwei Leute die Bösen. Ja, Roman ist ja auch gegangen. Ja, aber Alter, wir wären noch sieben gewesen. Die auch erst müssen wir auf Dinge noch krampfen. War nice. Ich bin kurz vorm Wahnsinn. War nice. Reaper hat man nicht im Posterbug. Ich war kein einziger Mann aus. War nice, Leute. War geil. Aber ich war heute perfect Crewmate eigentlich. Bis auf die Augen geklaut. Ich verabschiede mich. War super geil. Gerne wieder. Oh, mein Romadra. Nein, es hat echt Bock gemacht. Mach's gut. Ciao. Rein. Ciao. 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 Tim, ich möchte nur nochmal sagen, Enttäuschung ist, ne, aber... Ey, Moment mal, du hast angefangen mit der Scheiße. Also, Junge, das war so obvious mit Tim, Wisst ihr, was passiert ist? Letzte Runde, Tim und Reaper beide bei mir tot. Ja, chill mal. Wir machen Reactor an. Egal, aber wir haben zusammen Doppelkill, Idiot. Und ich spiel dir noch, oder? Einfach ein Reactor. Also, Tim, wir müssen die nächsten Tage nochmal mitspielen, damit wir da nochmal quitt sind, ey. Ja. Weil das kann man nicht so sitzen lassen. Ich bin jetzt auch raus. War wild. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Nice. Ciao. Leute, waren geile Runden. Ich muss sagen, letzte Runde, Alter, die war auch so Entertainment. Oder auch da, wo Tim sich entscheiden musste, das war auch so eine geile Runde. Es war eine richtige Legendary-Runde. Tim so, es liegt alles an dir, Tim. Reefed, offensichtlich nicht suspicious, weil es wurde schon gesagt, Reefed ist die Einzige, die man vertrauen kann. Ich höre jetzt auf mein Herz. Zack, er votet gegen Reefed. Tot. Oh mein Gott, Mann. Waren geile Sachen, Alter. Aber meine erste Imposter-Runde, wo ich nicht gewähnt bin, die ärgert mich immer noch. Ich hätte da wenden müssen. Ah, die andere Imposter-Runde fast geholt. Ja, waren geile Runden, Alter. Waren geile Runden. So, ich würde sagen, weil es jetzt so spät geworden ist, sehen wir uns morgen wieder um 20 Uhr. Küsse gehen raus. Küsse. Und ja, morgen wieder um 20 Uhr angeklickt. Mal gucken. Vielleicht gibt es auch wieder ein Among Us. Man weiß noch nicht. Ich werde es euch morgen sagen. Ihr werdet es im Titel lesen. Ciao. Kakao. Und genießt euren Abend, Leute. Die Geburtstagskinder kriegen jetzt noch ein kleines Ständchen. Das ist natürlich selbstverständlich. So. Das ist natürlich noch klar. Das muss sein. Ein kleines Ständchen. Das muss sein. So.
War aber geil. Happy Birthday Instrumental. Kredite bitte sag. Was ist meine primäre Option? Komm, bitte keine zwei Werbung, bitte keine zwei Werbung, bitte keine zwei Werbung. Ah, mashallah. Okay, wer sind unsere Geburtstagskinder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tessa, Philipp, Ali, Shanice oder Shanice? Shanice? Ich hoffe, ich habe den Namen, ich weiß aussprungen, Shanice. Sensenfrau, Chiara und Celine. Happy Birthday to you. Ciao, wir sehen uns morgen wieder um 20 Uhr. Haut rein. Kuss. Ciao.